Stream müsste laufen. Sagt mir mal, wie der Ton ist. Ich bin ein bisschen weiter weg vom Mikro als sonst. Und ihr wisst wie immer, super professionelles Setup. Lass mal eben schauen. Da kommt Bild, Werbung kommt. Und wenn Ton da ist, dann passt alles. Dann können wir starten. Ihr seht, ich habe zwei Module vorbereitet. Ich fange mal an, Steine herzuholen. Und zwar maximal vorbereitet. Hier haben wir ja Werbung, zweite Werbung, wie immer, beide nicht überspringbar. Perfekt, danke YouTube. Ja, mach hin, ich komm schon. Kommt Ton? Schreibt mal was im Chat. Ton geht, passt also. Yes, let's go. Perfekt, das war meine größte Sorge. Ich sag's euch, ich habe ja zwischenzeitig auf nicht gelisteten Test in die Abo-Box reingesetzt. Ja, das haben anscheinend manche von euch gesehen. Nachdem ich meinen Teststream gestartet hatte, waren auf einmal irgendwie drei Live-Zuschauer da. Dann habe ich sofort wieder abgebrochen. Also, das ist die Grundierung. Dann habe ich hier hinten die Unterschicht vorbereitet. Das ist dann einmal die Grundierung. Dann kommen Trans Light Blue Tiles drauf. Hier hinten rum werden wir die einzelnen Stege noch rausmodellieren. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich starten, oder? Ich muss mal eben den Chat aufmachen, nachdem das hier alles funktioniert. Werde ich jetzt mal eben Chat im neuen Fenster öffnen. Bin gleich bei euch. So. Moin, 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 moin. Ich sehe schon, da ist gut Programm im Chat. Also ich habe heute, nur damit ihr wisst, warum ich das gemacht habe, das alte Video, was heißt das alte Video? Das Video war ja in den Trends. Das heißt, wenn Videos in den Trends sind, sind immer sehr viele Bots unterwegs. Das heißt, ich habe jetzt eingestellt, dass ihr 5 Minuten abonniert haben müsst, um im Chat zu schreiben. Aber ansonsten ohne Kanalmitgliedschaft, ihr könnt einfach reinschreiben. Ich habe auch die Donations deaktiviert, damit wir uns heute wirklich entspannt auf den Stream konzentrieren können. Und wenn ich irgendwelche Kanalmitglieder übersehe, dann machen wir es einfach so. Ich mache danach noch einen Post und dann können wir starten. So, let's go. Wir fangen als erstes an mit der Unterschicht. Ja, ich werde gleich auch mehr auf den Chat eingehen, aber gerade rattert das noch so durch, dass ich da keine Chance habe mitzulesen. Wir werden erstmal mit der Unterschicht anfangen und dann können wir ja gleich, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich das alles in einer Reihe durchmache, dann können wir gleich, wartet mal ganz kurz, ich mache es umgekehrt, so rum, weil nämlich sonst, ja, ich muss nämlich schauen, dass hier die einzelnen Platten verbunden sind und deshalb habe ich hier schon so ein paar Unterschichten vorbereitet. Ihr könnt sehen, das ist hier verbunden und dementsprechend muss ich halt einfach schauen, dass das hier alles stabil genug ist, damit nichts wackelt, weil ich nämlich parallel auch noch die Zeitraffer am Laufen habe, damit ich nämlich direkt das nächste Video aufgenommen bekomme. Das ist ja hier alles durchgeplant. So, ich muss mal ganz kurz schauen, wie das Bild sich hier verhält. Ja, wunderbar. 2000 Live-Zuschauer. Leckt das ein bisschen, sehe ich gerade, oder? Naja. Naja, wird schon werden. So, wir bauen es einfach ganz gemütlich. Ihr holt euch auch was zu bauen und dann können wir hier uns einen ganz entspannten Abend machen. Zwei Module habe ich vorbereitet, wenn wir noch weiter bauen müssen. Mit einem dritten Modul, da muss ich alles umbauen. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Ja, laggt etwas. Ja, Bild ist gut. Servus. Ja, laggt ein wenig. Ja, mein Gott. Dann ein bisschen Gelegge kriegen wir doch schon. Alle können wir mit leben, glaube ich, oder? So. Ich habe mir hier ein paar Fragen aus Discord rausgeschrieben, nachdem Tobi mir gesagt hat, dass mal wieder ganz dringend Zeit wird, dass ich darauf eingehe. Und ich muss direkt mal einen Schluck Wasser hier trinken. Ja, Qualität ist leider nicht auf HD. Tut mir leid, ist nur 720p, weil ich nämlich auf ganz professionell übers Handy stream. Ich zeige euch am Ende noch das Setup. Aber ich habe jetzt auch über ein Jahr nicht mehr gestreamt. Von daher, naja, das kriegen wir schon alles hin. Ich glaube, was ganz gut ist, ist, dass ich die ganzen raschelnden Geschichten relativ weit weg vom Mikro habe. Das heißt, zumindest das sollte überschaubar sein. Da, ja, direkt Geldfälscher-Boss am Start, der Doktor. Schau, wenn ich das gerade hier vorbei ploppen sehe, dann kann ich das auch immer vorlesen. Ansonsten, verzeiht mir, wenn ich heute irgendwas im Chat übersehe. Ich werde, wie gesagt, danach nochmal Kanalmitgliedsexklusiv kurz was posten. Dann kann ich auch nochmal allen persönlich danken, damit das nämlich hier heute flüssig läuft. Das letzte Mal war ich so abgelenkt mit Donations vorlesen, dass ich mir gedacht habe, deaktiviere ich das für heute. Wisst ihr was, wir machen direkt die ganze Unterschicht auf einmal durch. Das heißt, ich werde jetzt die Module auch direkt verbinden, damit das hier eben nicht wackelt. Und so, na, das war ja perfekt. Eins nach vorne gesetzt. Jawohl. So muss das sein. Und wo haben wir das zweite? Da haben wir das zweite. Perfekt. Das kommt, nachdem das alles gleich gebaut ist, da unten hin. Ist natürlich nur vorübergehend. Ist, glaube ich, sowieso klar, oder? Dass ich die danach wieder abmachen werde.
Nur aktuell ist es halt besser, wenn das hier ein solides Ding ist. Und ganz außen einmal die Kante mit Schwarz durchgezogen. Die Dinger habe ich mir natürlich auch vorbereitet. Ich habe gerade noch, deshalb war ich auch ein bisschen gestresst, dass das alles noch funktioniert. Ich hätte fast vergessen, mir die, was war es rauszulegen? Ich glaube, die Transkliersteine, also eigentlich das Wichtigste, die größte Fläche hier überhaupt, hätte ich fast vergessen, mir rauszusuchen. Also, das wäre ja auch flop gewesen, hier im Stream noch parallel irgendwelche Sachen aus den Kisten rauszukrosen. So, es ist mir übrigens, ich weiß nicht, ob man das ab und zu rattern hört, hier unten so ein Stützpfeiler, wartet mal. Ich glaube, sollte man gehört haben. Und so ein Stützpfeiler ist mir durchgebrochen, weil ich da nämlich immer drauf gestiegen bin und dann runtergesprungen. Und anscheinend hat es den dann mitgenommen. Das war ein bisschen belastend. Naja, so, das baue ich alles gleich auf wieder drüben. Und jetzt muss ich abmessen, wie das hier mit den Plates aussieht, dass die natürlich alle mal schön gestützt sind. Und ich werde das dann voraussichtlich so machen, dass ich da nichts mehr dazwischen baue, oder? Was meint er? Da noch was drunter? Nee, Brick Story kommt nicht, weil der ist nämlich unterwegs nach, wo fährt er gerade? Ich glaube Kassel oder was, in einer völlig überfüllten deutschen Bahn. Den können wir später anrufen. Ich bin aber, wie gesagt, gerade noch parallel dabei mit dem anderen Ding. Also ich streame mit dem Handy und dann müsste ich kurz, ja, das kriegen wir hin. Den rufen wir später noch an. Aber erst, wenn wir das hier fertig gebaut haben, dann schaue ich mal, ob ich den erreiche. Dann können wir den auf jeden Fall nochmal anrufen und fragen, wie es denn in seiner überfüllten deutschen Bahn aussieht. So, ich wollte Fragen vorlesen. Pass mal auf. Was war hier? Museumöffnung, Podcast und Wolkenkratzer Themenwelten. So, damit haben wir schon mal genug zu tun. Natürlich sowieso klar, dass Museumöffnung eines der Hauptthemen war in den ganzen Fragen, die so gekommen sind. Herzlich willkommen, neuer Geldfälscher mit am Start. Es tut mir leid, wenn ich nicht alles vorlese, wie gesagt. Danach mache ich das Ganze in Ruhe, aber ich komme nicht drum rum, dass wenn jemand neu reinzappt, dann muss ich einfach das vorlegen. Das ist ein Reflex von mir. Tut mir leid an alle anderen Zuschauer. Wie gesagt, kümmern wir uns am Ende nochmal drum. Eröffnung Museum ist auf jeden Fall für den Sommer geplant. Hat mehrere Gründe. Aktuell, also ist kein Geheimnis, dass man mit den großen Glasflächen und allem ordentlich Heizkosten zahlt. Brick Story und mir ist es relativ egal. Ich habe immer Skiunterwäsche an, wenn ich da drin arbeite. Oder wenn man Wände streicht, dann kann ich auch bei 10 Grad arbeiten, weil dann bewegt man sich so viel, dass das vollkommen egal ist. Und dann, ja, wie gesagt, dann im Arbeiten ist das kein Problem. Aber hier, wenn ich jetzt wirklich nur Lego baue oder wenn Besucher da sind, die sich jetzt nicht wirklich viel da bewegen, da muss da schon geheizt werden, muss man fairerweise zugeben. Und gerade jetzt im Moment warten wir einfach noch ab. Im Sommer müssen wir auch nicht heizen. Und dann können wir da einfach öffnen, ohne dass man wahnsinnig hohe Betriebskosten parallel noch hat. Und vor allem kommt dann auch noch was rein. Ist ja sowieso klar. So, das war ungeschickt, dass ich das hier alles ausgelegt habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das hier nochmal alles extra gestützt hatte. Deshalb, ich drücke hier die ganze Zeit rum. Ich glaube, ihr fragt euch, wie fest ich die Dinger drücken möchte. Ich prüfe nur, ob es sinnvoll ist, das, was ich jetzt mache, hier zwischen nochmal zusätzlich Steine. Wisst ihr was, ich mache es jetzt einfach, dann ist es stabil genug. Ist ja nicht so, als ob ich hier zu wenig Lego-Steine rumfliegen hätte bei mir. Und genau, ja, das ist schon deutlich solider als das hier, das gefällt mir eigentlich besser. Aber abreißen tue ich den Rest jetzt auch nicht mehr. Ja. Wie lange streamst du, weil die Frage jetzt schon mehrmals gekommen ist? Ich habe keine Ahnung. Wir bauen jetzt zwei Module auf, mit dem ganzen Teils auslegen hier, mit der Wand rüberziehen. Ich habe vor, hier Stege, wie gesagt, rauszubauen. Wird alles noch ein bisschen brauchen. Gucken wir dann einfach. Stream bleibt auch, weil das war die andere Frage, die immer relativ häufig jetzt im Chat aufgekommen ist. Stream bleibt natürlich online. Ist ja sowieso ganz klar. Ah, warte, hier muss ich anders bauen. Ja, das war schon wieder ungeschickt. Teiletrenner? Ne, das geht noch ohne. Bricks kriegt man ohne Teiletrenner hin. Ja, sehr gut. Dann, Frage aus Discord, wo ich hier gerade auf meinen Spickzettel schaue. Kommt nochmal was zur Schneefräse? Ja, ich weiß es nicht. Die Schneefräse war schon ziemlich beliebt damals. Also, falls ihr das Video nicht gesehen habt, nachdem ja viele neue Leute gekommen sind. Schneefräse haben wir vor ziemlich genau 2 Jahren gemacht. Also ich habe es Anfang Dezember gestartet, das Schneefräsenprojekt. Und dann habe ich es, ich glaube am 10. Dezember war das, ich habe gerade nochmal geguckt. Am 10. Dezember hab ich dann das Video hochgeladen, wo wir hochgelatscht sind und das dann bei einer Skitour getestet haben, bei 2 Metern Schnee. Und ich weiß halt nicht, was ich noch großartig zur Schneefräse mache. Ja, Schneefräse ist Erde. Ich weiß nicht, was ich noch großartig zur Schneefräse machen kann. Bild ist unscharf.
Ich weiß nicht, echt? Also ist mein. Am Laptop wahrscheinlich schon. Wartet, ich werde mal ganz kurz hier rüberklicken. Ja, gut, Laptop schon. Aber an sich 720p ist halt die Qualität. Es tut mir leid. Der nächste Stream, wenn ich dann wahrscheinlich wieder in einem Jahr stream, ne, ich versuche es häufiger zu machen. Der nächste Stream, dann versuche ich auch mal auf Full HD zu streamen. Aber das geht halt jetzt nicht mit meiner professionellen übers Handy Stream-Lösung. Erstes Ding ist inzwischen schon durchgezogen. Das ist das Schöne, wenn ich hier einfach ohne großartig zu denken bauen kann, kann ich mich auch so ein bisschen auf den Chat konzentrieren und das ist eigentlich ganz angenehm. Weil es hat das letzte Mal überhaupt nicht funktioniert, wenn ich euch erinnern darf. Also vor einem Jahr, das war auch der Grund, warum ich so lange nicht mehr gestreamt habe. Ja, ich rede gleich weiter. Ich weiß nie, wie laut das hier ist im Hintergrund. So, wie viele Teile, schätze ich, sind in der Stadt verbaut? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Das Problem ist halt auch, es ist schwierig auszurechnen. Ich habe es mal versucht, weil die Frage sehr oft kam. Das Auszurechnen über die Bricklink-Bestellungen. Aber die Sache ist halt die, meine Bricklink-Bestellungen liegen zur Hälfte ja noch im Schrank rum, weil ich immer so Bulk-Bestellungen mache. Und naja, ich würde mal schätzen, dass wir die Millionen überschritten haben. Übergreifend mit Westernwelt natürlich und Mondbasis und so weiter. Aber ich glaube, insgesamt dürften jetzt über 1 Million Steine verbaut sein. Glaube ich doch behaupten zu können mittlerweile. Ja, da brauche ich nichts mehr zum drunter stützen. Das hält ohne weiteres. Schön zu der. Guck mal, das ist zum Beispiel das Problem. Jetzt ist es scharf von mir, wunderbar, so muss das sein. Also, wie gesagt, 720p am Handy wird es scharf sein, am Laptop oder Fernseher oder wie auch immer wird das noch ein bisschen unscharf sein. Es tut mir leid, ist noch nicht das Professionellste, aber ich glaube, so ein bisschen das Gebaue bekommt er ja mit. Die Stimmung vom Bauen bekommt er mit und baut einfach selbst was nebenbei, weil das ist dann auf jeden Fall 4K, 8K, Full HD, wie auch immer, wenn er selbst baut. Der Chat ist halt extrem schwierig zu lesen, weil es nicht Twitch ist. Das ist ein bisschen belastend. Ich hatte überlegt, auf Twitch zu streamen, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich habe nicht mal einen Twitch-Account. Ich habe hier die ganze Community. Wieso würde ich jetzt Plattform wechseln? Na, das ist das Problem, wenn ich nicht auf das schaue, was ich baue. Wieso würde ich jetzt Plattform wechseln, wenn hier alle Leute sind? Von daher, auch wenn so rein von dem vom Chat her ist der Twitch, ist Twitch nochmal so ein bisschen besser, weil es einfach flüssiger ist, beziehungsweise man hat mehr Chancen, dass den Chat mitzulesen, weil er ab und zu so anhält. Und ja, das ist halt hier nicht ganz so gut auf YouTube. Aber YouTube verbessert sich auch, was die Twitch-Geschichte angeht. Schaust du Seven vs. Wild? Natürlich, jede Folge. Das ist, glaube ich, auch eine Sache. Das würde mich mal interessieren. So, pass mal auf, ich werde jetzt... Ah, Maximilian. So ein Blödsinn, wenn er da reinschreibt. Also, weil Maximilian ist ein Klassenkamerad von mir und er fragt gerade, ob ich wieder eine Deckenplatte zerstört habe. Wir haben damals in der Schule bei uns so mit so Alubällen, die man von seinen verpackten Jausenbroten gehabt hat, haben wir mal Fußball gespielt. Und wir hatten alle immer diese Allmann-Latschen an, also halt diese Korf, wie heißen die? Da gibt es ja diese Firma davon. Oh, fällt mir nicht ein. Diese typischen Hausschuhe, die man halt immer anhatte. Und dann haben wir Fußball gespielt und die Dinger haben halt nicht gescheit am Fuß gehalten und dann ist kurzerhand der Hausschuh von mir volle Wäsche gegen die Decke oben und hat so eine Deckenplatte zerbrochen. Deshalb war das da die Frage. Also, wir waren bei Seven vs. Wild stehen geblieben. Ja, schau ich. Weil ich halt auch einfach das perfekte Programm, um nebenbei Lego zu bauen. Birkenstock, genau, Birkenstock-Sandalen. Yes, das Wahnsinn. Ja, die guten alten Birkenstocks. Genau, und so ein Birkenstock ist mir halt voll gegen diese Styropor-Deckel da geflogen. Und dann habe ich ganz entspannt so eine Deckenplatte zerbrochen. Ja, herrlich. Ja, das haben wir mit einem Besen gemacht, Deckenplatten zerstört. Ich habe es eh im Vlog gezeigt. Wir haben früher auch immer so 1-Cent-Münzen da reingehauen, sodass die da stecken geblieben sind. Wir haben bestimmt am Ende so 10 Euro bei uns in der Decke stecken gehabt, weil wir halt immer diese Münzen so raufgedingst haben. Das war eigentlich auch immer ganz lustig. So, ich wollte auf Seven vs. Wild zurückkommen. Also, schaue ich natürlich, weil ich finde auch so ein bisschen, das sind solche Projekte, das zeigt, dass Fernsehen halt einfach ja, nicht mehr lange überleben wird. Das ist eine Generationssache. Die müssen halt Fernseher oder Fernsehen generell
hält sich ja jetzt schon dadurch primär, dass die wieder auf diese alte Nostalgie anspielen. Sprich, alte, die Generation, die mit Fernsehen aufgewachsen sind, freuen sich über Formate, die von früher wiederkommen. Und ja, außer meinen Großeltern wüsste ich jetzt niemanden, der noch großartig Fernseh schaut. Also außer natürlich Fußball oder irgendwelche Sportgeschichten, aber das kann man ja auch easy online streamen. Finde ich sogar angenehmer, wenn das online läuft. Ah, perfekt, schon wieder verbaut. Und wenn man ganz ehrlich ist, Fernseher braucht niemand mehr. Fernseher ist sowas von durch. Ich werde mal ganz kurz was probieren, weil hier rappelt das die ganze Zeit. Ist kurz laut. So. Ich glaube, jetzt sollte das erledigt sein. Was ist jetzt besser? Eine Figur ist umgefallen. Wo ist eine Figur umgefallen? Ich sehe keine umgefallene Figur. Ist hier was umgefallen? Ich sehe nichts. Egal. So, und jetzt wollte ich zurückkommen zu Seven vs. Wild. Es zeigt halt einfach, was mittlerweile möglich ist mit so einem entspannten, kleinen YouTube-Budget, das man sich hocharbeitet. Weil halt, wenn da, ich meine, was haben die Dinger für Aufruffolgen, für Aufrufe? Es sind immer 1-Stunden-Videos. Die Sachen haben 5 Millionen Aufrufe im Schnitt. Allein, ohne jetzt Sponsorships, da kommt schon gut Geld bei rum. Was nicht heißen soll, dass das ungerechtfertigt ist. Ich freue mich ja darüber, weil dann heißt es, dass die nächsten Staffeln umso geiler sind. Aber auf YouTube hängt halt der Erfolg von einem Format direkt damit zusammen, wie viel geiler das dann in Zukunft wird. Und die nächste Staffel Seven vs. Wild wird nochmal besser. Also ganz kurz, falls jemand von euch nicht weiß, was Seven vs. Wild ist, das ist ein Format von einem ziemlich großen deutschen YouTuber, der so ein bisschen Survival-Sachen macht. Und jetzt sind halt so 7 Kandidaten für 7 Nächte auf einer tropischen Insel ausgesetzt und müssen halt überleben mit so ein paar Gegenständen, die sie im Vorhinein ausgewählt haben. Schwarzer Rand, bitte. Und das ist halt einfach unfassbar. Unfassbar unterhaltsam. Und gerade zum Lego-Bauen das perfekte Programm für nebenbei. Und wenn man jetzt sich anschaut, was für Aufrufzahlen das macht, da kann Fernsehen nicht mehr mithalten. Also wirklich nicht. Es wird keine dritte Staffel geben. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch jetzt rappelt das da unten wieder. So ein Blödsinn. Das ist, weil ich hätte das Ding mal abmontieren sollen davor. Naja. Aber ich glaube so, ich wollte eine Umfrage starten. Wie viele schauen Seven vs. Wild? So, mit dem Publikum interagieren. So heißt das. Umfrage starten oder Fragerunde starten? Was ist denn jetzt das Richtige? Ah, okay, perfekt. Schaut ihr Seven vs. Wild? Und frag deine Community. Pass mal auf. Hä, mir wird das nicht angezeigt. Habt ihr jetzt... Ah, haha. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. ? Ja im Moment. Wieso? Ich will das sehen. Ich will die Umfrage offen halten. Aber mir steht nicht da, wie viele abgestimmt haben. Oder bin ich blind? 60-40 wird mir im Moment angezeigt. Ja? Ja, sowas um 60, 58, 42. 1000 Stimmen. Ja, alles klar. Wie viele Leute sind eigentlich mittlerweile live? Ich sehe das nicht, wenn ich den Chat extra offen habe. 3000 Live-Zuschauer. Leute, ihr seid ja alle verrückt. Okay, 60-40 im Schnitt. Schaut jetzt Seven vs. Wild. So, und jetzt mache ich direkt eine neue Umfrage hinterher. Pass mal auf. Umfrage beenden. Ungefähr 60-40. Und jetzt möchte ich wissen. So, Umfrage starten. Schaut ihr oder habt ihr, ist jetzt völlig egal, schaut ihr Lego Masters? Master, ja, wahrscheinlich so. Fragt deine Community. Zack. Das würde mich jetzt interessieren. Ich würde fast drauf, ich sage jetzt nichts, sonst beeinflusse ich hier noch irgendwelche Ergebnisse der Umfrage. Im Moment steht noch ja 0% bei mir, perfekt. 66%. Hm. 67, ja, sowas. Bisschen mehr ist es tatsächlich. Also so nicht ganz 10% mehr, die sagen, ja, Lego Masters wird geschaut. Okay, aber der Punkt, worauf ich hinaus will, so, Umfrage können wir eigentlich auch beenden. Ja, Umfrage, ich lasse noch ein bisschen offen, ist ja völlig egal. Dafür, dass wir eine Lego-Community sind, finde ich
62% oder 67% im Verhältnis zu 60% oder was das war. Ja, was ist Lego Masters? Genau. Deshalb finde ich tatsächlich schon bei 66%, es wird gerade ein bisschen weniger, zu 60% ist das schon ein bisschen schwach für Lego Masters, dafür, dass es riesige Fernsehsendung ist, genau auf unsere Community bezogen, im Verhältnis zu irgendeiner Survival-Sendung, die jemand auf YouTube gestartet hat, die jetzt nichts im ersten Sinne mit unserer Community zu tun hat, oder? Also das finde ich schon witzig. Ach, 66%, nein, ich bin ja völlig lost. Habt ihr ja komplett recht. Ja, tatsächlich, das hat mich dann ja noch mehr bestätigt in dem, was ich eigentlich sagen wollte. Huch, einfach mal kurz drauf schauen, was da oben steht. Ja, perfekt. Ja, ihr habt absolut recht. So, ja, gut. Dann ist das ja klipp und klar. Ist das hier fast mittlerweile mehr YouTube-Community als Lego-Community. Also jetzt nicht, ihr wisst, was ich meine, aber so vom Ding her, weil wir halt alle auf diesem Medium YouTube unterwegs sind. Das ist das, was ich meine. Ja, kurz, absolut lost von mir. Absolut lost von mir. Also, was ich gerade mache. Jetzt wird es nämlich interessant, das habe ich mir überlegt. Ich würde hier ganz gerne, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz hier wieder das Ding öffnen. Ah, sehr gut, man sieht da eh alles. Anstatt, dass ich jetzt hier eine riesige Reihe geradeaus weiter, sag mal, wie viel Latenz hat das Ding denn bei mir? Ich muss mal ganz kurz aktualisieren, das ist ja unfassbar. Och, jetzt kommt wieder Werbung, weil ich nämlich, privat habe ich YouTube Premium, weil ich halt so viel auf YouTube bin nebenbei, dass sich das lohnt, aber auf dem nicht. So, jetzt pass mal auf. Anstatt, dass ich das Ding jetzt einfach gerade durchziehe, habe ich mir gedacht, wir bauen so kleine Stege raus. Und jetzt ist die Frage, machen wir das symmetrisch? Wechseln wir das irgendwie ab? Was ist jetzt hier sinnvoll? Also, das hier wäre jetzt, glaube ich, so, dass man da auch noch großen Schiff reinstellt. Wartet mal ganz kurz. Brauche ich das andere Schiff? Steht jetzt hier rum. Warte, ich bin gleich wieder da. Sekunde. Ja. So. Hey, hey. Oh, das bricht komplett auseinander. Das hat ja schon komplett seinen Geist aufgegeben hier. So. Wird hier schon reinpassen, so vom Ding her eigentlich, oder? Sollen wir die Dinger so einbauen? Was meint er? So, jetzt muss ich den Chat wieder öffnen. Nicht symmetrisch? Nee. Ja, also so einbauen, oder? Was meint er? Ja? Ja, passt. Dann machen wir das so. Weil dann können wir hier nämlich ohne weiteres die Schiffe reinsetzen. Oder vielleicht sogar hier außen. Oh, das könnte auch geil kommen, die so außen ran zu parken. Könnte man vielleicht noch zukünftig erweitern. Die Sache ist jetzt die, und das ist jetzt direkt meine nächste Frage an euch. Ich habe hier diese Reifendinger, die wir überall aufhängen. Machen wir die nur innen hin, also so hin, oder auch hier außen? Aber ich glaube, das könnte ein bisschen unruhig wirken. Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich mache die Reifen nur auf die Reihe hin und dann gucke ich mal, was hier draußen ist. Notfalls kann ich das noch offstream überarbeiten dann, wenn es wirklich jetzt nicht in Frage kommt. So, das machen wir kurz zur Seite. Jetzt muss ich eben ein paar Steine sortieren, bin gleich da. Einmal das hier. Das ist jetzt erstmal die Grundschicht. Und wir haben hier 1, 2, 3. Oh, jetzt ist die Frage, ob ich das symmetrisch zu dem mache. Ich muss mal was Neues abmessen, ganz kurz. Und zwar, hier wäre jetzt 6 Noppen ist immer Abstand zwischen den Dingern. Wenn ich jetzt 6 Noppen freilasse und hier das nächste Ding rausbaue, ich glaube, das sieht am besten aus. Wenn ich jetzt hier das Teil rausbaue, jetzt haben wir hier wieder 6 Noppen frei. 1, 2, 3. Dann kommt hier das Ding, was rausgesetzt ist. Nicht symmetrisch? Ich glaube nicht, dass es symmetrisch werden kann. Weil die Frage kommt, kann man was spenden? Ich habe die Donations an sich ausgeschaltet, weil ich nämlich ein schlechtes Gewissen hatte. Das letzte Mal gab es 2 Leute, die 100 Euro gespendet haben. Und da, das ist einfach zu viel, Leute. Und wie gesagt, das, was jetzt der Lego-Fan zum Beispiel macht, Geldfälscher abschließen. Kuss, Kuss, Kuss. Danke. Ich werde am Ende mich nochmal bei allen dann extra bedanken. Das ist das, was im Moment geht. Aber das ist halt so, dass ich da auch jetzt nicht ein schlechtes Gewissen habe. Das letzte Mal, das war wirklich teilweise zu viel. Und vor allem war ich nur damit beschäftigt, Donations vorzulesen. Deshalb haben wir heute so gemacht. Dann kann ich ganz entspannt, egal ob ihr Kanalmitglied seid, wie auch immer, hier im Chat das beantworten. Und danach machen wir nochmal extra Kanalmitglieder rein. Ist, glaube ich, besser. Lego Masters ist Mist. Huch. Ja, ich meine, es ist halt so ein bisschen auf dramatisch gemacht. Also, jedenfalls, 6 Noppen frei und dann in der Mitte das Ding raus. Dann haben wir nämlich gute Abstände zu den Teilen hier gewählt. Und jetzt bauen wir mal nämlich weiter.
Nein, ich kann die Donations nicht anmachen. Danke für das Angebot, aber wie gesagt, das passt alles im Moment. Es passt alles bestens. Es ist Ende des Jahres. Ende des Jahres läuft es auf YouTube nicht schlecht. Dann muss ich zugeben, und deshalb habe ich das auch ausgemacht. Ende des Jahres, wie gesagt, hoher CPM und was weiß ich alles. Und dann ist halt der englische Kanal im Moment, wo es gut abgegangen ist. Leute, ihr müsst jetzt nicht nur über das Thema reden. Danke natürlich an alle, die hier gerade reinzappen. Aber wie gesagt, alles bestens. Es funktioniert alles, sonst hätte ich das schon angemacht. Alles bestens, danke euch. Und wie gesagt, es hat noch einen großen Vorteil mit diesen Geldfälscher-Geschichten hier, mit den Kanalmitgliedschaften. Ihr könnt zumindest irgendwelche extra Subs machen, habt einen Lego-Stein in dem Namen. Da habt ihr irgendwas zumindest davon, wisst ihr, was ich meine? Oder ich poste hin und wieder mal was exklusiv und was weiß ich alles. So, das ist das Layout, würde ich sagen. Was meint ihr? Hier immer das Zeug, was raussteht. Da passt auch, ich nehme einfach jetzt das Schiff her. Zack, passt perfekt dazwischen. Genug Platz, glaube ich, hier so, um rein und raus zu fahren. Dann bauen wir das so ein. Oh, hier hinten haben es die Dinger runter. Das geht ja mal gar nicht. So. Dann muss ich jetzt... Ah, das muss ich aber abmessen. Das muss ich abmessen. Und vor allem müssen die eins weiter rausgehen. Die müssen bis hier gehen. Ich muss ganz kurz was abmessen und dann bin ich wieder... Dann bin ich wieder... Stege aus Holz. Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe es aber gerade eben ausprobiert. Ich fand den Braunton nicht geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, das sah ein bisschen zu unruhig aus. Würde, ja, Stege aus Holz. Zu gleichmäßig. Guter Grundriss. Ich könnte wieder Umfragen starten. So. Und jetzt muss ich das hier hinten auch nochmal abmessen. Zack, das kommt so hin. Zack. Ja. Und dann haben wir hier hinten das gleiche nochmal. Und das kommt dann hier hin und dahin. Ja, ich glaube, jetzt können wir das mit dem Grundriss einbauen. Oh, danke an die neuen Geldfälscher-Bosse und Geldfälscher und geschmierten Polizisten hier. Ich sehe es gerade immer so ein bisschen grün aufleuchten im Hintergrund. Kuss, kuss, kuss. Danke euch allen. Aber wie gesagt, fühlt euch bitte zu nichts gezwungen. Ich habe nicht umsonst die Donations ausgemacht. Habe ich die... Hast du deinen Schiffmock bereits auf YouTube hochgeladen? Ja, habe ich hochgeladen. Das Schiffmock ist auf YouTube hochgeladen, weil ich noch nicht geschafft habe, ist eine digitale Anleitung zu erstellen, damit wir das Ding dann einreichen können bei Ideas. Aber das wäre auch noch geplant, dass das irgendwann passiert. Aber ich komme halt im Moment mit nichts hinterher. Nee, englischer Kanal lohnt sich nicht. Lohnt sich überhaupt nicht. Ich lade wirklich alles einen Tag früher. Tofi direkt wieder im Discord promoten. Discord könnt ihr auch vorbeischauen. Streamlight online, genau. Nee, aber englischer Kanal lohnt sich gar nicht. Da gibt es nichts Neues, außer ihr seid neugierig, wollt mich Englisch hören, dann könnt ihr ganz kurz vorbeischauen. Freut euch und dann könnt ihr das wieder sein lassen. Weil ich lade alles zuerst auf dem Deutschen hoch und auch ausführlicher. Weil es halt einfach natürlich ist. Ne? Ich meine, Englisch ist nicht meine Muttersprache, sondern Deutsch. Von daher fällt mir es deutlich leichter, auf Deutsch hier die Sachen zu machen. Und ich streame dann ja auch auf Deutsch und nicht auf Englisch. Das hat schon alles seine Gründe. Ich habe Angst, dass ich hier gleich keine, hier die Dinger nicht mehr habe. Diese dunkelgrauen 1x2er. Ah, das ist fatal. Fusch am Bau, Leute. So, wartet mal kurz. Guck mal, ich bin ja vorbereitet. Direkt mit Teiletrenner am Start. Ich verstehe es nicht. Ich habe 3 Milliarden Teiletrenner, aber die verschwinden immer wieder. Ich studiere gar nichts mehr. Ich habe mal studiert. Wie das Museum läuft, ja, noch läuft es gar nicht. Also, wir bauen natürlich weiter fleißig um. Aktuell sind wir dabei mit meinem Bruder, der war ja auch schon mal kurz vertreten. Der kümmert sich aktuell um die Beleuchtung, Tag-Nacht-Phase. Und das ist eigentlich so ein Riesenpunkt. Wir müssen das Ding einbauen. Und dann wird wahrscheinlich der Umzug im Bereich Januar bis Februar kommen, würde ich schätzen. Mal schauen. Ende Januar wäre mir am liebsten, aber wie gesagt, da mache ich mir gar keinen Stress. Eröffnung ist sowieso Richtung Sommer irgendwie mal eingeplant. Natürlich nur im Kleinen. Ja, Stege aus Holz, weil ich es häufiger lese. Ich habe es ausprobiert. Glaubt mir, sieht nicht aus. Sieht nicht aus. Weil, und das kann ich auch begründen, ich habe hier braune Boote. Dadurch will ich den Kontrast reinbringen von Steg zu Booten, Schiffen und so weiter. Wenn ich jetzt allerdings braune Stege hätte, dann wäre das wieder so ein Braungemisch. Ich finde das geiler, wenn sich das stärker abhebt. Ich arbeite halt saugern mit solchen Kontrasten.
Deshalb ist das, glaube ich, sinnvoller so rum hier. Und jetzt werde ich im Hintergrund direkt anfangen, das Ding vorzubereiten. Jetzt kommt hier natürlich für die, was haben wir da drunter? 2 Bricks und 2 Plates waren es immer. Okay. Aber wobei, das kann ich auch dann gleich noch machen. Ich werde mal ganz kurz abmessen, wie das hier aussieht. Zack. Nee, das war's nicht. So rum ist es nämlich. Und dann müssen wir genau bis zur Kante gehen, dass ich nämlich hier keine... Da, ganz ehrlich, also hier, ihr passt auf, Chat. Wenn ich hier versehentlich diese Grenze überbaue, da, hier, Modulgrenze, nur, dass ich es im Moment verbunden habe, damit es nicht wackelt. Wenn ich das versehentlich überbaue, dann müsst ihr aber den Chat zuspammen mit Ausrufezeichen oder irgendwas, damit ich check, dass ich hier irgendwas überbaue und ich brauche die einzelnen Module. Wobei, es wäre jetzt kein großes Drama, aber wie gesagt, mir wäre es lieber, wenn das alles einzelne Module sind. Ob ich jemanden anstellen soll für den englischen Kanal? Nee, das mache ich schon selber. Es macht mir auch Spaß, Englisch zu reden, so ist nicht. Vor allem habe ich dann, ich habe ja angefangen, Englisch zu studieren. Jetzt habe ich wenigstens so im Hinterkopf, dass es nicht komplett umsonst war. Jetzt schon die Ausrufezeichen am Start. Ich habe noch nichts überbaut, Leute. Noch habe ich nichts überbaut. Nee, ich habe ja, wie gesagt, angefangen, Englisch zu studieren unter anderem, zusammen mit Geografie. Und jetzt ist das zumindest nicht ganz umsonst. Der Grund, warum ich hier solche Halbplate, Halbteile verwende, ist, dass die halt einfach viel günstiger sind. Die haben irgendwie so einen Cent gekostet. Und jetzt verwende ich die immer, wenn ich unten irgendwas aufstocken muss. Völlig in Ordnung. Hält ja. So, das Ding kommt so hin und dann haben wir da am Ende des Moduls das Ding. Das hier ist jetzt, ja, guck mal, dann machen wir das auch noch, damit alles schön zentral und symmetrisch ist, auch im Untergrund. Ja, es wird. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen. Ich kann es nicht einschätzen. Ich meine, ich habe alles vorbereitet. Sonst kommt halt dazu, dass ich parallel noch dabei bin, irgendwelche Sachen aus Kisten rauszusuchen. Aber ich habe halt, wie gesagt, diesmal ordentlich einen Tisch neben mir vorbereitet. Und deshalb hoffe ich jetzt einfach mal, dass das ohne gröbere Komplikationen hier durchläuft. Das war ja das Problem beim allerersten Stream damals. So, ich trinke mal eben einen Schluck Wasser. Mund wird schon wieder trocken. Ja, also ich bin nicht fürs Reden gemacht, ich sag's euch. Ist auch YouTube kein optimaler Beruf dann für. Na, warst du schon Skifahren? Die Antwort sage ich dir sehr gerne. Ja, war ich. Aber tatsächlich sehr schwach die Saison. Ich war erst 4-mal Skifahren. Also es gab Saisons vor YouTube noch, da hatte ich jetzt so meine ersten 30 Skitage drin. Und das ist natürlich sehr belastend. Das ist halt einfach, dass ich im Moment ja, zu viel in YouTube reinstecke. Und wie gesagt, das ist natürlich drüben auch nicht ganz günstig mit der anderen Location. Das heißt, es wäre jetzt gut, wenn das nicht ewig braucht, bis wir da öffnen können oder teilöffnen können. Das muss man ja sagen. Es wird ja nicht eine Vollöffnung sein, 24/7. 7 Tage die Woche genau, jeden Tag offen haben. Nee, sondern... Albert, was sind die Pläne für Silvester? Ja, das müssen wir mal schauen. Hängt davon ab, ob ihr was reserviert habt. Ich habe jetzt gelesen, einige schon... hier, würdest du bei Lego Masters mitmachen? Nee, mache ich nicht. Und ich kann euch sagen, warum. Zum einen bin ich Team YouTube und nicht Team Fernsehen. Nee, Quatsch, hat nichts damit zu tun. Ich glaube, Lego Masters sehe ich, also ich bin jetzt nicht ganz so kritisch gegenüber Lego Masters, wie ich jetzt die ganze Zeit tue. Aber das Ding ist halt, ich habe ja meine Plattform hier. Lego Masters ist, glaube ich, eine sehr, sehr geile Möglichkeit für Leute, irgendwie ihre Lego-Baufähigkeiten, was ja doch eine ziemlich krasse Nische ist, zur Show zu stellen. Und wieso soll ich mich da jetzt anmelden und einen Platz blockieren, wenn ich sowieso hier im Internet schon alles präsentieren kann, was ich baue? Dann lasse ich da lieber Leuten die Chance, die jetzt nicht schon so eine große Plattform haben wie ich. Kannst du mal dein Gesicht zeigen? Habe ich doch schon längst gemacht. Aber jetzt hier so auf Krampf Gesicht reinhalten, bringt nichts. Weil ich mache nämlich, das ist ein wichtiger Punkt, ich mache ja nebenbei Speedbild. Das heißt, dann wäre jetzt im Speedbild plötzlich mein Gesicht zu sehen. Ich meine hier, das ist ja Multitasking. Ihr werdet, wenn ihr jetzt den ganzen Stream durchhaltet, werdet ihr im nächsten Stadtupdate sehen, wie dann das hier in 30 Sekunden zusammengebaut wird, was wir jetzt hier über die nächsten paar Stunden vorbereiten. Naja, wahrscheinlich hängt das jetzt hier dran. Perfekt. So, das ist jetzt genau die Höhe, auf die jetzt das Ding kommt. Hier wird die Wand weiter hochgezogen. Jetzt gehen wir hier nach vorne.
jetzt wird's lustig, weil, jetzt mache ich das noch so, ich werde mir die Sachen hier nach vorne holen. Ob ich von YouTube leben kann? Ja, ja, natürlich. Mittlerweile geht das gut. Mittlerweile geht das gut. Aber wie gesagt, da kommt natürlich der englische Kanal dazu. Und man muss, und das ist ein riesiger Punkt, man muss so ein bisschen Erfahrung haben, wie das... Also ich meine, ich mache das jetzt noch nicht lang. Aber man muss so ein bisschen Erfahrung damit haben, was die YouTube-Geschichten, Einnahmen angeht. Weil wenn ich jetzt ein Video hochlade und das exakt gleiche Video mit den exakt gleichen Aufrufen, der exakt gleichen Länge, Watchtime, wie auch immer, nochmal im Januar poste, hat das Video ein Drittel an Umsatz gemacht, wie wenn ich es jetzt hochlade. Weil jetzt Weihnachtsphase ist und sehr viel Werbung geschaltet wird online. Und das sind halt Sachen, damit muss man, das muss man halt beachten, wenn man das Fulltime macht. Heißt auch, die Videos werden Anfang des Jahres, wenn man das jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, Minus machen. Weil, ist ja kein Geheimnis, was ich hier an Steinen reinpumpe, dass das alles nicht ganz günstig ist. Und das kann ich halt nur deshalb machen, weil dafür restliche Zeit so verhältnismäßig gut läuft. Und das dann wieder rausreißt. Also Januar, Februar machen die Videos Verlust. Gerade wenn ich jetzt den nur auf den deutschen Kanal das betrachtet sehe, ohne die englischen Einnahmen mitzusehen, dann würde da so Minus passieren. Das ist unfassbar. Aber wie gesagt, das ist ja insofern völlig egal, weil ich weiß ja, dass es sich dann wieder über die Jahre, über den Jahresverlauf stabilisiert. Dann macht ihr mal wieder ein Video auf Bob Story Plays. Ja, es ist leider so viel zu tun. Ich meine, die Let's Plays waren schon immer ganz lustig, aber jetzt mit Museum hat das halt Priorität. Das ist einfach, das muss man halt einfach sagen. Die Mods sind da aber mal richtig fleißig am Start. Ich glaube, Mods, ihr müsst nicht ganz so hart sein. Ihr müsst nicht ganz so hart sein. Die Mods räumen den halben Chat auf. Ja, absolut ehrenhaft. Ja, größter Weihnachtswunsch, Meter Schnee und ordentlich Powder. Das ist ganz eindeutig mein Wunsch. Ne, ich will Skifahren gehen. Das ist ja auch der Grund, warum ich im Moment so viel arbeite. Weil ich nämlich dann zumindest mal 2 Wochen bei meinen Eltern sein möchte. Die habe ich zuletzt im Sommer besucht. Und davor zuletzt in den Weihnachtsferien. Das heißt, 2-mal im Jahr Eltern besuchen muss dann schon ausgenutzt werden, dass ich dann nicht ewig am Arbeiten bin. Hast du schon die neuen Lego-Mond-Sets gesehen? Nee, habe ich nicht. Muss ich mir irgendwann anschauen. Das ist immer so witzig. Brick Story bekommt ja ganz oft irgendwelche unveröffentlichten Sachen zugeschickt, weil er ja im LAN Lego Ambassador Network Dingsbums drin ist und für Reviews Exemplare zugeschickt bekommt. Und dann stehen hier solche Sets dann teilweise rum, die noch kein Mensch auf dieser Welt außer irgendwelche Lego-Mitarbeiter gesehen haben. Und er freut sich dann immer drüber, wenn es mir nicht auffällt, dass das irgendwelche unveröffentlichten Avatar-Sets oder Star-Wars-Sets. Also, oh Junge, wüsstest du, was das gerade für ein Riesendeal ist, wenn Leute wissen, was damit los ist? Und mich juckt es halt einfach nicht. Kommen noch mehr Fischerboote in den Hafen? Yes, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, bei uns hat es seit 3 Jahren nicht mehr geschneit. Wo wohnst du denn? Das kann ja gar nicht sein, oder? So ein bisschen Schnee, so ein bisschen Schneeregen, schneemäßig. Muss doch fast immer kommen, irgendwo. Nee, aber das ist... Ich will einfach nur, dass es schneit im Winter. Der Rest ist mir absolut egal. Ich glaube an alle hier Kanalmitglieder, Geldfälscher und so weiter. Ihr könnt, wenn ihr diese 1-Monats-Nachricht reinschickt, ihr könnt was dazu schreiben. Dann kann ich auch irgendwas antworten. Das könnt ihr ja nutzen, weil die Nachricht schickt ja immer so ein bisschen hervor. Dann könnt ihr direkt eine Frage stellen oder irgendwas in die Richtung. Ja, Kamera ist so schlecht. Ich weiß ja, Leute. Aber ihr müsst am Handy schauen, das ist gut. Es liegt auch, glaube ich, dann eher an der Leitung. Warte, weil ich guck mal kurz in den Stream rein. So, was sagt die Kamera? Ja, es geht. Guckt's am Handy an oder macht das Bild kleiner. Dann wird die Qualität automatisch besser. So, das ist übrigens gerade voll der Vibe, wenn ich nebenbei den Stream offen habe und mir selbst beim Bauen zuschaue. So, warte, ich mach das mal zu, das ist ja absolut lost. So, neuer Geldfälscher-Boss am Start, herzlich willkommen. Live aus Belgien, oder was?
Ich sollte Heat sagen, jetzt habe ich Heat gesagt, bitte sehr. Ist die Stadt eigentlich versichert? Boah, Leute, diese Versicherungsthematik. Es gibt drei Sachen oder zwei Sachen, die mich richtig ankotzen. Steuern und Versicherung. Es gibt nichts, was ich mehr hasse. Ist wirklich, ich krieg so's Kotzen bei dem Thema. Auch jetzt gerade wieder. Und wenn ihr glaubt, Bürokratie in Deutschland ist schlimm, dann zieht man nach Österreich. Da ist alles noch viel, viel schlimmer. Das ist wirklich. Willst du Wellen reinmodellieren? Nee, im Hafen nicht. Im Hafen will ich wirklich stillstehendes Wasser haben. Und Wellen, es ist ja auch was Richtung Wellen geplant. Also, ich würde ganz gerne dann in der nächsten Location. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal. Nicht, dass ich das jetzt hier so hochbaue, dass ich irgendwas übersehe. Teilweise auf drei Plates Höhe hört das auf. Das heißt, hier ist Ende. Da muss ich wirklich aufpassen. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Ich baue mal lieber hier weiter rum, bevor ich das übersehe. Das könnte doch länger brauchen. Wenn ich jetzt gerade sehe, wie langsam wir hier bauen, obwohl ich wirklich nur am Bauen bin, kann auch ein bisschen brauchen. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau. Versicherung und hier Steuern und was weiß ich. Nee, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Das kotzt mich so an mittlerweile. Es gibt wirklich nichts, was ich mehr hasse, aber es gehört halt leider dazu. Dr. Wendikus, Geldfälscher-Boss am Start, damit ihr wisst, Dr. Wendikus. Früher in den guten alten Discord-Zeiten, wann war das? 2020 oder was? Als gerade Discord-Server gestartet wurde, wo wir dann immer Scribble-Runden gespielt haben nach den Video-Uploads. Gute alte Zeiten. Gute alte Zeiten waren das. Aber seitdem ist halt die Community auch krass gewachsen. Ich glaube, jetzt eine Scribble-Runde könnte man nicht mehr machen. Da wäre zu viel los. Ja, wann macht Brickstory sein Face-Reveal? Ich weiß es nicht, Leute. Aber ich glaube, da ist was geplant. Habe ich jetzt nicht zu viel verraten, wenn ich das sage, oder? Nee, habe ich nicht. Es könnte was geplant sein. Sagen wir mal so. Direkt liegen hier. Warum der Chat im langsamen Modus ist, kann ich euch sagen. Ich habe aktuell richtig harte Probleme mit Bots. Also so wirklich diese Check-out-my-profile-Bots sind aktuell wieder massiv in den Kommentaren unterwegs. Und die funktionieren so. Das ist eigentlich ja nicht ungeschickt aus bot-technischer Sicht. Ihr habt dann einfach einen ganz normalen Kommentar. Also, keine Ahnung, so ein Vorschlag, bau doch mal, häufigster Vorschlag, bau doch mal einen Flughafen. Schreibt jetzt ein Bot rein mit dem Profilnamen oder dem Namen und mit so einem, ja, Hintern am Profilfoto. Sehr freizügig immer. Und check out my profile heißt der Kanalname. Und es ist halt so, dass die wirklich einfach die Top-Kommentare übernehmen, die ihr geschrieben habt. Also ihr als normaler User schreibt einen Kommentar rein mit dem, was ich bauen soll oder mit einem Vorschlag, einer Idee, was ich abwandeln soll, wie auch immer. Und dann kommen diese Bots rein und kommentieren einfach den Kommentar, den ihr schon kommentiert habt. So, das klang jetzt ein bisschen lost, aber so ist es. Und dadurch checkt YouTube halt nicht, weil das ein legiter Kommentar ist, dass das halt einfach ein Bot ist. Und teilweise ist es dann so, die Kommentare sind gepostet vor 30 Sekunden und haben 80 Likes, was ja komplett unrealistisch ist. Das heißt, die Leute, oder was heißt die Leute, die Bots gehen dann mit anderen Bots drauf und liken ihren eigenen Kommentar hoch, damit der natürlich dann im Ranking nach oben kommt und normale Leute das sehen und dann unter Umständen auf dieses Check-out-my-profile-Ding klicken. Das heißt, ich bin jetzt immer dabei, die wunderbaren Check-out-my-profile-Kommentare schön rauszulöschen. Und deshalb habe ich zum einen, ja, diese Bots nerven so hart, 100% bei dir. Und deshalb habe ich jetzt zum einen eingestellt, dass man aktuell nur, wenn man 5 Minuten Abonnent ist, in den Chat schreiben kann, weil das heißt nämlich, dass diese Bots dann gar nicht reinschreiben können, weil die sind ja keine Abonnenten von meinem Kanal. Und die andere Sache ist, dass ich die 40-Sekunden-Regel eingeführt habe, dass man nur alle 40 Sekunden schreiben kann. Außer man ist Kanalmitglied, dann kann man so viel schreiben, wie man möchte. Und weil Bots werden auch keine Kanalmitglieder. Und sonst kommt alle her, Bots. Da habe ich auch kein Problem mit. Wenn die Bots Kanalmitglieder sind, alles easy. Nee, aber wie gesagt, ist ja ganz logisch, dass die dann keine Chance haben, reinzuschreiben. Deshalb habe ich diese 40-Sekunden-Regel drin und dass man abonniert haben muss und so weiter.
So, ich muss gerade ein bisschen darauf achten, dass ich dieses Dunkelgrün nach unten hin verstärke und dass es nach oben hin dann immer weniger wird, weil da kommt jetzt ja der Übergang, das ist ja quasi dieses veralkte, nasse, mudrige und nach oben hin wird das dann hellgrau und dann geht das so weiter, wie es hier ist. Und ich muss vor allem auch beachten, dass ich auf der richtigen Höhe diese Reifen einbaue. Warte mal ganz kurz, das ist eigentlich ein guter Punkt. Die Dinger sind nämlich zwei Plates hoch, das heißt, ich muss das beachten. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 und auf dem sechsten Ding ist es dann oben. Aber 5 über der Wasseroberfläche. Okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. So, wo ist die, da ist die Dingsgrenze. Hier muss ich aufpassen, dass ich nichts versehentlich überbaue, weil da nämlich die Module zusammenkommen. Kommen da, Delfine kommen rein. Ich habe hier sogar irgendwo Delfine hinten. Ich meine, letztes Video, was mit der Kathedrale passiert ist, mit der, weil ich habe den Kommentar nämlich auch gelesen, deshalb gehe ich gerade drauf ein. Die Kathedrale aus dem ersten Video, meinst du die? Die existiert nicht mehr. Da das Projekt wurde abgebrochen, weil die Kathedrale nämlich die Hälfte an Platz von meiner Stadt verbraucht hätte. Und dadurch, ja, war das halt dann keine Option mehr. Aber vielleicht kommt irgendwann eine Kathedrale. Ich habe im Moment vor, als nächstes Hochhäuser zu bauen. Für eine Themenwelt drüben. Ich habe ja immer mal wieder mit so einem... Ich brauche mal eben neue Steine. Wo habe ich die dunkelgrün? Da hinten. Ich habe ja immer mal wieder drüber nachgedacht, dass... Hi Bob, kann es sein, dass ein Kanal namens Brickcraft seine Videos auf Englisch hochlädt? Ja, das bin ich. Ich bin derjenige, der die Videos hochlädt. Nee, das war, ich glaube, mittlerweile spricht sich so langsam rum. Es kommen immer noch regelmäßig Kommentare rein, dass jemand meine Videos kopiert auf Englisch. Nur belastend, dass der Kanal, der meine Videos auf Englisch kopiert, mittlerweile schon mehr Abonnenten hat als hier der Kanal. Sad Life. Nee, jedenfalls, wo waren wir davor stehen geblieben? Guck mal, ich schweife wieder durch die Gegend. Ich muss mal beim Thema bleiben. Ich bin wirklich kein guter YouTuber. Das ist so. Kommt ein Flughafen in die neue Location. Ich habe zu lange auf die Frage gewartet. Das habe ich sie einmal vorgelesen. Mehr nicht. Okay, Achtung, Umfrage. Wollt ihr, ist wohl mit einem L geschrieben, perfekt, wollt ihr einen Flughafen? Ach nee, warte, jetzt habe ich das als den normalen Chat geschrieben. Ich will da eine Umfrage machen. Und jetzt werden wir mal ein für alle Mal. Achtung, Umfrage. Hä? Ach, ich habe noch die andere Umfrage offen. Oh mein Gott. Umfrage beenden. So. Ich wundere mich. Also das war, schau dir Lego Masters mit 4600 Stimmen. Ja, alles klar. So, Umfrage starten. Und direkt wieder eine gute alte Ja-Nein-Frage. Und zwar, kann ich da bitte eine Frage stellen? Zack. Wollt ihr einen Flughafen? Und fragt eine Community. Let's go. Jetzt entscheidet sich's, Leute. Jetzt entscheidet sich's. Wenn da jetzt 90% Ja kommen, dann ist, naja, dann muss ich einen Flughafen bauen. Dann führt halt auch kein Weg mehr dran vorbei. So, was haben wir hier? Ja, nee, ihr trollt doch, oder? Ihr trollt doch nur. Einfach 76% Ja. Hä, stimmt das? Oder zeigen wir es halt an? Oh je. Oh je. Nee, unter 90% geht da nichts, Leute. Unter 90% geht da gar nichts. Eieieiei. Tatsächlich, also das hat mich jetzt wirklich überrascht. Also der Flughafen, da muss ich jetzt echt sagen, das hat mich überrascht. Wisst ihr was? Wenn wir dann in 5 Jahren das nächste Mal umziehen, dann gibt es einen Flughafen. Aber jetzt, ich meine, wir haben zwar viel Platz, aber ich glaube, der viele Platz, den wir jetzt haben, ist auch schneller wieder weg, als mir lieb ist. Und deshalb, oh nee, ich vergesse die ganze Zeit Dings einzubauen. Und deshalb warte ich noch bis zur nächsten Location. Also übernächsten Location. Und da gibt es dann einen Flughafen. Oh, tatsächlich. Also der Flughafen, das fand ich jetzt echt, das hat mich jetzt überrascht. Vor allem, weil ich immer so Anti-Flughafen-Stimmung gemacht habe in den Videos, habe ich gedacht, dass niemand in der Flughafen juckt. Jeder Bock auf Flughafen. Ja, geil. Ja, warte mal ganz kurz. Kurz hier Stream-Qualität checken. Ja, es ist überschaubar. Es geht, es geht. Gute alte 720p. Fühlen wir uns ein paar Jahre zurückversetzt. Das ist Oldschool-YouTube, so wie es früher war. Ja, ich habe hier gerade vergessen, die Mauerwerksteine einzubauen. Deshalb reiße ich hier teilweise nochmal Sachen ab. Tut mir leid. Aber ganz ohne Mauersteine sieht es dann halt auch nicht aus. So. Das ist das, wenn ich zu viel auf den Chat eingehe, dann vergesse ich das.
Ich bin mal gespannt, wie das im Speedbild aussieht, wenn hier überall die Steine mal rumgammeln, weil hier wirklich alles rumliegt. Und ja, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, wie das dann aussieht. Zack. So. Ich glaube, passt. Flughafen jetzt nochmal unterstrichen als Geldfälscher-Nachricht. Als Geldfälscher-Boss-Nachricht. Ja, dann erst recht. Dann erst recht. Eieiei, ich sehe schon. Flughafen, es ist ein Thema, was mich verfolgt. Es verfolgt mich. Ich träume bestimmt davon jetzt die Nacht. Irgendwann wird es kommen, Leute. Irgendwann. Und wenn wir in keine Ahnung, 10 Jahren, wenn YouTube dann immer noch am Start ist, die Folge Flughafen Teil 1 starten und ihr jetzt schon dabei seid, dann erinnert euch an diesen Stream zurück, wo ich zum ersten Mal festgestellt habe, dass das Interesse ja doch leider höher ist, als ich gedacht habe. Eieiei. Aber ich habe übrigens, das habe ich nie im Video gezeigt, Experimente für die Mondbasis gemacht, für eine Hyperloop. Das Projekt habe ich mal. Was ist das denn jetzt? Wieso geht hier Siri an? Wieso ist Siri angegangen? Habt ihr es gehört? Hä? Aus nichts? Aus nichts ist Siri angegangen? Was war das denn jetzt? Das macht ja mal gar keinen Sinn gerade. Das Problem ist... Ah, ja, egal. Also, ich habe gerade wirklich kurz gedacht, wenn das jetzt im Stream passiert wäre, weil ich mit dem anderen Handy streame, dann wäre der Stream vorbei gewesen. Ich nehme auch das Wort nicht mehr in den Mund, wenn ich das jetzt zu oft sage, dass... Ihr wisst, was ich meine. Das, was mit S beginnt, was das iPhone triggert, loszulabern, dann ist vielleicht gleich der Stream zu Ende. Wenn das beim anderen Handy passiert wäre, dann wäre jetzt der Stream vorbei gewesen. Also, das war aber mal Close Call hier. Boah, okay. Ja, CIA hört den Stream mit, ich bin mir sicher. Ja, also das ist mir noch nie passiert. Ah. Warte, was ist da gerade passiert? Hat ein... Oh, ey, Corsa-Fahrer hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Oha, das ist aber mal ehrenhaft. Ja, danke dir. Und dann, wer auch immer das bekommen hat, kann sich auch freuen. Das habe ich auch nicht gewusst. Das ist aber auch neu, oder? Das gibt's noch nicht ewig. Das gibt's noch nicht ewig. Ja, danke auf jeden Fall für die Unterstützung. Sehr amüsant, was hier abgeht. Sehr amüsant. Ich traue mich gar nicht mehr über die... Ich darf es nicht aussprechen, weil sonst wird das vielleicht getriggert. Die Sprachsteuerung des iPhones zu reden. Stream doch lieber auf Twitch. Nee, mache ich nicht. Auch wenn es besser ist, ist mir völlig klar. Stream als Plattform, was Chat angeht und so weiter und so fort, auf jeden Fall besser. Aber ich habe halt hier meine Community. Deshalb wäre das ein bisschen sinnlos. Ich muss schon wieder Steine nachholen. Deshalb wäre das ein bisschen hart sinnlos, jetzt auf Twitch irgendwie rumzustreamen. Ah, vielleicht versteht er auch Stream als S... Naja, es macht auch keinen Sinn, warum der startet. Ich habe keine Ahnung. Absolut lost gewesen auf jeden Fall, dass der auf einmal angeht. Naja. Halb so wild. So, ich muss mehr Mauerwerksteine einbauen, fällt mir gerade wieder ein. Guck mal, ich komme hier ganz durcheinander mit den ganzen Sachen, die abgehen. So, wir sind immer noch bei Flughafen. So, Leute, Flughafen, jetzt bauen wir mal ein anderes Thema. Was wollt ihr noch haben? Außer Zoo und Flughafen. Nee, kein Twitch, ich weiß, mach mal nicht. Twitch bringt nichts, vor allem da müsste ich auch aktiver und häufiger für hier am Start sein. Das hat alles null Sinn und Zweck. Irgendwann vielleicht mal. Ist hier Tanzverbot? Was? Ist er am Start oder was im Chat? Nee, oder trollt ihr wieder nur? Ja, moin. Tanzverbot einfach am Start. Ich hab letztens, war ganz witzig. Erstmal hier Grüße. Letztens Tobi schickt mir so einen Screenshot von meinen neuesten Abonnenten, weil der Zugriff hat auf mein YouTube-Studio. Also, schau mal, Tanzverbot am Start. Ich so, ja, moin. Alles perfekt. Ja, das freut mich aber. Weihnachtsmarkt. Ja, ich mache auf jeden Fall hier
Weihnachtsfolge wird auf jeden Fall kommen. Soll ich leaken? Ach, ich leake jetzt mal ganz kurz was. Pass mal auf. Da bin ich gerade dabei vorzuproduzieren. Ich halte es nur ganz kurz rein. Ihr müsst jetzt pausieren. So, reicht schon wieder. So, es kommt schnell weg. Falls ihr es erkannt habt, erstmal schauen, was jetzt hier erkannt wurde im Chat. Ist für in 2 Folgen oder sowas. Gucke eure Videos gerne. Alter, das ist geil. Das freut mich. Das freut mich aber. Gondel. Ja, nee, Gondel war es nicht. Aber ich gebe euch recht. Jo, lol, eigentlich könnte es wie eine Gondel aussehen. Das bringt mich auf eine Idee. Ihr bringt mich noch auf Ideen. Ja, Straßenbahn ist es, genau. Es ist das erste Stück für die Straßenbahn. Aber ich muss noch gucken. Ich werde wahrscheinlich noch so ein zweites Modul dahinter setzen. Tobi, chill mal mit dem Discord hier. Tobi, übel am Spam. Skilift wäre schon... Also Skilift habe ich auch schon einige Male jetzt im Stream gelesen. Eigentlich könnte man ja wirklich ganz oben auf der Spitze vom Berg Skilift draufsetzen, oder? Was meint er? Ja. Aber das Ding ist halt... Ja, oder man macht gleich eine ganze Winterwelt. Das ist halt die Alternative. Das sieht alles nicht aus, was ich hier gerade baue. Die Alternative wäre halt, dass man sagt, komplette Winterwelt, dann hätte man halt einheitlich dieses weiße Thema durchgezogen. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht besser aussieht. Aber ansonsten, Schnee kommt ja auf jeden Fall auf die Bergspitze drauf, ist ja sowieso klar. Ob man jetzt da oben noch einen Skilift draufsetzt, wäre natürlich geil. Aber es ist halt insofern noch problematisch, weil nämlich der Maßstab da nicht passt. Ich könnte natürlich sagen, ich mache den Skilift komplett Microscale, verzichte auch auf Minifiguren oben, dann könnte ich mir das einreden lassen mit dem Skilift. Aber das Problem ist halt auch wieder, dann darf der Skilift nur oben sein, weil wenn ich eine Gondel habe, die vom Maßstab 1 zu 40 rauffährt auf, was haben wir da oben beim Berg? Deutlich kleiner halt, ich weiß nicht, was der Maßstab ist. Deutlich kleinerer Maßstab. Das muss man halt auch hinkriegen, dass es gut aussieht, bin ich mir nicht so sicher. Müssen wir mal schauen. Ein Stadion bauen, integriert in die Stadt, wird es schon geil kommen. Als eigenes Modell, boah, das müsste man dann wahrscheinlich in zwei Folgen abhandeln, sonst wird das auch langweilig. Das Ding ist halt, so spannend ist ein Stadion, glaube ich, nicht zu bauen. Und wenn man das dann im Minifigurenmaßstab macht, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das ist dann das, was es interessant machen würde, wenn man da rein, da irgendwie 1000 Minifiguren reinklatschen kann. Und selbst dann wäre es noch zu klein. Wie viele Leute passen in die Allianz Arena? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man jetzt, oder auch mal so mittelmäßig große Stadien baut, dann müssen ja irgendwie, keine Ahnung, 40.000 sowas um den Dreh Leute rein. 40.000 Minifiguren würde schon ordentlich Platz schlucken. Ordentlich. Vergiss die Poller am Hafenbecken nicht. Hier, so ist es. Die kommen gleich als nächstes drauf. Aber ist die Frage, ob ich erst, nee, wir machen erstmal das Ding fertig bis auf die Höhe, dann ziehen wir die Wasserfläche hier durch. Da, bei der Wasserfläche ist die Gefahr mit den... Oder, das könnte ich natürlich auch machen, ich überbaue einfach... Wisst ihr was? Ich glaube, ich überbaue einfach eiskalt hier die beiden Module mit den Tiles, weil das habe ich ja sowieso oben schon immer gemacht und das macht dann eigentlich auch keinen großen Unterschied mehr, oder? Das könnte ich eigentlich machen. Ja, das machen wir so. Das machen wir so. Strand kommt dann hintenrum ums Eck. In der nächsten Location, ich würde ganz gern den Hafen jetzt erstmal wegziehen sozusagen und dann das Ganze übergehen lassen in die Felswand und dann ist erstmal kein Wasser zu sehen und auf der anderen Seite einmal 90 Grad ums Eck rum, da können wir dann ohne weiteres das so machen, dass wir da auch so einen kleinen Strand haben. Aber es ist dann halt sehr nah dran an der Altstadt. Aber mein Gott, ich habe jetzt auch eine Felswand direkt über der Altstadt, also das ist alles kein Argument. Das ist alles kein Argument. So, ich brauche wieder neue... Boah, die dunkelgrünen Steine gehen aber auch bald aus. Dr. Wendikus auch zu den Discord-Rittern gezogen. So geil. Ja, ich erwähne es auch hin und wieder, Leute. Bei mir ist der Discord-Link immer ungültig. So, jetzt, Tobi, jetzt bist du aber mal beschäftigt. Hier nicht am Start mit dem Discord, mit dem richtigen Discord-Server, oder was? Das ist ein Freudenhaus, ja klar. Und dann ab 18 stellen das Video, oder? Das können wir natürlich machen.
Wie sieht es mit der Straße aus? Er befindet sich in Produktion. 60.000 bis 100.000 Figuren. Zack, rein in die. Ich nehme an, das bezieht sich gerade auf den. Auf ein Stadion, auf ein eventuelles. Schwimmbad wäre stark. Ja, aber ich weiß nicht, das schluckt wieder zu viel Platz und ist dann langweilig, oder? Ich meine, ich kann auch falsch liegen, aber ich würde dann lieber einen Strand bauen als Abschluss und da das dann quasi als Schwimmbad verwenden, anstatt jetzt so ein eigenes Freizeitbad, wie auch immer, schwimmbadmäßig da reinzubauen. Finde ich fast ein bisschen langweilig. Asiatischer Tempel, ich meine, so irgendwas Asiatisches wäre halt mal geil als neue Themenwelt, muss man mal sagen. Weil es ist was komplett Neues. Das ist der wahrscheinlich krasseste Kontrast, den man potenziell haben könnte zu einem Fachwerkdorf. Das würde schon geil kommen. Grüße aus Dänemark. Ja, ich habe immer wieder dänische Zuschauer hier gesehen. Versteht man in Dänemark Deutsch oder guckt ihr gerade einfach quasi auf Mute? Mach mal ein Kino. Ja, ich war ja am Überlegen, weil das Kino, also das Palace Cinema, ist ja so ein Lego-Set, hat mein Bruder damals beleuchtet. Und das ist ja wirklich, wirklich geil geworden. Und die eine Hälfte von mir will es wieder einbauen, wenn wir Beleuchtung in der Stadt haben. Aber auf der anderen Seite will ich halt wegkommen von Lego-Sets und eigentlich rein zu Mox. Deshalb bin ich mir so ein bisschen unsicher. Da, neuer Geldfälscher am Start. Danke dir. Autokino. Oha, das wäre ja mal witzig, oder? Wann wird Brickstory wieder bei Clash of Clans entsperrt? Also ganz kurz, damit man so ein bisschen ausschweift. Wir haben als Joke einen Clan gestartet damals und Brickstory wurde dann warum auch immer gebannt bei Clash of Clans für 30 Tage. Oh Mann, gute alte Clash of Clans Zeiten. Das haben wir, also früher haben wir da schon gut reingezockt. So vor der Schule, die Angriffe durchgeprügelt. Gute alte Zeiten. Da als noch so Rathaus 8 das höchste war. Ah. Park wäre toll. So, ich habe da hinten, wartet mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier nämlich wieder was vergesse. Da war mal stehen geblieben, das hatte ich erwähnt. Ausstellungsstücke fürs Museum, genau. Das war eine Frage, die häufig aufgekommen ist. Ob wir denn auch Ausstellungsstücke von Zuschauern bei uns zeigen. Und darauf hätte ich auf jeden Fall Bock. Also, das ist eingeplant. Ich weiß halt nur noch nicht, wie und wie groß und wo, welche Stückzahl und keine Ahnung, was wir machen. Aber es wäre ein Gedanke, dass wir eine Community-Ecke haben im Museum, wo dann ihr eure Sachen ausstellen könnt und dann meinetwegen für, ich habe keine Ahnung, was realistisch ist, für 3 Monate oder was. Im Gegenzug dafür, ich meine, Transport und alles zahlen wir, ihr kriegt dann irgendwie Modular Building dafür und das wäre halt eine geile Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken, in der wir halt sonst den Platz leer stehen haben. Ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz, ganz nice Sache. Containerhafen wäre cool. Ja, ich muss mal schauen, was die nächsten nicht nur Themenwelten sind, sondern Themenwelten innerhalb der Lego-Stadt. Also ich möchte das ja so thematisch machen. Wir haben jetzt diesen Altstadt-Flair und wir haben das Ländliche. Den ländlichen Bereich möchte ich noch ein bisschen erweitern und ins Eck rumziehen. Also wenn ihr jetzt den neuen Ort vor Augen habt, vor eurem inneren Auge, stellt euch vor, es geht jetzt links der ländliche Bereich weiter. Aber ich kann halt nicht 20 Quadratmeter ländlicher Bereich machen. Irgendwann wird das halt auch langweilig. Habt ihr irgendwelche Ideen, wie man das schön rübermodellieren könnte? Und zwar jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, hier das Fachwerkhaus steht und daneben ein Hochhaus raufgeht, sondern irgendeine schöne Möglichkeit, wie man das schaffen könnte, dann einen Übergang in eine Themenwelt, und zwar innerhalb der Lego-Stadt zu schaffen. Ich habe keine Ahnung. Ja, habe ich auch oft gesehen. Zoo lasse ich erstmal noch sein. Zoo kommt erstmal nicht so schnell. Ja, eine fette Burg, die kommt auf jeden Fall. Also, Burg ist eingeplant. Und zwar tatsächlich so, ich hatte ja drüber nachgedacht, eine Mittelalterwelt zu machen. Was ich stattdessen mache, ist, dass ich die... Ich lasse das hier nochmal liegen, weil jetzt kommt nämlich der Übergang. Was ich stattdessen mache, ist, dass ich anstatt einer reinen Ritterwelt, würde ich ganz gerne das haben, dass die Ritterburg integriert ist in die Stadt. Und dass man dann da
quasi so eine Art Freizeit, Ritterfest, wie hießen das? Festspiele da, irgendwelche Ritterfeste oder was auch immer hat. Ich glaube, das könnte noch ganz geil kommen. Da kann man auch mit der Ritterfiguren verwenden, also diese Minifiguren. So, und jetzt werde ich hier mal die nächste Farbe angehen. Ich glaube, das wird oben dann ein bisschen schneller gehen. Ihr werdet sehen, wenn ich jetzt gleich einfach nur blind hier die Translite Blue Tiles draufziehe, dann geht das deutlich schneller. Aber wir haben ja Zeit, oder? Uns stresst ja nichts. Uns stresst ja überhaupt nichts. Golfplatz. Oh mein Gott, darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Ein Golfplatz könnte ja übel geil aussehen. Wolfgang, herzlich willkommen als Geldfälscher. Hey, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Ein Golfplatz könnte richtig, richtig nice aussehen. Und vor allem dann als Übergang am Ende vom ländlichen Bereich und daneben kann man ja auch voll perfekt die Stadt machen. Das ist, hey, ja, Mann. Vor allem mit diesen Sandbänken. Ich kenne Golf nur von der Wii damals aus 2008. Aber das habe ich immer gern gespielt. Nee, aber das sah ja immer geil aus. Was heißt, sah immer geil, das sieht auch noch geil aus. Wenn man diese Sandbänke hat als starken Kontrast zwischendrin in diesem Grün, dass man dann mit Tan, habe ich hier irgendwo Farben rumstehen, hier wie beim Getreidefeld, da hat man den Kontrast ja so geil. Das gehört ja so gut beim Getreideplatz. Ey, das könnte ja voll nice kommen. Und auch mit so Wasserhindernissen und keine Ahnung was. Zu groß würde ich das nicht machen, weil irgendwann wird es langweilig. Aber so zwei, drei Golfbahnen oder wie auch immer man das sagt im Golffachjargon. Hey, ja, Mann. Das fühle ich aber, die Idee. Sehr nice Idee. So, ich hoffe, dass meine 1x1er hier, das ist nicht mehr viel. Ich hoffe, dass das Zeug reicht. Das wäre sonst ein bisschen sehr großer Flop. Sonst muss ich einfach die 1x2er verwenden und so reindrehen. Das ist dann die Schummelbauernlösung. Ja. Das Wort haben mein Bruder und ich entwickelt. Bauernlösung. Und wir haben das so oft verwendet, dass wir geglaubt haben, das wäre ein legites Wort. Aber es gibt es halt gar nicht. Und wir verwenden ständig das Wort Bauernlösung, wenn wir irgendwelche praktischen, zum Beispiel hier, die Fensterabdeckung haben wir als Bauernlösung bezeichnet. Es ist irgendwie billig gemacht, aber halt übel praktisch und irgendwie schon auch so ein bisschen intelligent, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen. Das ist so eine Wortkreation von uns. Ah. Wir schreiben morgen Klassenarbeit. Gibt es noch Klassenarbeit? Tatsächlich stimmt, Klassenarbeiten waren auch immer so einen Tag vor Weihnachten gefühlt noch gute alte Zeiten. Guck mal, da bin ich froh. Ich wäre ja eigentlich Lehrer geworden, wenn nicht YouTube dazwischen gekommen wäre. Sag ich ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da niemanden quälen muss mit so einer Englisch-Schularbeit am 22. Dezember oder sowas. Lösch die Umfrage. Jo, hast recht. Umfrage unnötig. Was waren die Umfrage überhaupt noch? Ah, genau, Flughafen, das war die Umfrage. Huch. Corsa-Fahrer schon wieder eine Kanalmitgliedschaft verschenkt. So, Umfrage beenden. Wieso kann ich da auf zum Kanal klicken bei mir? Also, das ist ja auch wieder sinnlos. Zack. Auch wieder komplette Bürgermeisterwahl mit am Start. Einkaufszentrum, weiß ich nicht so, was ich davon halten möchte. Also, ich weiß nicht. Einkaufszentrum finde ich so ein bisschen. Ich weiß nicht. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich selbst kein großer Einkaufszentrum-Fan bin. Ich finde es besser, wenn dann so Geschäfte einfach in Städten drin sind, sodass man durch die Stadt durchbaumeln kann. Baumeln, bummeln, das ist das Wort, was ich sage. Ja, alles klar. Dass man so durch die Stadt bummeln kann. Und dann hat man da halt die Geschäfte, anstatt dass man das alles in so einer riesigen Mall hat, dieses amerikanische Ding. Finde ich nicht ganz so nice. So, also ihr seht schon, hier auf der Rückseite sieht schon wieder ganz nice aus. Und jetzt muss ich vor allem gleich beachten, wie hoch das sein muss. Es waren 5. 1, 2, 3, 4. Was? Bin ich jetzt komplett lost? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, da muss noch eins drauf. Zack. Und jetzt kommt hier nämlich schon Dings drauf. Und hier machen wir genau das Gleiche. Ich werde das jetzt eben alles auf die Höhe bringen, weil sonst bin ich nämlich gleich verwirrt. Ich kenne mich ja. So, ich bin gleich wieder beim Chat. Es tut mir gerade leid, aber ich muss das eben hier abzählen, weil ich habe keinen Nerv, dass jetzt irgendwas hier verhaut wird. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ich zähle auch übrigens immer, das ist kein Witz jetzt, ich zähle immer laut, wenn ich selbst am Bauen bin. Ich bin immer laut am Zählen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir da. Wo ist ein Einser? Einser, da ist ein Einser.
Zack. So, das packen wir alles auf die Höhe rauf. Da können wir über diese wellenmäßigen Formen reinhauen. Hier drüben machen wir genau das Gleiche. Güterbahnhof. Ja, ist eingeplant. Und zwar in der Erweiterung für den ländlichen Bereich. 1, 2, 3, 4. Machen wir da das fünfte drauf. Schule fehlt, ja, ich weiß, aber ich weiß, ich habe im Moment nicht so Motivation, eine Uni oder eine Schule zu bauen. Irgendwann mache ich das bestimmt. So, ja, jetzt haben wir das mal abgeschlossen. Passt. Dann kann ich mich wieder um das hier kümmern. Da kommt jetzt die Frage, jetzt habe ich irgendwo, ich glaube, ich habe dazwischen eigentlich immer erst noch dunkelgrau gehabt. Also meine Überlegung, falls ich gerade hier irgendwie sinnloses Zeug schwafel, war, dass ich nicht von dunkelgrün direkt wechseln möchte auf hellgrau, sondern erst eine Zwischenschicht haben möchte mit dunkelgrau. Weil es nämlich dann ein bisschen schöner einfach aussieht, finde ich, in der Übergangsform. Das hier wird schon relativ weit rauf dann gehen, wenn ich das so mache. Heidetrenner. Rein da. Und nachdem ich jetzt hier wieder ein bisschen was verpasst habe, danke und herzlich willkommen an alle neuen Geldfälscher und geschmierten Polizisten und wie auch immer. Hast du das Wetter mitberechnet? Wasser soll ich mitberechnet haben? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Themenwelt als Filmkulisse? Ja, aber wenn, dann würde ich gern so filmkulissenmäßig was reinarbeiten, zum Beispiel auch wieder in die Themenwelt, Ritterwelt zum Beispiel. Dass man da quasi das dann so hat, dass gerade Herr der Ringe gedreht wird in der Burg und irgendeine Schlacht um Helms Kampf oder wie auch immer. Dann kann man nämlich da auch Herr der Ringe-Figuren verwenden oder sowas. Seid ihr eigentlich hyped auf das Herr der Ringe-Set, was angekündigt wurde? Das Lego-Set. Jetzt bin ich mal gespannt auf Chat. Das braucht noch. Es kommt einfach. Ich frage, ob ihr hyped seid und es kommt zu Fußballstadion. Ah, jetzt kommen die ersten Ja's rein. Jetzt kommen die ersten Ja's. Ja, ich muss sagen, Brick Story und ich haben beide die gleichen Bedenken. Und zwar, ja, Abstimmung mache ich dafür nicht, das passt auch so. Und zwar, ja, zu teuer, wie immer leider. Aber es, das Ding ist halt folgendes. Es wird ja aller Voraussicht nach, oder was die Gerüchte zuletzt hergegeben haben, wird, wie hieß es hier, wie heißt es auf Deutsch? Bruchteil wird es werden, genau. Bruchteil wird es ja werden, irgend so ein UCS-mäßiges Set. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mir schon irgendwie eher Schlacht um Helmsklamm, sowas in die Richtung gewünscht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Oder Minas Tirith. Aber Bruchteil weiß ich nicht so. Ich meine, die Erklärung wäre halt, Bruchteil kam halt in Hobbit und Herr der Ringe vor. Das heißt, man würde halt beide quasi, beide Fanlager, ich meine, das ist natürlich sehr übergreifend, aber man würde beide Fanlager trotzdem so ein bisschen mitnehmen. Deshalb weiß ich nicht, wahrscheinlich wird das der Hintergrundgedanke gewesen sein, aber so Helms Klamm wäre mir deutlich lieber gewesen. Weil wenn es ein Bruchteil wird, dann werden wir aller Voraussicht nach auch keine neuen Urukais oder Orks bekommen. Was ein bisschen schade ist. Die Serie war enttäuschend, ich habe sie bis jetzt noch nicht geschaut, weil ich nämlich keinen Prime habe. Aber wenn ich jetzt meine Eltern besuche, kann ich da Prime abgeiern von meinem Dad. Und dann werde ich endlich die Serie nachschauen. Aber ich habe auch schon gemischte Sachen drüber gehört. Aber ich will mich nicht zu viel von ablenken lassen. Weil ich glaube, es werden solche Sachen auch zu viel gehatet. Zum Beispiel hier der neue Indiana Jones Trailer. Habt ihr den schon gesehen? Muss ich wieder 10 Minuten warten, weil diese Latenz drin ist von 10 Jahren. Übrigens, über uns wird gerade gesaugt, falls man da irgendwelche Hintergrundgeräusche hört. Kommt, nee, habt ihr noch nicht gesehen? Nee. Okay, tatsächlich nicht. Hatte ich gedacht, könnte deshalb ein Thema sein, weil es ja auch mal Indiana Jones Sets gab. Ja, schon gesehen. Also gerade bei dem englischen Trailer wurde es halt wieder so zu Tode gehatet und ich weiß nicht, noch kann man ja nichts beurteilen. Das war, glaube ich, bei der Herr-der-Ringe-Serie ja genau das Gleiche. Die Leute hacken jetzt einfach drauf rum auf alten Sachen, die sie gut in Erinnerung haben wollen. Formel-1-Strecke sehe ich gerade, mehrmals sogar.
Sollen wir auf Miniaturwunderland fahrende Formel-1-Strecke bauen? Nee, auf gar keinen Fall. Das tue ich mir nicht an. Das überlasse ich den Jungs. Aber, keine Ahnung, so eine stehende Formel-1-Strecke wäre halt langweilig, oder? Was meint ihr? Und dann, was wäre die Alternative mit Carrera? Da gibt es jetzt ja Carrera-Lego-mäßig oder halt Carrera-Klemmbaustein. Gab es jetzt ja so eine Geschichte. Gut, das könnte man machen. Ist das hier die letzte Schicht oder kommt da noch was drauf? Nee, ist die letzte Schicht hier. Nice! Ich werde mich direkt hier rumarbeiten, weil das ist ja schnell erledigt. Man könnte halt mit so einer Carrera-Bahn sozusagen das machen. Aber ich glaube, dann hätte man immer diese Metallrillen da drin. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. So, warte. Hallo Markus. Das muss ich jetzt eben lesen. Da ja Lego bauen dein Beruf ist, würdest du mir zustimmen, dass Skitouren gehen das süchtig machendste Hobby ist? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Aber ich muss tatsächlich sagen, und ich glaube, das kommt mit dem Alter. Skitouren gehen ist bei mir nur dann so richtig ganz oben Prio, wenn geiler Schnee ist und ich Gebiete erreichen kann, die du sonst nicht erreichst über Lifte. Zum Beispiel, weil ja so oft Skigebiet und Seilbahn drin steht. Ich gehe gleich nochmal auf das Thema ein, das scheint ja relativ groß zu sein. Ich verstehe nicht Leute, die Skitouren gehen auf einer Piste. Macht für mich null Sinn. Wieso würdest du, ich zum Üben, okay, passt. Aber ich brauche dann halt auch so Gelände, was ich sonst nicht erreichen kann. Sonst ist das irgendwie langweilig. Ja, also Gondel, tatsächlich, ich finde das so witzig. Ich habe ja, ich halte es nochmal kurz rein. Das ist ja noch nicht fertig designt. Das ist ja die Tram. Aber so ein bisschen, ja okay, das hält nicht gescheit, aber so ein bisschen wie eine Gondel hier. Shit. Leute, jetzt sieht das Ding aus wie eine Gondel. Was soll das denn? Oh Mann. Ja, aber es wäre eh zu groß für eine Gondel. Eieiei. Einfach eine Tram gebaut, die aussieht wie eine Gondel. Ja moin. Kirche mit Hochzeit. Ist da nicht drüben eine Hochzeit? Doch, wir haben schon eine Hochzeit. Und auch eine Kirche. Okay, ist fast eher eine Kapelle, ja gut. Im ländlichen Bereich, aber Hochzeit ist dabei. Ich brauche neue Steine. Und die 1x1er werden wir heute noch sowas von ausgehen. Aber ja. Eieiei. Die werden wir noch hundertprozentig ausgehen. Na, mal schauen. Wir bauen es einfach weiter. Gleich kommt übrigens der zufriedenstellende Part, wenn wir hier die Dinger draufsetzen. Warte mal. Dann passt alles. Boah, ich habe gerade kurz gedacht. Aber ne, es passt alles. Alles bestens. Alles bestens. Und bevor ich es jetzt irgendwie noch vermassel, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Zack, alles drauf. Und ich zähle nochmal ab. Sicherheitshalber. Eins, zwei. Passt alles. Alles easy. Hast du einen Adventskalender? Nee, habe ich nicht mehr. Aber früher Lego-Adventskalender immer beste gewesen. Vor der Schule schnell noch den Lego-Adventskalender geöffnet und dann auf Krampf noch den Schulbus genommen. Zeppelin, ist das jetzt als Ding? Wäre mega. Ja, okay, das war als Bauvorschlag gemeint. Ja, sollen wir einen Zeppelin bauen? Ist halt die Frage, ob wir den rein Brick-Build machen oder ob man da irgendwie stoffmäßig was mit dazu nimmt. Aber würde schon ganz nice kommen, glaube ich. Ah, ist fast ein bisschen zu weit unten, das Dunkel, das Hellgrau hier an der Stelle. Weiß ich nicht so. Das gefällt mir eigentlich nicht. Das gefällt mir gar nicht. Und ich bin hier natürlich immer dabei, ist aber sowieso klar, die immer so zu versetzen, die Teile. Aber das Problem ist, nachdem ich jetzt hier die 1x1er nicht mehr habe, ist es die Frage, wie oft ich das immer verschieben kann, um eine Noppen. Naja, aber wir nähern uns dem Zeitpunkt, so, wir machen erstmal hier voll Konzentration, wir nähern uns dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gleich die Dinger hier draufsetzen können, das ist immer super zufriedenstellend, sowas. Und ich glaube, man bekommt ja auch mal so ein bisschen Gefühl davon, dafür, wie lang das sonst immer braucht. Und wie gesagt, das ist ja alles durchgeplant, das heißt, geht ein bisschen schneller, aber sonst braucht das immer schon so seine Zeit hier. Wir können übrigens, weil das Thema Holzstege ja gerade eben angesprochen wurde, nachdem ich jetzt hier aktuell solche Betonklötze raussetze,
Ich weiß nicht, ob wir hier außen nicht vielleicht Reifen dazu bauen. Das muss ich direkt dazu sagen. Ich glaube, hier außen müssen Reifen, sonst sieht das nicht aus. Aber habe ich noch die Dinger übrig? Ja, wahrscheinlich schon. Das probieren wir sonst am Ende nochmal aus, ob man nicht vielleicht hier wirklich. Oder mache ich es direkt? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt gleich, das Thema. Vielleicht kommen hier außen solche Reifen dran. Ich glaube, es könnte gut aussehen. Weil mir das nämlich im Moment noch nicht so hundertprozentig gefällt. So, jetzt schließen wir das schnell ab. Oh, ihr könnt jetzt hier gerne Fragen reinhauen im Chat. Wir sind jetzt, das ist gerade jetzt die Chatgeschwindigkeit, wo ich lesen kann, nachdem sich das ein bisschen beruhigt hat. Und zwar nicht Bauvorschläge. Magnetschwebebahn, da. Sind wir schon wieder auf Bauvorschlägen unterwegs. Aber Magnetschwebebahn ist geil. Hätte ich schon Bock drauf. Wirst du öfter streamen? Ich muss schauen. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie es gerade reinpasst, ob ich das streamen kann. Weil hier weiß ich, was ich mache. Das ist ja eine Sache, die ist Blueprint quasi vorgearbeitet. Ich weiß hier genau, was Sache ist. Hier kann ich ohne weiteres bauen, ohne großartig nachzudenken. Das sieht anders aus, wenn ich jetzt eine Tram designe. Da muss ich ständig in Kisten rumwühlen. Das ist laut, da könnte ich nicht bei reden. Da wäre es natürlich dann eine Sache, die ich nicht mitstreamen könnte. Das hängt wirklich davon ab, bietet sich das an zu streamen oder nicht. Ganz einfache Geschichte, aber an sich, ich meine, macht mir gerade Spaß hier. Kommen noch mehr Züge, ist eingeplant. Ist eingeplant, aber vor allem dann in der nächsten Location. Ich bin ja auch schon mal überlegen, die Wand, die ich jetzt gerade baue, durchzubrechen. Huch. Ich baue hier einen Mauerstein ein, sonst wird mir das zu langweilig. Das gehört dazu, muss ich leider noch mal kurz abreißen. Aber die Wand, die ich jetzt ja hochgezogen habe mit meinem Bruder und Patrick, da wird voraussichtlich ein Wanddurchbruch reinkommen und dahinter ein Schattenbahnhof. Ich glaube, ist geil, oder? Ah, neuer geschmierter Polizist am Start. Herzlich willkommen. Podcast als Stichwort. Ja, ich meine, so ein Livestream ist ja quasi Podcast. Es wäre natürlich geiler, das gebe ich zu, wenn man jetzt hier das Ganze noch mit jemand anderem machen würde. Stichwort Brick Story, aber der ist gerade noch unterwegs. Aber an sich würde ich das eher kombinieren mit einem Livestream, als jetzt einen reinen Podcast zu machen, weil ich nämlich auch nicht weiß, worüber ich sonst labern soll. Also ich wüsste jetzt nicht, was soll man machen. Sollen wir Finanzpodcast öffnen? Oder aktuelle Aktienkurse besprechen, Leute? Oder noch besser, ich habe ja, ich kriege ja im Moment so viele, die ganzen, gerade auf dem englischen Kanal ist das extrem, Produktplatzierungsanfragen, die halt so unseriös sind, irgendwelche Kryptowährungen und was weiß ich. Jungs, lasst einfach einen Klemmbaustein Kryptocoin öffnen. Bau doch ein. Ach so, ein Rangierlok soll das sein. Ja, muss ich machen. Das kommt dann im Zuge mit, ja, Zuge Stichwort. Das kommt dann im Zuge mit dem Güterbahnhof, der eingeplant ist. Also ihr seht, da anhand dessen, dass ich gerade wieder Sachen abbaue, dass ich natürlich mal wieder was vergessen habe, und zwar in dem Fall die Mauerwerksteine hier reinzubauen, weil das muss halt einfach wieder sein. Hast du den Alarm mitgekriegt? Nee, ich habe keinen Alarm mitgekriegt. Sie geklingelt oder was? Bin ich einfach los. Eine Feuerwehr. Leute, ich bin dabei, nebenbei die Feuerwehrstation zu bauen, aber ich weiß noch nicht, wo sie hinkommt. Feuerwehrstation ist eigentlich ja vom alten Layout noch so ein bisschen quasi durchdesignt aufgebaut, wie auch immer. Aber ich weiß halt einfach nicht, wo ich die gescheit hier platzieren soll. Gerade dadurch, dass es wieder so ein Kastengebäude ist, fällt es mir unglaublich schwierig, die hier zu platzieren. Das heißt, entweder ich werde das Ding nochmal umbauen auf so ein Eckgebäude oder, naja, müssen halt was anderes machen. Die Frage, ob ich ein Instrument spiele, kam wieder sehr oft. Ja, Geige spiele ich. Ach, heute um 11 Uhr soll ich das mitbekommen haben. Soll ich euch was sagen? Und das ist jetzt kein Witz. Um 11 Uhr habe ich noch gepennt. YouTuber-Lifestyle. Ne, ich habe gestern nämlich noch bis 4:30 in der Früh die Tram vorbereitet und weitergebaut, weil ich ja, wie gesagt, aktuell so ein bisschen am Video vorproduzieren bin. Da habe ich halt einfach gepennt heute Morgen. Und das habe ich dann anscheinend einfach mal nicht mitbekommen. Raketenstart in Verbindung mit der Mondbasis wäre geil, ja. Aber es ist halt wieder die Frage, das wäre halt nice, wenn man das mit so einem
amerikanischen Segment an Lego-Stadt verbinden kann oder amerikanische Themenwelt oder wie auch immer, weil halt hier jetzt nicht aus dem Fachwerkdorf die Raketen gestartet werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Könnte man natürlich bauen, aber ich glaube, es würde auch einfach besser passen. Ja, das wäre schon... Also, diese Raketenstartgeschichte hätte ich auch Bock drauf. Und vor allem auch mit so Nebelmaschine als Rauch. Boah, das wäre schon geil, oder? Ah, dieses Klackern ist auch gut, wenn ich aber mal nichts sage. Das können wir ja demnächst mal machen. So ein Stream, wo ich einfach da sitze und einfach nur baue. Und man hört das Klackern von den Steinen. Konzerthaus. Aber dann im Querschnitt, sodass es offen ist. Da bin ich sowieso noch am Überlegen. Och nee, ich muss wieder Mauerwerksteine einbauen. Sieht das so kahl aus hier. So im Querschnitt, dass ich... Ey, ich habe sogar letztens... Ich spring wieder. Aber ich habe sogar letztens, ich glaube, 40 Lego-Geigen bestellt. Weil ich nämlich eigentlich wirklich ein Orchester bauen wollte, also konzerthallenmäßiges Ding. Auch in Hintergrundgedanken mit einem Soundmodul für das Museum. Ich meine, das bringt für die Videos relativ wenig, aber dass wenn man dann vor Ort ist, läuft da Musik aus der Ecke, wo das Konzerthaus eingebaut ist. Ja, schon nice. Und ein Open-Air-Konzert, weil ich das gerade sehe, das wäre natürlich insofern eine gute Idee, weil man dann natürlich auch perfekt... Minifiguren von euch einbauen könnte. Wenn das jetzt so ein Open-Air-Konzert ist, was da stattfindet, da muss ich nochmal ein bisschen was variieren, dann könnte man unglaublich gut das so machen, dass ihr Minifiguren mitbringt und die dann einfach dauerhaft in der Stadt einbaut und die stehen alle auf dem Open-Air-Konzert, sodass man die immer sehen kann. Weil ja immer wieder die Frage kommt, ob man Minifiguren bei mir in die Stadt reinstellen kann. Aber das wäre halt, oder so ein Festival, genau. Das wäre halt echt eine nice Kombination mit dieser Idee, dass man irgendwelche Community-Figuren einbaut. Elbphilharmonie nachbauen. Ich glaube, die ist so ziemlich das Rundeste, was es geht von der Fassade her. Das wird schon, glaube ich, ordentlich schwierig aus Lego zu bauen. Also realistisch aus Lego zu bauen. Wo sind die Steine? Ey, aber wenn ich jetzt hier sehe, wie leer gerade die unteren Teile schon werden, wir brettern wieder durch die Steine. Ob ich Microscale oder irgendwas... Finanzamt, worin habt ihr das Geld investiert? Was in? Rohöl erzeugen sie ja, genau. Nee, in Lego. So schaut's aus. Bitte, wir sind doch hier. Es klingt so brutal, wenn man das sagt. Aber ja, an sich gebe ich dir recht. Wird alles. Ich investiere in Ölcompanies. Eigentlich nicht gerade das. Nicht gerade das Beste. Aber ich meine, wir schmeißen das Lego ja nicht weg, oder? So ist es doch. Und deshalb alles. Vollstens umweltfreundlich, was wir machen. Also wir als Klemmbaustein-Leute, umweltfreundlichstes Hobby, was geht. Gerade jetzt mit Pappkartons und so weiter. Na, ich bin ja mal gespannt, was aus diesen Projekten geworden ist. Wie zum Beispiel, das war damals bei diesen Pflanzen aus Pflanzen oder wie dieses Ding hieß von Lego, wo die ja angeblich Zuckerrohr verwendet haben, um Legosteine zu pressen. Und da hat man keinen Unterschied gemerkt. Also hat man überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Und das wäre dann halt so das Long-Term Sustainable Lego-Bauen. Exo, herzlich willkommen. Also wie gesagt, wenn ich gerade in den Chat reinschaue, dann kann ich das auch mal gut vorlesen. In der Lego-Stadt Lego-Raumschiff-Flughafen. Das wäre dann die Kombination. Ja, oder das können wir eigentlich machen. Wenn wir irgendwann einen Flughafen bauen, nachdem ja irgendwie fast 80% von euch dafür waren, könnte man theoretisch mit dem Flughafen doch relativ gut eine Raketenplattform kombinieren. Was meint er? Weil alles andere, das braucht halt dann wieder so viel Platz. So, jetzt, das ist jetzt hier großes Finale, was ich hier gerade rüberziehe. Gleich sind wir durch. Und dann können wir nämlich die großen Plates draufsetzen. Wieso hält das nicht gescheit? So. Und ihr seht, glaube ich, schon, dass ich ein bisschen sparsamer werde mit meinen 1x1er-Teils, weil ich echt Angst habe, dass mir die Teile irgendwann ausgehen. Ja, schon, oder? Die Kombination Raketenplattform ist, glaube ich, ganz nice mit Flughafen. Aber ist halt die Frage, wann man das macht. Erstmal noch nicht. Irgendwann dann. Das Ding ist halt, wir müssen mal schauen, wie lange. Ich kann auch nicht einschätzen, wie lange wir jetzt
mit dem Platz auskommen, den wir haben. Also ich würde es mal vermuten, für 4 bis 5 Jahre wird das reichen. Und dann muss man ja sowieso nochmal gucken, wie läuft das? Wie läuft YouTube? Weil YouTube ist immer noch ein großer Punkt. Wie hoch ist das Interesse an was auch immer, an allem, was wir machen? Und ich glaube, ich werde das von unten nochmal unterstützen hier. Und dann muss man halt einfach schauen, kann man das Projekt noch weiter durchspinnen? Oder was ist dann los? Ich glaube, das bringt jetzt auch nichts, zu viel hier zu planen im Vorhinein. Das geht sich nicht aus. Perfekt. Aber ihr seht gerade, was ich mache. Und zwar unterstütze ich die Dinger, weil die sonst hier hinten, ihr seht es, wegbrechen würden. Baue ich hier drunter schnell nochmal 2 solche. Ist ja völlig egal, wie die ausgerichtet sind. Und dann ist es ein bisschen stabiler. Hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Ist aber jetzt auch völlig egal. Und wenn wir das erledigt haben, dann können wir die große Schicht hier draufziehen. Da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Das sind immer solche Zwischenetappen oder Etappenziele oder wie auch immer, die super zufriedenstellend sind. Zack, dann machen wir das gleiche nochmal drunter und dann hält der Spaß nämlich wenigstens. So, und jetzt, aber dazu werde ich hier davor aufräumen, weil sonst ist das nämlich ein bisschen wasted. Seid ihr ready? Machen wir das kurz zur Seite hier. Zack, 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 zack. Alles hier hingemüllt. Das wird jetzt gleich wieder so chaotisch aussehen. Weg mit dem Zeug. Das müssen wir sowieso freiräumen, weil hier gleich ja die Trans Light Blue Tiles draufkommen. Und ist was runtergefallen. Und dann, wenn ihr wüsstet, wie es bei mir aussieht, wenn ich gerade baue und Speed bilde, fällt mir ständig was runter. Aber anstatt, dass ich dann immer mich runterbücke, lasse ich das einfach liegen. Am Ende von meinen Videos sieht es immer aus. Ey, das ist unfassbar. Ja, ich baue mir Hochhäuser. So, und jetzt genießt einfach hier den Moment. Genießt einfach den Moment mit mir. Ah, ist das nicht herrlich. Ist das nicht herrlich, Leute. Bin einfach ganz still jetzt. Achtung. So zufriedenstellend. So zufriedenstellend. Das ist immer wieder schön, wenn man diese letzten Bauabschnitte von irgendwas macht. Wenn das jetzt eine Anleitung wäre, wäre hier nämlich das eine Buch zu Ende und dann wird es im nächsten Buch weitergehen. Die U-Bahn-Station vom alten Layout kommt, hundertprozentig. Hundertprozentig. Vielleicht sogar noch ein bisschen upgegradet. Die ist ja schon komplett durchbeleuchtet. Die steht ja jetzt seit 2 Jahren hier unten drunter unter der Platte und wartet ja nur drauf, weiterverwendet zu werden. Und das kann ich euch versprechen, wird sie auch auf jeden Fall. So, was meint er? Sieht schon nicht so schlecht aus, oder? Wir machen weiter. Und zwar hiermit. Jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig los. Reicht das? Ja, wird das erste reichen. So. Und jetzt habe ich halt das große Problem. Ich muss parallel noch diese Dinger rausholen, das sind ja die Blubberblasen, der Wellengang, der ja Richtung hier Steg kommt. Ist ja kein richtiger Steg, nennt man das so? Richtung Hafen kommt oder sowas. Naja, und jetzt, ich glaube, das seht ihr nicht, wartet mal ganz kurz, dann werde ich mich schnell hier rumarbeiten. Ja, das ist natürlich ungeschickt. Wisst ihr was, ich werde mal ganz schnell mich hier hinten durcharbeiten, damit wir das erledigt haben. Und dann können wir nämlich gleich, ich bin jetzt wirklich schnell, ist immer lustig, bei den Trans Light Blue Tiles hat man teilweise, das ist immer so, wie nennt man das hier, das kondensiert immer so auf der Innenseite, das ist immer so beschlagen, das ist das Wort, was ich gesucht habe, wenn man das aufbaut. Na, hin und wieder leckt es, ja, ich sehe es, ach, das ist ja lästig, das ist ja lästig. Aber wieder. Corsa-Fahrer verschenkt hier schon wieder Subs, Junge. Danke dir, aber wirklich, muss nicht sein. Ihr könnt einfach chillen und den Stream genießen. Alles bestens, aber danke dir natürlich trotzdem. So. Ich bin gleich da, wo ihr wieder sehen könnt. Tut mir leid, aber das halte ich innerlich nicht aus, dass ich das jetzt übrig lasse für nach dem Stream oder was weiß ich. Das muss ich hier eben weiter rumziehen, sonst werde ich komplett wahnsinnig dabei. Ich glaube, ihr werdet das nachvollziehen können. Vor allem muss ich euch ja am Ende des Streams auch zeigen, wie das hier vollständig aussieht. Von daher, so, ich bin gleich da. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Zack.
Lucky, alter Ehrenmann für das Geschenk. Hat gerade vom Corsa-Fahrer die Kanalmitgliedschaft geschenkt bekommen. Ah. So, jetzt könnt ihr auch mitschauen. Alles easy. Und jetzt werde ich nämlich vor allem auch erstmal mich darum kümmern, dass hier solche Blubberblasen rumkommen. Das kommt ja, wie gesagt, Richtung Gemäuer hin, wo das Zeug bricht. Aber wisst ihr was, wir können jetzt eigentlich mal eben was nachschauen. Wir haben ja hier überall Reifen hängen gleich. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht. Hier Reifen, ja oder nein? Was meint ihr? Jetzt muss ich wieder 10 Stunden warten auf die Latenz vom Stream. Aber was meint er? Braucht noch ein bisschen? Ja, erstes Jahr kommt. Ja, schon, oder? Passt, also das ist ziemlich eindeutig. Da muss ich auch gar keine Umfrage starten. Das sind ja nur Ja's. Ich werde nochmal ganz kurz, das haben wir jetzt aber ruckzuck erledigt. Ich werde ganz kurz das Ding hier abbauen. Jetzt werde ich da das Ding reinsetzen. Und das sind ja nur 2 kleine Sachen, die wir hier machen müssen. Das Ding muss ich nochmal kurz... Oh je, da muss ich irgendwie runterkommen. Aufhebeln. So. 1, 2, 3, 4, 5. Auf die Höhe muss das Ding hin. Oh, ich könnte natürlich auch... Das ist wahrscheinlich besser. Das spart Zeit. Was meint ihr? So, passt mal auf. Jetzt, da muss ich vielleicht doch eine Umfrage machen. Ja, es ist ganz eindeutig ja. Also da muss ich auch gar nicht erst irgendwelche Umfragen starten. Sehr gut. Würdet ihr vorschlagen, so wie hier das einzubauen, dass das Plan ist? Oder würdet ihr sagen, einmal noch, und das mache ich jetzt mal so provisorisch ganz kurz hier vorne irgendwo, hier sozusagen natürlich so, dass es passt, davor einen Noppen rausgehen und dann hierauf das Ding setzen, so wie es hier ist quasi. Möglichkeit 1 oder 2, also 1 oder 2 einfach mal in den Chat rein. Mehr brauche ich nicht. 1, 2, 2, 2, schon eher 2, oder? Belastend. 2 sieht wahrscheinlich besser aus. Ja, es ist 2, passt. Ich habe gehofft, dass ihr auch für 1 seid. Ich bin auch für 2, aber 1 wäre halt einfach 10-mal schneller gewesen. Okay, wir machen's. Haben wir ja sofort erledigt hier. Ist ja gar kein Stress. Das ist jetzt, ich zähle auch direkt live mit, weil dann habe ich keinen Stress mehr. Wo sind die grünen Dinger? Da sind die grünen Dinger. Da kommt natürlich wieder das Modrige unten hin. Ah, ja, da hat sich wieder ein 1x1er verabschiedet. Umfrage, nee, das ist klar. Ich glaube, da müssen wir gar keine Umfrage machen. Das ist ganz eindeutig 2. Das ist sowieso klipp und klar. Sehr gut. Aber guck mal, das ist der Vorteil von live bauen. Weil sonst hätte ich jetzt wieder 10 Stunden lang Möglichkeit 1 hingestellt. Oder ich hätte beides wahrscheinlich aufgebaut. So mache ich das dann immer in den Videos. Ich hätte beides aufgebaut. Hätte mir angeguckt. Hätte dann Brickstory gefragt, was er sagt. Der hat immer eine andere Meinung als ich. Und dann hätte ich mich für irgendwas entschieden. Aber so ist das schon zugegeben deutlich praktischer. Dann machen wir hier das Ding so hin. 1x1er noch oben drauf. Und ich glaube, dann können wir hier schon, oder? Jawohl, perfekt. Schau mal, es geht auch schnell. Das geht doch schnell. Zack, und wir können das Ding schon abschließen. Na. So, hält. Hier drüben gleiche Geschichte nochmal. Kurz aufhebeln. Oberstes entfernen. Und jetzt können wir davor einfach das Ding durchziehen. Es ist zwar nichts, was übers Eck geht, aber es fällt ja eh nicht auf. Also das juckt überhaupt nicht. So machen wir das. Es rappelt hier unten wieder. Ich kann es mal wieder versuchen rauszudrehen, das Ding. Also wenn ihr nicht wisst, was das Geräusch ist die ganze Zeit im Hintergrund, das ist dieser dämliche Stützpfeiler, der mit einem Schraubmechanismus immer wieder raufgeht von alleine. Obwohl ich das Ding völlig runtergeschraubt habe. Das ist, weil ich zu oft von dem nicht draufgesprungen bin, sondern ich bin von hier so runtergesprungen sozusagen. Und ja, dann habe ich das anscheinend geschrottet. So dick bin ich eigentlich gar nicht. Eher im Gegenteil. Also, ob ich versuche, Teile zu sparen? Nee. Also, wenn ich eine Sache nicht mache, dann ist das Teile sparen. Wirklich, also mittlerweile, das ist natürlich auch durch YouTube gekommen und dadurch, dass ich das jetzt hauptberuflich mache, aber wenn es eine Lösung gibt, die minimal besser ist, aber maximal aufwendiger ist,
mache ich meistens die aufwendigere Möglichkeit. Das ist mittlerweile einfach so geworden. Jetzt kommt das hier rauf, der kommt darauf und jetzt können wir auch schon den Übergang reinmodellieren und dann haben wir es auch schon. Guck mal, wie schnell das hier geht. Na, geht drauf. Zack. Den können wir schon mal darauf machen. Jetzt brauche ich noch das andere Teil. Und dann haben wir das Ding erledigt. Können hier das Ding draufsetzen. Und jetzt können wir uns weiter um die Translight-Blue-Teile kümmern. Aber ich gebe euch recht, sieht viel besser aus. Vor allem, wenn hier, und was machen wir am Ende dann, hier so diese Reifen hängen, sieht das halt einfach nicer aus, muss man zugeben. So, die machen wir wieder runter, weil die fallen mir nämlich sonst runter. Deshalb mache ich es direkt mal selbst. Messi oder Ronaldo? Eieiei. Sü. Ich glaube, das beantwortet es, oder? Nee, wahrscheinlich, keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich schon eher sagen Ronaldo, aber im Moment ist mir relativ egal. Ja, genau. Brauche es das Sü im Chat. Wie ist direkt, Leute, ich hab's doch gesagt hier, die Tobi wieder Zero Chill direkt weggelöscht, die Nachricht. Ja, mir ist das echt, mir ist das sowas von egal, aber keine Ahnung. Ronaldo ist memehafter als Messi, sagen wir mal so. Ja, genau. Jetzt kommen die Mods auch nicht mehr hinterher. Jetzt, Mods, ihr habt keine Chance mehr, die Süß zu vernichten. Ah, geil. Wie es einfach eiskalt durchgezogen wird. Ah. Tom Brady. Ne, da bin ich ganz raus. So, Football bin ich ganz raus. Das sagen, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Boykottgeschichten oder was weiß ich, ich habe halt die WM gar nicht verfolgt. Ich schaue im Winter Skifahren. Da schaue ich auch beim besten Willen keine WM. Und das mal völlig unabhängig von irgendwelchen anderen Geschichten. Okay, Mods, ihr könnt mal chillen. Ihr könnt doch nicht einfach den ganzen Chat für 300 Sekunden blockieren. Weil jeder gerade Zü reinschreibt. Ah, perfekt. Gleich steht der Chat einfach, weil alle weggeblockt sind. Es geht einfach weiter so. Ah, perfekt. So, Leute, jetzt machen wir mal wieder Fragerunde. Genug gesüht. Haut Fragen raus. Jetzt nach einer Stunde brauche ich mal wieder neues Material zum Reden. Ich kann ja nicht dauerhaft kommentieren, wie ich hier Trans Light Blue Tiles setze. Das habe ich auch schon mal, das Problem habe ich auch schon immer, wenn ich hier die Videos nachsynchronisiere, dass ich dann mir irgendwas überlegen muss, was ich zu Sachen erzähle, die ich schon zum 300.000. Mal mache. Karl Lauterbach hat eine Mitgliedschaft verschenkt an, ich habe es nicht gesehen, aber danke dir auf jeden Fall. So, Themenwelten, Krankenhaus, ich muss mal schauen. Ja, ich wohne in Österreich. Ja, das Problem ist, die Fragen wiederholen sich ab einem gewissen Punkt. Ich suche schon die ganze Zeit nach neuen Fragen. So, wir haben jetzt hier, wo ist denn die? Ach, da hinten erst. Ach Gott. Da haben wir noch ein gutes Stück bis zum Baseplate-Übergang. Ich schiebe mal eben Zeug rüber. Guck mal, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Da haben wir auch Wellen, wenn wir es einfach hier so reinmüllen, oder? Die Dinger haben übrigens nichts gekostet hier. Das war eigentlich ganz praktisch. So, jetzt muss ich mal wieder die Teils drehen. Jetzt kann ich dann doch mal wieder ein bisschen was über Lego labern. Und zwar, ich mache das ja so, dass es hier random ist. Das Problem ist, hin und wieder habe ich solche Lücken, da können dann nur einer rein. Und das ist dann immer wieder problematisch, weil dann hast du so große Cluster, wo man nichts anderes machen kann. Tiefgarage haben wir doch schon längst gebaut, Leute. Tiefgarage existiert schon. Und eine zweite mache ich nicht nochmal. Eine Tiefgarage muss reichen. Abgesehen davon mache ich ja oben das ganze Ding komplett autofrei. Weil das, glaube ich, geiler ist, als wenn man so 20 Quadratmeter zugepflastert hat mit langweiligen Straßen. Die Straßen mache ich dann auch genug im ländlichen Bereich. Da kommen noch Straßen, aber hier in der Innenstadt, da kommt die Tramlinie durch. Und ansonsten kommen da Fahrradwege und Fußgängerbereiche hin, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Platz zu versenken in einfach nur gerade Straßen bauen. Grundlegend wird das Zeug verbunden, aber zu viel Straßen habe ich echt keinen Nerv drauf.
Katze oder Hund? Hund, würde ich eher sagen. Walk of Fame. Ich glaube, es gibt ja sogar vom Palace Cinema gibt es ja solche bedruckten, ich glaube, 2x2 erfiesen in Dark Blue Grey war das, oder es war Dark Ten, das weiß ich nicht, wo die solche Walk of Fame Dinger drauf sind. Ob ich ausschließlich Lego-Steine verwende? Ja, mache ich. Allein aus Sicherheitsgründen, dass ich das Ding hier Lego-Stadt nennen kann. Das ist jetzt was ganz anderes, wenn man bei sich was baut und in großen Mengen, zum Beispiel, wo ich überlege, zusätzlich Alternativsteine zu verwenden, ist bei den Fensterscheiben für potenzielle Waggonmocks. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die bei Lego sich, das kannst du dir nicht leisten oder das gibt's nicht. Eins von beiden. Und nachdem ich ja ohnehin schon bei der Zugstrecke teilweise, was heißt teilweise, FX verwende, ausschließlich, außer in der Westernwelt, da ist alles komplett Lego. Aber bei der Zugstrecke bin ich ja abgewichen von rein Lego, weil es halt einfach keine Kurvenradien gibt und das halt Blödsinn ist für Modellbau. Und genau aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, FX-Bricks zu verwenden. Und das ist halt dann schon bei dem Zugthema irgendwie fast aufgelegt, dass man sagt, passt, okay, nimmt man noch zusätzlich Zugmocks dazu, wo man Fenster verwendet, die nicht original Lego sind. Aber für ansonsten verwende ich nur Lego, einfach auch Grund, auch von Werterhaltsdingen, damit ich das Ding hier Lego-Stadt, Bau einer Lego-Stadt nennen kann. Auch kein Bock, dass da Lego rumstresst wegen irgendwas. Aber man muss ja auch fairerweise zugeben, dass das wahrscheinlich auch ein Argument ist, warum Leute mich in erster Linie gefunden haben, weil mehr nach Lego gesucht wird als nach Klemmbausteinen. Ab dem Punkt jetzt irgendwann ist egal, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und gerade zum Beispiel, das finde ich so witzig, die Akzeptanz gegenüber Alternativherstellern hier im deutschsprachigen Raum ist unendlich viel höher als auf meinem englischen Kanal, wenn ich das sehe. Ich lade genau die gleichen Videos auf dem englischen Kanal hoch, nur halt auf Englisch synchronisiert, manchmal ein bisschen was runtergecuttet oder wie auch immer. Wenn ich da die FX-Brandings zeige auf den Schienen, ist immer schon direkt kritisch. Das ist wirklich kritisch. Da ist hier die Akzeptanz in Deutschland oder in Österreich oder im deutschsprachigen Raum viel, viel höher. Aber ja, ist ja auch obvious, warum. Hier sind ja Vorgeschichten und was weiß ich alles. Aber das was kam immer? Yucky Off-Brand. Das war immer der Kommentar, der gekommen ist, wenn ich nicht original Lego verwendet habe bei den Schienen auf dem englischen Kanal. Ja, ja, aber ja, im Grunde genommen juckt es ja nicht. Ganzen Videos durchgeguckt. Na, das heißt, was tust du dir denn an? Was tust du dir denn an? Also, gerade so bei den anfänglichen Videos, wo ich halt auch noch nicht so das Budget hatte und so weiter und so fort, da ist halt, ja, da ist das schon sehr zögerlich, teilweise die Videos durchzuschauen. Ich habe es ja selbst dann nochmal so ein bisschen durchgeskippt damals. Ob ich Lego als Sponsor bekomme? Nee, leider nicht. Lego juckt das gar nicht. Lego tut so, als ob ich nicht existieren würde. Die juckt das nicht. Ach, aber so ist es. Ich bin's gewohnt. Ich kann damit reden. Ist gerade unscharf. Warte mal, ich guck mal kurz rein. Kann natürlich sein, dass hier, ja, ein bisschen unscharf, aber ich glaube, es ist nicht gröber unscharf als davor, oder? Kann auch sein, dass die Qualitätseinstellung einfach am Handy kurz, wenn das Internet schwächelt, das dann kurz runtergegangen ist. Aber bei mir soll es, also, ich glaube, es passt. Danke für den tollen Kanal. Ja, gerne doch. Danke fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. So, also hier, ich weiß nicht, das muss ich nochmal rausgucken, wie man... Ja, okay, jetzt gerade sehe ich auch, dass die Qualität mies ist. Was soll das denn jetzt hier? Tatsächlich, ja, jetzt ist die Qualität im Moment so ein bisschen am Schwächeln. Es springt hoffentlich dann wieder zurück auf bessere Qualität. Kann auch an meinem Upload liegen hier. Eigentlich haben wir eine gute Internetleitung, aber ja, deutsches Netz halt. Muss ich nicht viel zu sagen. Wir haben eigentlich, also Upload weiß ich nicht, wie viel wir haben, aber Download haben wir hier über 100 Mbit. Aber ich meine, braucht man ja auch, nachdem wir teilweise parallel zweimal 4K-Videos hochladen abends, Brickstory und ich gleichzeitig, muss hier schon eine solide Internetleitung drin sein. Das ist dann halt einfach so. Aber ja, dass das Internet hier trotzdem ab und zu schwierig ist, das
ist das große Leid, was man hat. Wenn ich wirklich von, ja, es kann auch sein, dass er 720p anzeigt, weil es hier gerade geschrieben wird. Es kann auch sein, dass er das einfach nur anzeigt, aber es trotzdem niedriger ist, weil hier der Upload bei mir nicht stimmt. Also es könnte schon sein, dass zwischenzeitlich hier Internet mal Faxen macht bei mir. Aber solange der Stream nicht abbricht, bin ich mehr als happy. Bin ich absolut zufrieden. Ja, ist als ob mit einer Kartoffel gefilmt ist, ja. Ah, Mist, das ist echt ärgerlich gerade. Ja, gut. Mir ist ein bisschen Lag ist mir, glaube ich, lieber, als dass die Qualität hier auf, keine Ahnung, 140p oder was ist. Naja, 240p. Was war die? War 120, 240, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, hier das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es gerade sieht, das ist was ich vermeiden möchte, dass immer so gleiche Cluster sind, die ähnlich ausgerichtet sind. Das finde ich immer ein bisschen, sieht halt nicht nice aus. Da muss ich jetzt dran arbeiten, dass ich das rausbekomme. Aber wird schon. Aber wird schon. Aber hier, ich glaube, man sieht auch am Bautempo, das geht jetzt hier schon relativ zügig gerade weiter. Das ist immer das Schöne, wenn man solche Braindead-Geschichten zum Aufbauen hat, dann geht das eigentlich mal ganz gut. Normalerweise müsst ihr euch vorstellen, normalerweise würde ich jetzt nebenbei irgendwie eine Serie schauen, Musik hören oder Hörbuch hören. Und das ist dann immer so eine Rotation. Weil irgendwann, ja, Internet leckt voll. Das ist schade. Ich hoffe, das erholt sich gleich wieder. Ich hoffe, es erholt sich gleich wieder. Ob das wehtut, das ständige Steine bauen? Hey, ich baue gerade Teils auf. Das ist das Angenehmste, was es überhaupt gibt für die Finger. Also jetzt gerade ist das wirklich luxuriöses Lego-Bauen. Es gibt nichts Besseres gerade, weil halt keine Noppen drauf sind. Aber ich gebe dir recht, wenn das jetzt hier alles Plates wären, die ich aufbauen würde, dann würde man danach schon echt gut am Leiden sein. Ich werde das nächste Mal probieren. Mal sehen, ob ich es dann auch wirklich schaffe. Aber ich muss mir mal überlegen, ob das jetzt am Internet hier liegt oder ob das am Setup generell liegt, was ja zugegeben doch ein bisschen dulli ist bei mir aktuell. Warum das hier laggen könnte oder was hier die genauen Gründe sind. Naja, vielleicht schaffe ich es das nächste Mal, eine Full-HD-Stream hier zu liefern. Haben deine Freunde, Familie, Partnerin das Museum schon mal gesehen? Ich glaube tatsächlich, ja, alle, oder? Mein Bruder war ja da, der hat ja sogar mitgearbeitet. Meine Eltern sind jetzt sogar auch mal kurz vorbeigekommen. Meine Freundin war auch schon mal kurz hier. Und ja, doch, an sich hat das jetzt jeder. Und wenn halt Freunde so vorbeikommen in Rosenheim, hat ja auch den Vorteil, dass man in Rosenheim umsteigen muss, bei ganz, ganz vielen Verbindungen. Und dann kann man halt auch mal einen Zug später nehmen und dann bleibt man halt dann für eine Stunde da. Ja, aber an sich haben schon ein paar Leute jetzt gesehen, wie das Museum hier von innen aussieht. Aber ich glaube, alle, die das gesehen haben, werden das auch bestätigen können, aus welchen Gründen ich ganz, ganz dringend hier mit Benedikt umgezogen bin, beziehungsweise im Prozess des Umziehens bin. In Rosenheim, ja, das Museum ist in Rosenheim, aber ich wohne nicht in Rosenheim. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer so lange im Zug unterwegs bin, weil ich immer hin und her pendel zwischen Innsbruck, wo ich wohne, und Rosenheim. Stunde 5 im Zug, alles easy. Aber halt, immer Verspätung. Also im Moment geht es sogar. Hängt davon ab, wenn er aus Italien kommt. Die Italiener haben immer Verspätung. Und frag mich, was die Deutsche Bahn manchmal macht. Wirklich, das Ding startet in München. Rosenheim ist der erste Halt. Und der hat hier halbe Stunde Verspätung. Jungs, was macht ihr denn da? Wie geht das? Wie kann ein Zug beim ersten Halt halbe Stunde Verspätung haben? Macht für mich gar keinen Sinn. Und dann sind es irgendwelche Gleisbauarbeiten, die aber immer sind zwischen Rosenheim und München. Immer. Und in Österreich holt er dann die Verspätung immer so ein bisschen auf, weil die ÖBB halt einfach doch nochmal einen Schritt besser ist als die Deutsche Bahn. Ich habe mich immer über die ÖBB geärgert. Jetzt, wo ich regelmäßiger Kunde der Deutschen Bahn bin, nehme ich alles zurück, was ich jemals über die ÖBB gesagt habe. Zu viel Grün in der Stadt. Was gibt es überhaupt zu viel Grün? Fände ich nicht. Also zu viel Grün kann es doch gar nicht geben. Gerade im ländlichen Bereich
gehört Grün rein. Aber wenn man mal auch ganz ehrlich ist, das ist ja das, was eine Stadt gemütlich macht, oder? Grüne Gebiete. Wo ist Brick Story? Der ist gerade tatsächlich im Zug. Den können wir nach, wenn wir, ich muss mal überlegen, wann wir den mal anrufen, aber wenn wir hier, je nachdem, wie weit wir heute noch kommen, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade doch in einem gut, ganz guten Bautempo unterwegs, dann können wir mal schauen, ob wir den am Ende vom Stream anrufen, wenn der, je nachdem, wo der gerade ist, ob man den erreichen kann. Aber der fährt gerade im Zug. Und tatsächlich, im Zug kann ich so gut arbeiten wie sonst nirgendwo. Also Video schneiden und so weiter, das ist genau der richtige Job für Bahnverkehr. Ich überbaue jetzt gerade hier eiskalt die Baseplate-Kante übrigens. Und wer hat mich nicht gewarnt? Der Chat. Fatal. Ich hab's euch doch aufgetragen. Ja, die Ausrufezeichen, die jetzt hier weggelöscht werden, die sind schon richtig. Die könnt ihr schon drin lassen, weil ich nämlich den Auftrag erteilt hatte, Ausrufezeichen reinzuhauen, wenn ich Baseplate-Karten überbaue. Eieieiei. Nein, ich ganz ehrlich, ich werde das jetzt einfach hier weiter überbauen, weil es einfach besser aussieht im Verhältnis zu dem hier. Ich weiß nicht, im Stream sieht man es wahrscheinlich nicht. Hier sieht man halt schon ganz klar, wo die unterschiedlichen Module sind. Und ganz ehrlich, dann habe ich halt einfach genau das Ding, dass hier so zwei, drei Sachen übergreifend sind. Kann ich ja wieder draufsetzen, die Teils. Guck, dass nicht zu viel passiert. Und ansonsten baue ich die Teils. Völlig egal. Mods fahren wieder Programm hoch. Ich sehe es schon. Jede zweite Nachricht einfach weggelöscht. Ich glaube, als normaler Zuschauer würde man das gar nicht sehen. Da verschwinden die Nachrichten einfach. Aber wenn man so diesen Vollzugriff auf den Chat hat, dann steht überall, diese Nachricht wurde gelöscht. Nutzer für 300 Sekunden blockiert. Einfach wieder auf Zero Chill unterwegs. Nee, das ist jetzt völlig egal. Also Ausrufezeichen müsst ihr nicht mal reinhauen. Ich bin jetzt dabei, das zu überbauen. Das ist jetzt so. Jetzt ist zu spät. Boah, ob ich mal Autogrammkarten vergeben kann. Wirklich, das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Ich wurde jetzt die letzte Zeit tatsächlich ziemlich häufig erkannt. Nachdem man mich in den Umbauvideos, denke ich mal, gesehen hat oder sowas. Und ich bin dann immer wieder so, was? Ich soll Autogramme geben? Komme ich immer noch nicht drauf klar. Das ist für mich immer noch nicht begreiflich, dass das tatsächlich eine Sache ist, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Aber an sich, ich denke mal, wenn man das Museum dann aufmacht, wird es auch irgendwie sowas wie Autogrammkarten geben. Aber wie gesagt, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ich bin auch immer wieder überrascht. Aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn mich Leute erkennen und ich Gesichter zuordnen kann zu Zuschauern. Weil andersrum geht das ja leichter. Wie viele Hafenmodule baue ich noch? Wenn ich jetzt hier mir die beiden Module anschaue, würde ich mal schätzen, dass jetzt noch zwei Module dazukommen und dass wir beim wahrscheinlich schon beim zweiten Modul, was nach den beiden Modulen, die ich jetzt gerade baue, dass wir danach dann schon mit der Felswand runterkommen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber das wird sich dann zeigen. Das Ding ist halt auch, ich weiß noch nicht, ob ich das Wasser komplett verdrängen möchte. Das ist ja mein ursprünglicher Plan gewesen. Oder ob ich sage, dass wir... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht aktuell. Also entweder ich verdränge das Wasser komplett mit der Felswand, die hier so reingeht. Sieht man das überhaupt noch? Muss ich mal gucken, was ich hier zeige. Da so ein bisschen sieht man das. Hier würde ja die Felswand hinkommen. Also nach da hinten versetzt, logischerweise. Kommt die Felswand rein und dann ist die Überlegung, ob ich das Wasser weglasse oder ob ich da so einen kleinen Wasserstreifen lasse für einen Kontrast, weil es gut aussieht, wie auch immer. Muss man dann gucken. Bauen weiter. Aber ich glaube jetzt gerade, wenn man hier nur Teils auflegt, dann haben wir auch ein ganz zügiges Tempo unterwegs. Ob ich einen Tuning-Treff bauen kann? Boah, das wäre eigentlich schon geil in der Tiefgarage drin, oder? So Fast and Furious mäßig. Da unten so eine Tuner-Szene drin. Wie viele Steine verbaut sind, haben wir schon? Bau eine Andrew Tate-Minifigur. Ja, erstmal Sparkling Water trinken, Leute. Ich bin mir sicher, das werden jetzt gerade 95% der Zuschauer nicht verstanden haben. Und dann ist auch besser so. Ah. Ah, apropos
Sparkling Water. Ich muss erstmal Wasser trinken. Hausboot. Ja, das wäre doch was. Das wäre doch eine Idee, oder? Ich muss mal gucken. Das Problem ist jetzt ja, wir haben die Stadt insgesamt. Boah, was, wie viele Steine werden das sein? 30 Bricks, sowas um den Dreh, ist die Stadt auf der oberen Plattform über der Wasseroberfläche. Was natürlich dann ein bisschen schwierig wird, wenn es dahin geht, dass man auf der anderen Seite der Stadt auch nochmal drüber nachdenkt, mit dem Meer rumzukommen. Naja, we will see. Bisschen zur Seite schieben. Und jetzt, hier, das ist immer satisfying. Zack. Und zack. Das waren wieder unsere Blubberbläschen, die hier am Rand sind. Ja, Strand kommt. Strand kommt auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt, wo hier die Wasseroberfläche so ein bisschen rauskommt, dass diese beiden Dinger, die hier rauskommen, extrem wichtig sind für das Gesamtbild der Stadt. Weil sonst wäre das hier echt ein bisschen, wäre es echt ein bisschen langweilig. Ich hatte auch schon drüber nachgedacht, ob man es vielleicht schaffen könnte. Na, kriege ich den Stein bitte reingesetzt. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob man es vielleicht schaffen könnte, das irgendwie noch anzuwinkeln hier hinten hin. Dass man quasi das einmal so einknickt und dann könnte man das ja nutzen, dass es auf den Tiles aufliegt. Weiß ich jetzt aber nicht. Was für Musik ich höre, wenn ich baue? Also ganz unterschiedlich. Tatsächlich auch hin und wieder und auch sogar relativ häufig Klassik. Da ärgert sich dann immer Brick Story, weil der das überhaupt nicht fühlt. Aber ich brauche halt die Abwechslung auch in der Musik. Was es nicht heißt, dass ich hier nur sitze und den ganzen Tag Mozart und Beethoven und Brahms und keine Ahnung was höre. Aber was ich auch immer natürlich gern mache, ist, dass ich Stücke anhöre, die ich gerade selbst spiele im Orchester oder wie auch immer. Und ansonsten aber auch ganz normal. Da wird auch hin und wieder Hip-Hop oder ja, Pop weniger. Ganz, ganz gemischt. Die Mischung macht es, glaube ich, aus. Genau, Techno-Jazz. Also ne Techno, ja, ich habe einfach Techno-Jazz gelesen. Nee, Techno bin ich jetzt tatsächlich nicht so der größte Fan von. Kann ich irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig was mit anfangen. Ja, wie ich immer mal wieder die Skilift-Idee aufploppen sehe. Also ich glaube, Skilift, wenn ich das jetzt hier so im Chat verfolge, ist tatsächlich, weil hier gerade gefragt wird, ob man mich über die Mitgliedschaft hinaus unterstützen kann, alles easy, wirklich. Es ist im Moment alles bestens, der englische Kanal läuft gut, ihr müsst mir kein Geld geben. Alles bestens, deshalb habe ich das ausgemacht. Aber danke fürs Angebot. Was wollte ich jetzt sagen? Wo waren wir stehen geblieben? Skilift, da waren wir stehen geblieben. Wird kommen. Ich weiß noch nicht, ob auf dem Berg, muss ich dann einfach gucken, oder als extra Themenwelt, aber ich sehe schon, da ist jetzt so viel Nachfrage gekommen zu, dass ich eigentlich nicht drum herum komme. Und ich meine, der Anfang vom Berg ist ja da. Ich muss jetzt auch noch überlegen, wie ich das mache. Ich habe ja drüber nachgedacht, ob man sich vielleicht Leute mit ins Boot holt, die mitbauen. Und ja, gerade beim Berg, ich muss mal gucken, wie man das bewerbungstechnisch macht. Ob man dann einfach so sagt, yo Leute, schickt mir in eurem Bewerbungsschreiben bitte Bilder von euren Bergen. Nee, aber das würde ich geil finden, jemanden auf, wie heißt das, Minijob-Basis, der hin und wieder mal ein paar Stündchen die Woche vorbeikommt und am Berg mitbaut. Und das dann halt einfach so dauerhaft weiterführt, weil das Problem ist halt, Berg ist langweilig zu bauen für die Videos. Und dementsprechend viel Zeit geht dann halt auch drauf. Ja, herzlich willkommen, neuer Geldfälscher wieder am Start, danke dir. Und ja, ich baue dir eine Burg. Yes, Sir Percival, auf jeden Fall. Da habe ich auch Vertrauen dran. Das war übrigens von Sir Percival die Burg, die ich am Ende von einem Stadtupdate aus der letzten Zeit hier irgendwann mal vor 2-3 Update-Folgen reingeschnitten habe, noch ans Ende. Daher habe ich auch die Buschbau-Idee mit den Limp-Elements. Hatte ich ja, wie gesagt, im Video gezeigt. Ich habe den Schwabenstein getroffen. Und wie gesagt, also ich bräuchte halt jemanden, der einfach mit mir so ein bisschen, natürlich hier als Mensch, der in der Umgebung wohnt und jetzt nicht 300 Kilometer von Rosenheim weg wohnt, sondern jemand, der aus der Ecke Rosenheim kommt, Bock hat, hin und wieder Berg zu bauen
und dann mit mir einfach gemeinsam abends so ein bisschen weiterbaut, während ich an der Straßenbahn, an was auch immer, neue Häuser oder wie auch immer baue, kann halt nebenbei, dass jede einzelne Folge so ein bisschen ein paar Stunden Baufortschritt am Berg kommen. Dafür bräuchte ich halt jemanden, der mithilft. Und da muss ich halt noch überlegen, wie man da jemanden findet, der Zeit, Bock, Lust, Skills natürlich auch ein bisschen, wobei Bergbauen, das kriegt man schon hin. Und mit dem ich mich natürlich auch verstehe. Und das wäre jetzt so Ziel für die nächste Zeit, dass ich da jemanden finde, der mitbauen kann. So, ich muss mal ganz kurz hier die Dinger untermachen. Also ihr seht schon, der restliche Vorrat an Teils verschwindet hier langsam. Ich habe ja noch zwei solche fette Säcke da hinten rumliegen an Teils. Das war wieder so eine Nummer. Ich glaube, ab 5000 Stück war es in dem Bricklink Store günstiger. Und ich so, hör, passt, dann nehme ich mal 5000 Stück. Klassischer Move von mir. 300 Kilometer passen genau auf Stuttgart. Ja, das war schon ein bisschen weit zum Pendeln. Das ist genau das Problem. Man muss halt, die Kombination muss halt stimmen. Ich glaube, es gibt genug Leute, die geskillt genug werden, die Bock hätten mitzumachen beim Bergbauen oder wie auch immer oder vielleicht in anderen Aspekten der Stadt. Aber man muss halt die Kombination finden. Jeder, ja genau, nach so einem Studijob, das wäre halt genau mein Gedanke, da jemand, der so nebenbei studiert oder was, Bock hat, das sowieso als Hobby zu machen, dann dafür bezahlt wird und gratis Steine halt von mir dann dafür zur Verfügung gestellt bekommt, wäre halt genau richtig. Ich meine, früher als Student hätte ich das ja auch sofort gemacht, wenn mir jemand gesagt hätte, Junge, du kannst Berg bauen, wirst dafür bezahlt und alle Steine hast du. Ich so, das wird aber mal gemacht. Und ja, so ein Studijob wäre genau der Gedanke dafür. Aber es muss halt, wie gesagt, jemand aus der Umgebung Großenheim sein. Weiter weg als München wäre dann auch zu hart, glaube ich. Das wäre dann zu viel zu pendeln. Aber bis München würde ich mal denken, würde es vielleicht gehen. Kommt dann vorbei, baut hier ein bisschen Lego mit mir. Und das wäre dann der Plan. Weil dann könnte ich nämlich auch endlich wieder Bergfortschritt weitermachen. Ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis. Der Berg steht seit 3 Monaten, 4 Monaten, vielleicht sogar noch länger, genauso da, wie er ist. Und da geht nichts mehr weiter. Weil halt wirklich mir die Zeit fehlt, daran weiterzubauen, weil ich die Zeit einfach brauche, um die normalen Videos weiterzudrehen. Und natürlich könnte ich dann auch nochmal noch weniger als ein Video die Woche hochladen, aber boah, es ist halt... Ja, Tobi, komm vorbei. Tobi, komm sofort vorbei. Komm Bergbauen. Ich ziehe wohl nach Rosenheim. Ja, genau. Ist ja leider noch kein Vollzeitjob. Dann müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie groß das Museum irgendwann wird, das wäre natürlich auch zu krass, wenn man dann so mit 50 Leuten Lego baut. Alter, wäre das geil, oder? Stell dir das mal vor. Einfach so alles am Budget übers Museum direkt wieder zurück reinbuttern und dann, oder meinetwegen mal so mit 10 Leuten Lego bauen. Dann würde ja auch schon 10-mal so viel weitergehen. Ach, das wäre ja so krass, oder? Ich glaube auch, man müsste das so machen, um jetzt mal die Idee weiter zu spinnen, wie das ist, wenn man wirklich mit mehreren Leuten hier dran arbeitet. Man müsste es, glaube ich, so machen, dass jeder immer so seinen eigenen Zuständigkeitsbereich hat, damit das geil aussieht. Ich glaube, wenn an einer Häuserreihe 10 verschiedene Leute arbeiten, dann wird es nichts. Ich glaube, es müsste so sein, dass einer sagt, okay, ich kümmere mich um die 5 Quadratmeter, der nächste sagt, ich kümmere mich um die Welt. Der nächste sagt, ich kümmere mich hier rum. So müsste man wahrscheinlich machen. Ich glaube, Corsa-Fahrer, die ganze Zeit an Abos verschenken. Danke dir. Dortmund, ach, easy. Easy, Dortmund ist direkt um die Ecke, ist quasi Rosenheim, oder? Verlangt ihr im neuen Museum Eintritt? Das müssen wir mal gucken. Mir wäre es ja sehr lieb, das Ding auf freiwilliger Spendenbasis am Anfang zu öffnen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das als freiwillige Spende durchgehen zu lassen, rechtlich. Natürlich müssen wir alles versteuern, das ist ja sowieso klipp und klar. Aber mein Gedanke wäre halt zu sagen, die Leute zahlen erst dann, wenn sie aus dem Museum draußen sind, oder halt, wenn sie gerade rausgehen, das, was ihnen das Erlebnis wert war. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Weil dann hätte man nämlich nicht dieses Ding, dass Leute mit falschen Erwartungen da reingehen, wenn man jetzt sagt, hier 10er Eintritt und dann ist halt doch die Lego-Stadt
am Anfang noch ziemlich, ziemlich hart unfertig. Oder es ist noch so ein bisschen dieser Aufbau-Vibe generell da, dass man dann einfach sagt, hier, guck mal, einfach freiwillige Spende oder das, was ihr für richtig haltet. Und ja, aber auch wenn 10er fit geht, steht drin, im Chat, das lese ich gerade, aber ich weiß nicht, ich habe halt immer Angst davor, dass Leute mit falschen Erwartungen reinkommen. Weil man sieht halt im Video immer nur diese Ausschnitte, man sieht, das war, glaube ich, das beste Beispiel, hat das gezeigt, wo ich nur die Ecke gezeigt habe, wo ich den Raum oben renoviert hatte und jeder plötzlich Bedenken hatte mit Brandschutz und Lüftung und hast nicht gesehen. Aber wenn man sich umdreht, sieht man plötzlich, dass alles erstmal, wie es im Gesamtding ist. Und auch größentechnisch ist es, glaube ich, schwierig einzuordnen. Deshalb ist das, was ich meine, um wieder zum Punkt hier zurückzukommen. Ich habe halt Angst davor, dass Leute mit falschen Erwartungen herkommen und dann pisst sind, wenn sie so einen 10er Eintritt gezahlt haben. Deshalb muss ich aber mal gucken. Ja, so wie in Hamburg. Das muss erstmal, bis wir auf so wie in Hamburg sind, muss man erstmal gucken, ob das Projekt überhaupt erstmal das Niveau von Hamburg wird man eh nie erreichen, weil wir nicht Modellbau, sondern Lego sind. Das ist dann nochmal eine kleinere Nische. Aber ob man es schafft, im Ansatz ranzukommen, dass man drüber nachdenkt, mit mehreren Leuten das zu machen, die man auch aktiv bezahlt, die jetzt nicht nur im Shop arbeiten, meinetwegen, was ja ein klassisches Verkaufsmodell wäre, sondern dass man halt wirklich sagt, man hat Leute, die man zahlt fürs Mitbauen. Muss man gucken, ob das überhaupt erstmal machbar irgendwann ist. Wäre natürlich ein Träumchen, müssen wir gar nicht erst drüber reden. Ob ein Praktikum möglich wäre, müssen wir mal gucken. Praktikum wäre natürlich eigentlich eine ganz lustige Möglichkeit. Ich glaube, da ist auch das Interesse bestimmt vorhanden, dass wir da dass man da Praktikumsplätze annimmt. Oder was meint er? Was da aus? Was ist das? Vielleicht, ich bin auch immer, wenn ich hier den Chat lese, kann ich mir gut vorstellen, dass ich einfach gerade einzelne Chat-Nachrichten mir rauspicke, die aber gerade sich auf Antworten aus dem Chat ohnehin schon beziehen. Deshalb bin ich da immer ein bisschen lost. Eieiei, aber hier ist fatale Sache, die ich gerade mache. Und zwar baue ich nicht genug von diesen Blubberbläschen ein. Die müssen weiter rumkommen. Ah, man sieht wahrscheinlich gerade nicht, wo ich baue, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Auch wieso ist die Stream-Qualität denn wieder so Müll? Ach, so ein Mist. Ja. Das finde ich auch ein bisschen schade. Naja. Ja, ich sehe es gerade selbst. Die Stream-Qualität ist wieder am Rumschwanken. Sonst genießt es als Podcast und baut selbst nebenbei was. Und wie gesagt, ihr habt ja am nächsten Stadt-Update in der Hoffnung, dass es noch läuft. Ich gucke mal eben, ob die Aufnahme noch läuft. Warte, ich bin gleich wieder da. Läuft das hier oben noch? Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Sonst hat man einfach im nächsten Video ein riesen Speedbild davon. Qualität passt? Okay, dann war es nur bei mir. Hoffentlich war es dann wirklich nur bei mir, dass es so ein bisschen Bild, laut und tonscharf. So muss sein. Genau so muss es sein. Bild stumm und Ton unscharf. Ja, 4K, genau so muss es sein. Ja, wie gesagt, ich muss dran arbeiten, das ist mir auch völlig bewusst, dass die Stream-Qualität besser wird. Aber ich habe mir gedacht, jetzt muss ich mal hier ein bisschen neue Teile von drüben holen. Ich habe mir gedacht, ein 720p-Stream ist besser als gar kein Stream, oder? Was meint er? Deshalb machen wir das doch. Wie spät ist denn überhaupt mittlerweile? Was? 21.13 Uhr, als ob wir schon 2 Stunden am Streamen sind. Was? Was? Okay, jetzt habe ich gerade doch Bedenken, ob wir das alles noch zeitlich schaffen heute. Boah. Also ich meine, als nächstes hauen wir hier mal die Schicht drauf. Das ist sowieso klar. Und ich glaube, den größten Aufwand haben wir ja damit erledigt. Es kann sein, dass gleich jemand mal aufs Klo gehen muss. Also dann müsst ihr ganz kurz ohne mich klarkommen, wenn wir jetzt hier wirklich die nächsten 20 Stunden streamen. Ich muss mal gucken, ob wir das heute noch schaffen. Ich meine, das machen wir auf jeden Fall, dass wir abdecken. Mir geht es um die Reihe hier hinten, ob wir die noch schaffen. Das wird sich dann zeigen. Also der Teststream von Johnny's World war schlimmer. Echt, tatsächlich. Dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte ja, wie gesagt, heute mal ganz kurz, deshalb war ich auch am Anfang ein bisschen angespannt, dass das alles passt mit dem Stream. Ich hatte ja
auf nicht gelistet. Wollte ich eigentlich auch Teststream kurz starten. Nur für mich, dass ich halt das alleine anschauen kann kurz. Dass ihr nicht alle die Benachrichtigung kommt, dass ich live bin. Und plötzlich waren da Leute dann im Chat drin. Tobi schickt mir so einen Screenshot rüber. So lol. Und schickt mir so, wie Leute im Chat aktiv sind. Ich so, ach nee, ne? Vor allem, also ich weiß nicht, ob das jetzt jemand gesehen hatte, den Teststream, der auf nicht gelistet war. Aber ich habe mich halt auch übel abgekotzt über die Streamqualität. So, wir nähern uns tatsächlich dem Ende dieser Strafarbeit hier. So, was wollte ich jetzt gerade? Die Dinger wollte ich holen. Das sind gerade wieder Blubberbläschen, die ich einbaue. Geldwäschertaucher im Hafen mit versunkener Beute. Alter, das ist ja mal eine geile Idee. Ja, Mann. Oder der Fischkutter könnte ja eigentlich auch zum Schmuggel genutzt werden oder irgendwie sowas. Wir müssen eigentlich mal wieder an der Geldfälschergeschichte weiterarbeiten, oder? Jetzt haben wir, gut, wir haben jetzt, was war das Letzte, was wir bei der Geldfälschergeschichte gemacht haben? Ich glaube, das kleine Gebäude hier vorne. Das, wo gerade mein Laptop draufsteht. Ich zeige euch gleich noch am Ende des Streams, machen wir später da hinten ums Eck rum. Ich zeige euch am Ende des Streams noch, was hier bei meinem Setup abgeht. Ich habe nämlich den Laptop, ich habe das Dach abgenommen von dem Haus, was hier vor mir ist. Na, halt doch. Und dann habe ich auf das Haus den Laptop gestellt und da lese ich den Chat. Der Chat ist aber auch in Full HD im Gegensatz zum restlichen Stream. Nee, der Kuter ist noch nicht bei Ideas. Ich weiß, ich komme einfach nicht dazu. Das Problem ist, wenn ich den Kuter anfange durchzudesignen, dann bin ich wieder eine Woche mit dem beschäftigt und da haben im Moment die Videos dann doch Vorrang. Gerade auch, weil er das Problem ist, verständlicherweise das Interesse an den Umbauvideos ist nicht so hoch. Das heißt aber, ich muss ja, damit ich das ganze YouTube-Ding aufrechterhalte, das ist schon stressig, muss man zugeben, aktuell. Um das ganze YouTube-Ding aufrechtzuerhalten, muss ich halt regelmäßig Stadtupdates machen. Wodurch dann wieder Zeit flöten geht im Museum. Wir zahlen aber schon Miete, das heißt, das Museum muss auch umgebaut werden. Ihr seht, diese Spirale ist anstrengend, aber positiv anstrengend, sage ich immer. Ironmans Werkstatt in der Tiefgarage. Das können wir auch machen. Oder so ein super, das wäre doch auch geil. So ein super modernes Hausviertel. Vielleicht, ich muss mal schauen. Ich bin noch am Überlegen, wie wir das schaffen, diesen ländlichen Fachwerkdorfbereich möchte ich ja irgendwie rüber modellieren zu einem Hochhausgebiet, modernes Wohngebiet, wie auch immer. Der Übergang wird schwierig werden. Weil da muss dann halt dazwischen müssen so 5 Baseplates leer sein, damit man das dann schafft. Also so 5 Baseplates normale Landschaft, damit das dann halbwegs gut aussieht. Ich weiß es nicht. So, guten Abend, nachdem jetzt immer noch Leute dazukommen. Freut mich, dass er immer noch dazustoßt zu der Uhrzeit. Aber ich glaube, 19 Uhr ist eine ganz brauchbare Streaming-Uhrzeit. Müssen wir nicht früher starten, oder? Hängt es natürlich stark davon ab, was wir hier heute noch machen. Aber ich hatte jetzt gedacht, zwei Module, zwei Stunden hatte ich eigentlich gerechnet. Aber dann doch nicht. Nachdem man dann doch nochmal hier spontan was rausgebaut hat mit dem Zeug, braucht das alles so seine Zeit. Ich kann Brickstory nicht holen, nachdem immer wieder die Frage nach Brickstory ist. Der ist nämlich aktuell im Zug. Den werde ich dann aber später, aber dazu muss ich erst das Speedbuild abgeschlossen haben, anrufen. Dann machen wir das. Ob ich noch einen normalen Beruf habe, neben YouTube? Nee. Mittlerweile nicht mehr. Mein normaler Beruf war davor Student. Aber jetzt haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, alles auf eine Karte. Jetzt entweder, wie auch immer ich das dann mein restliches Leben mache, vielleicht mit dem Museum ist das eine Option, die Zukunft hat. YouTube ist halt die Frage, wie lange es noch existiert. Das Ding ist halt, wenn ein großer Skandal auf YouTube ist, das gab es ja vor 5, 6 Jahren, da sind ja die AdSense-Einnahmen, also die Werbeeinnahmen für YouTuber, von jetzt auf gleich auf 1/4 zurückgegangen. Und wenn sowas wiederkommt, ist halt meine Haupteinnahmequelle einfach futsch. Und deshalb muss man schauen, dass man sich so ein bisschen diversifiziert oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber es wird schon gehen. Das Risiko gehe ich ein dafür, dass ich das hier machen darf.
Mach Lego Masters mit Brick Story, dann ist Fernsehen wieder modern. Nee, wie gesagt, das Lego Masters Thema hatten wir ja schon. Aber ja, Artikel 13 ist eine alte Geschichte. Davon bin ich ja überhaupt nicht betroffen. Also, ich bin ja so rein gar nicht von einem Upload-Filter. Ich meine, gut, falls ihr, ich muss wieder ausholen, nachdem ich glaube ich auch vermute, dass ein paar Leute zuhören werden, die keine Ahnung haben, wovon wir jetzt ja gerade reden. Artikel 13 war so eine Geschichte vor 3 Jahren oder wann das war, 4 Jahren vielleicht, dass es Upload-Filter gibt auf allen möglichen Plattformen, inklusive YouTube, alles, was im Internet stattfindet, um zu verhindern, dass urheberrechtlich geschützte Materialien verwendet werden ohne Genehmigung. Und dann hatte jetzt natürlich jeder Angst gehabt, dass jetzt plötzlich das ganze Internet zugrunde geht und kaputt geht und wie auch immer. Ist aber zum Glück bis jetzt nicht der Fall. Der Stream bleibt online, keine Sorge. Stream kann man jederzeit nachgucken. Und jetzt muss ich mal kurz hier rumrutschen. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass ich hier. Ah, wie mache ich das denn jetzt? Ich könnte jetzt da versuchen, hiermit zu arbeiten. Was meint er? Zunächst, was ist jetzt so gerade? Ich werde das jetzt gleich auflockern. Ich mache jetzt den hier hin. Dann mache ich. So, warte mal kurz, dann rede ich auch weiter. Ich brauche hier den 1x1er. Dann brauche ich hier was. Dann kann ich auch weiterreden gleich. So. Na, geht auch rein. Ich kann auch nicht zu weit ums Eck kommen, sonst hängt mein Kopf im Bild. Deshalb baue ich hier gerade so komisch. So. Artikel 13 war halt so eine Geschichte, was zwischenzeitlich große Bedenken ausgelöst hatte innerhalb der Internet-Community, weil die Gefahr bestand, dass alles Mögliche kontrolliert wird, bevor es hochgeladen wird. Ist aber nicht passiert bis jetzt und ich bin halt insofern nicht betroffen davon, weil ich ja alles selbst aufnehme, was ich hochlade. Also das ist erstmal kein großer Stress. Aber es zeigt, dass es immer wieder Sachen gibt, die im Internet wegreguliert werden können und gefährlich sind, wenn man hier sein Geld verdient. Deshalb, aber ja, das wird schon alles gehen. Und sonst suchen wir uns eine andere Plattform. So, jetzt Countdown. Ich baue hier gerade noch die letzten Plates drauf und dann können wir nämlich die nächste Schicht beginnen oder das nächste Kapitel oder wie auch immer. So, ich hole mal alles her. Warte mal ganz kurz. So, hin. Ja, genau, OnlyFans mache ich auf. Wenn YouTube nicht mehr ist, OnlyFans, so ein Ding ist das. Und jetzt geht es los mit der nächsten Schicht. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, mit was ich starte. Also, ich verwende jetzt verschiedene Teile. Ich verwende jetzt zum einen dieses Ding, diesen 1x4er. Das ist dieser Brick Modi, na, wie heißt das? Plate Modified, wo halt in der Mitte zwei Noppen fehlen. Und dann verwende ich noch parallel dazu. Zeige ich euch gleich, was ich da verwende, den 2x2er, wo auch Noppen fehlen. So, und das ist jetzt dann die nächste Geschichte. Aber ich glaube, das sollte ein bisschen schneller gehen, weil das nämlich auch größere Teile sind als das, was wir jetzt gerade gebaut haben. Und die Fläche von dem Steg ist nicht ganz so groß wie von dem restlichen Zeug, was wir gemacht haben. Aber wieder die Spendenfrage kommt. Müsst ihr nicht spenden, Leute? Alles easy. Ich habe das deaktiviert. Alles bestens. Genießt einfach den Stream, baut nebenbei was und erfreut euch eures Lebens. Hier hinten, ach, das sollte ich eigentlich vielleicht zuerst machen. Belastend. Machen wir eben hier hinten, obwohl vielleicht könnte ich das sogar anders machen. Hier, das ist das zweite Teil, was ich verwende. Das ist dieser 2x2er Plate Modified Dingsbums. Und jetzt kann ich ja immer hier die Noppen hinten zur Wand reindrehen. Problem ist, ich habe nicht mehr viele 1x1er und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Karnevalszug aus der für die Community-Konfiguren zusammenstellen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber die Alternative zum Karnevalszug, weil das ja auch aufgekommen ist, um diese Community-Idee nochmal zu beleben, da wäre die Alternative ja, dass man sagt Festival. Und das finde ich auch geil. Aber eins von beidem. Karnevalszug ist halt das Problem, das so das ganze Jahr über zu haben, fühle ich nicht so. Ich glaube, da wäre ein Festival wahrscheinlich so ein bisschen besser, weil das könnte man halt einfach immer dastehen haben. Und ja, ich glaube, Festival ist wenn dann. Oder Festival oder Stadion oder Konzert, wo man dann die Leute reinsetzt.
Muss mal hier weiter. Festival wäre toll. Kirmes, ja, Kirmes wäre natürlich auch dann vor allem interessant, wenn man jetzt sagt, man geht das Beleuchtungsthema wieder an. Ohne Beleuchtung juckt mich Kirmes eigentlich nicht, aber wenn man eine Kirmes baut und im Zuge dessen richtig geile Beleuchtungsgeschichten hochziehen kann, dann habe ich Bock drauf. Na, großen Baustelle, wie wär's damit? Ja. Muss eigentlich kommen. Muss eigentlich kommen, weil wir haben bis jetzt eine einzige Stelle und das ist dieses Mini-Baugerüst und das reicht natürlich nicht. Und Baustelle ist dann aber vor allem auch dann interessant, wenn man viel Platz hat. So, ich mache mal hier überall eben Noppen rein. Also ich fülle alle Löcher, Lücken, wie auch immer, die übrig bleiben, nicht mit Tiles, sondern mit Plates. Weil ich finde, das sieht dann nochmal ein bisschen interessanter aus. Oder meint er, ist das zu unruhig? Fällt alles runter. Nee, es passt so. Das passt so. Sieht, glaube ich, nice aus. Und dann hier drin noch so ein Schiff. Oh, jetzt langsam komme ich in Laune. Jetzt, wo ich hier den, wo die Wand näher rückt. Oh, dafür habe ich mir auch noch was überlegt. Eieiei, das wird heute entweder noch ein langer Stream werden oder wir werden nicht alles schaffen. Das müssen wir dann schauen, je nachdem. Je nachdem, wie das hier weiterläuft. Auf jeden Fall wird das hier noch gut Zeit fressen heute. Chat ist halbwegs langsam mal. Ja. Das ist aber normal, dass sich das beruhigt. Deshalb, ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, ob man so Mitglieder-Chat macht, aber ist auch langweilig. Das ist auch langweilig. So ist mehr los, fühlt sich der Chat lebendiger an. Aber ich glaube auch mit dem Slow-Mode ist das eine ganz gute Möglichkeit. Dein erster 24-Stunden-Stream, jawohl. Genau. Direkt mal spontan einfach durchziehen. Bis, keine Ahnung, wie spät haben wir es jetzt? Wir haben jetzt, ja, nicht ganz halb. Dauermatze, herzlich willkommen als geschmierter Polizist. Wenn wir jetzt, ja, keine Ahnung, noch eine Stunde machen, reicht das? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht, dass es reicht. Stunde können eng werden. Hier, ah, guck mal, ich denke selbst dran. Nicht die Module zu überbauen. Bin ja stolz auf mich. Zack. Ich mache das mal eben hier, damit ich nämlich die Gefahr direkt behoben habe. Und jetzt habe ich das Problem nicht mehr. So. Ja, es geht ja auch schön zügig. Mit den größeren Steinen geht das auch nochmal so viel schneller. Wow, great progress. Wahrscheinlich jemanden, würde ich vermuten, vom englischen Kanal. Das ist immer ganz lustig. Die Leute vom englischen Kanal sind so nach und nach draufgekommen, dass die deutschen Videos immer früher rauskommen. Und wenn dann nicht nach 24 Stunden das englische Video auch online ist, kommen schon die Beschwerden hier in den deutschen Kommentaren. Kevin als Geldfälscher mit dabei. Herzlich willkommen. Auch in der Schweiz. Ja, wir können ja mal wieder rumfragen. Hey, Blockstar im Chat mit dabei. Alles fit? Ich habe leider gerade nicht auf StreamYard oder irgendwas offen, sonst könnte ich ja Leute mit reinnehmen. Aber nachdem ich unprofessionell übers Handy streame, gibt es leider keine Möglichkeit, jetzt hier andere Leute mit reinzuholen. Blockstar auch hier von Schwabenstein am Start gewesen. Das war auch nicht ganz nüchtern, der Abend. War ganz lustig. So, ob ich zur Abwechslung mal wieder ein Skivideo hochladen kann. Ja gut, es ist halt immer noch das Problem, dass Corsa-Fahrer schon wieder am Start mit einem verschenkten Abo. Danke dir. Was wollte ich gerade sagen? Ach genau, hier wegen Skivideo. Ja gut, es ist halt leider kein Skikanal, Leute. Ich meine, ich hätte immer Bock auf Skikanal. Aber Zweitkanal öffnen, das könnte ich anbieten. Einen random Zweitkanal, wo zwei Videos im Jahr kommen, wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe, irgendwas anderes zu filmen, zum Beispiel Skifahren, was nicht Lego ist. Das könnte ich noch anbieten. Aber, naja. Ja, ich muss erst mit den, weil wenn ich jetzt nur mit den Zweiern hier baue, ist das ein bisschen blöd. Ich muss erst mit den Vierern weiterbauen. So, ich rutsch mal weiter rum. Zack. Einfach random bauen. S38 als Geldfälscherboss mit dabei. Jetzt kann, es ist immer witzig, wenn das so schubweise kommt. Danke für eure ganze Unterstützung. Ein Ski-Vlog-Kanal. Sollen wir machen? Oder nur ein Vlog-Kanal? Ja, gut, aber die Vlogs gibt es ja dann primär bei Brickstory. Ich konzentriere mich auf die Lego-Videos. Aber, was ich meine. So ein ganz random Kanal. Ja gut, oder ich verwende Instagram dazu.
Aber auf Instagram habe ich halt auch wieder Jahre nichts gepostet. Ich so, yo, Instagram wird jetzt in Angriff genommen. Nie was passiert. Vielleicht poste ich aus den Weihnachtsferien was auf Instagram. So, ich nehme das jetzt vor, ich poste aus den Weihnachtsferien was auf Instagram. Weil da wird es dann kein Lego geben. Also wenn ihr Ski-Content sehen wollt, dann Instagram. Habe ich jetzt festgelegt. Ist das irgendwo verlinkt? Ich überlege gerade. Doch, müsste eigentlich verlinkt sein, oben im Banner oder sowas. Was machen wir jetzt da hinten mit der Ecke? Das Problem ist, ich habe hier hinten hin und wieder keine Noppen. Das heißt, das muss ich jetzt gleich ein bisschen improvisieren. Aber das kriegen wir schon hin. Korra-Fahrer kann man nicht aussuchen, an wen man die verschenkt, die Subs. Das ist auch wieder verloren von YouTube. Aber ja, YouTube arbeitet, glaube ich, dran. Ich finde das ja ganz lustig. YouTube hat ja, was so die reinen Statistiken angeht, bessere Voraussetzungen als Twitch für Streamen. Nur der Chat ist halt Müll. Also jetzt nicht ihr, sondern so wie der Chat runterläuft. Die Art, wie der Chat dargestellt wird, so muss ich das formulieren, ist Müll. Und ja, es ist halt nicht der gleiche Vibe wie auf Twitch. Aber, und das verstehe ich nicht, YouTube kauft ja aktiv große Streamer auf von Twitch mit irgendwelchen riesen Contracts, wo die Leute dann, Gott, was weiß ich, Millionen im Jahr bekommen dafür, dass sie auf YouTube streamen oder sowas. Und wenn YouTube mal den Fokus reinstecken würde, YouTube als Streaming Plattform zu verbessern, würde das, glaube ich, von alleine gehen, dass Leute wechseln würden. Die müssen dann gar nicht so viel großartig da rumkaufen. Aber, naja, müssen die wissen, ist deren Entscheidung. Aber ich glaube nur, dass es falsch angeht. Das wollte ich damit sagen. So, jetzt machen wir hier als nächstes, oder wisst ihr was, ich ziehe das mal eben runter mit den Teilen hier. Ja, das ging jetzt eh schneller, als ich gedacht habe. Nachdem wir jetzt hier nicht nur mit diesen kleinen Teils gearbeitet haben, mit den 1x2ern, sondern auch mit größeren Steinen, hat sich die Fläche jetzt relativ zügig befüllt, worüber ich auch mal ganz dankbar bin. Weil wir hier nicht bis 12 am Start sind, sondern nur bis 11 oder sowas. 11 ist Deadline, das kündige ich jetzt schon an. Na, der englische Kanal da verlinkt, sehe ich ja schon. Eieiei. Leute, aber nicht den englischen Kanal abonnieren, ganz wichtig. Weil sonst ist nämlich tatsächlich, Leute glauben immer, man unterstützt mich damit, aber es ist gar nicht mal so gut für einen Algorithmus. Ja, alles easy. Wenn ihr die englischen Videos gucken wollt, dann kann ich das euch nicht verbieten. Ich finde es immer lustig, oder was heißt lustig? Ich glaube, das ist immer so unangenehm, wenn man Leute, die man sein ganzes Leben lang Deutsch sprechen gehört. Was ist jetzt die grammatikalische Frage? Wenn man Leute Englisch sprechen hört, die man davor nur Deutsch sprechen gehört hat. Hat das jetzt gestimmt? Ich weiß nicht. Sprachenlern-Bubble. Jedenfalls, ich glaube, es ist immer ein bisschen unangenehm, wenn man die dann plötzlich in einer anderen Sprache hört. Und ich glaube, so ist das mit dem englischen Kanal der Fall. warum ich nicht auf Twitch streame, ganz ehrlich, ich habe mit der Plattform halt einfach nicht so eine Verbindung wie hier mit YouTube. Und ich bin froh, wenn ich es schaffe, mich um eine Plattform zu kümmern. Hier zum Beispiel, bestes Beispiel. Ich schaffe es ja nicht mal auf Instagram was zu posten. Dann wäre es halt absolut lost, wenn ich auf Twitch auch noch jetzt plötzlich am Start wäre und mich darum kümmern müsste. Dass dann startet das Projekt, Leute subben rein, dann kommt nichts mehr. Das ist halt unangenehm. Deshalb mache ich lieber Full Focus auf YouTube. Wenn wir wollen, können wir alle paar Monate mal streamen, wenn sich's ergibt. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten, ja, ist das halt so. So, Leute, hier, die letzten paar Steine. Ein paar 1x1er setze ich da noch rein. Und dann gehen wir den nächsten Teil an. Ich sage jetzt nichts. Achtung, einfach genießen. Herrlich, so macht das Spaß. So, und jetzt können wir als nächstes das Ding angehen. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe irgendwo, ich muss mal kurz wieder aufstehen. Ich bin gleich wieder bei euch. Hier hinten habe ich doch irgendwo Brick Modifieds hingelegt. Oder bin ich jetzt... Ah, tatsächlich. Da, das ist mein Plan. Pass auf. Olivgrün, finde ich, passt sehr, sehr gut zu dem Grauton hier unten. Und bevor wir jetzt die ganze graue Wand hier einfach geradeaus weiterziehen, das machen wir sowieso, aber ich würde ganz gerne hin und wieder so Olivgrün hier mit reinsetzen.
weiß noch nicht, ob das geil kommt. Das werden wir jetzt feststellen. Das ist jetzt Plan. Wir bauen weiter. So, ich muss kurz ein bisschen umschichten hier, weil jetzt brauche ich nämlich gewisse Teile nicht mehr. Deshalb, die kommen nach hinten. Das muss nach vorne. Das kann weg. Und ich hoffe, dass der Rest an Teilen reicht, die ich da habe. Aber das wird sich dann früher oder später noch zeigen. Andreas, herzlich willkommen als Geldfälscher-Boss. Danke dir. Und wichtig ist immer, jetzt kann ich auch ein bisschen darüber labern, unterschiedliche Höhen für die Brick Modified, sonst sieht das blöd aus. Aber das wird es noch ein bisschen brauchen. Was meint er? Hier direkt mit der ersten, wisst ihr was, wir machen das direkt am Anfang. Wir machen das direkt jetzt zu Beginn, damit ich nämlich weiß, wie das aussieht. Und zwar würde ich ganz gerne die Brick Modifieds. Wo sind sie? Da hinten sind sie. Zwei Teile fehlen. Wo fehlen Teile? Habe ich hier oben was vergessen? Da fehlen zwei Teile. Oh mein Gott, da fehlen zwei Teile. Absolut Krise. Es tut mir leid. Ich fühle mich schuldig. So, alles behoben, oder? Alles behoben. Oh, ganz, ganz kritisch. Ja. Haben noch tatsächlich zwei Teile gefehlt. So, aber mein Gedanke wäre jetzt hier die Brick Modifieds reinzusetzen. Oh, ich bin vielleicht zu nah an der Wand, um sie zu bauen. Müssen wir jetzt mal gucken. Und jetzt da rein dann gleich. Die Frage ist, wie dicht das sein muss. Ich mach's einfach mal. Ich mach's. Wahrscheinlich mach's dicht, oder? Ist das jetzt. Ich weiß es gerade nicht. Ist das jetzt geschickt, das so zu bauen, oder mache ich das gerade falsch? Da. Ich probiere das jetzt gleich mal aus. Also ich bereite gerade hier, ich muss mal kurz gucken, warum ist das Bild so schlecht? Och nee, ist schon wieder mies. Ja, okay, okay, ich sehe schon. Wisst ihr was? Wir probieren jetzt was aus. Achtung! Ja? Ja, was meint er? Besser oder was? Ja, das richten wir auch noch mal kurz aus. Und jetzt habe ich halt selbst keinen Platz mehr. So, muss ich noch mal kurz rumdrehen. So, ich bin gleich wieder bei euch. Ich werde seekrank. Ja, okay. So, ich muss hier gerade selbst. Okay, wisst ihr was? Ich gönne euch mal ganz kurz. Da oben. Seht ihr das? Auf dem. Oh Mann. Auf dem Laptop, auf dem Haus ist der Laptop drauf und lese ich auch mal den Chat. Und jetzt gerade habe ich das Bild offen, damit ich nämlich gucken kann, wie es da aussieht. So. Bitte nicht so schütteln, hab gerade gegessen. Es tut mir leid, Leute. Auch nicht, würde ich niemandem empfehlen. Oh, warte, ich muss hier noch einmal kurz rumgehen. Es wackelt noch ein bisschen. Würde auch niemandem empfehlen, das mit VR-Brille zu schauen. So, jetzt, schaut mal her. Jetzt ist auch, das ist das Gute, auch wenn die Auflösung schlecht ist, kann man es jetzt erkennen. Mir geht es um diese Brick Modifieds hier. So, und jetzt mache ich wieder den Chat auf, weil da habe ich bestimmt irgendwas verpasst in der Zwischenzeit. So, wie viele Teile liegen auf dem Boden? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt einiges mittlerweile. Jedenfalls habe ich jetzt vor, in diese Brick Modifieds. Ah, guck mal, gut, dass ich das teste. Daran hatte ich natürlich nicht gedacht. Oder geht das schon? Ne, ich muss das mit ein bisschen Abstand einbauen. Okay, 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 okay. So, wir kümmern uns drum. Gut, dass ich das jetzt teste und nicht am Ende erst. Ah, das ist, hier ist echt null Platz mehr. Also wenn das wackelt, ich kann nichts dafür. Muss mal kurz schauen, ob man das hier erkennt. Ja. Hier rein. Da. Muss mal kurz so rumschieben. Ich glaube, so können wir es besser sehen. Ja. Ja, ja. Da in die Löcher kommen jetzt auf jeden Fall diese kleinen Bepflanzungsdinger rein. Ich glaube, wir können weiterbauen. Wir haben jetzt alles aussortiert soweit. Und das wäre jetzt eben der Plan, hier so ein bisschen Farbe reinzubringen, aber ohne, dass die Farbe zu aggressiv wirkt. Das war ja eine Sorge, die ich hatte. Ich glaube, man sieht jetzt im Speedbild kurz, wie ich das Handy hier reinschiebe. Das ist jetzt natürlich maximal lost, deshalb wollte ich die Kamera noch mal kurz versetzen. Und zurück zum Chat. Ton ist jetzt auch viel besser. Ja, oh lol, okay, das kann natürlich sein, weil ich jetzt einfach näher an der Ding sitze.
Hauptsache, ja, wenn das jetzt alles besser ist, dann ist das gut. Das freut mich natürlich. So, ich werde direkt von Anfang an diese kleinen olivgrünen Dinger hier reinsetzen, damit ich nämlich prüfen kann, wie das aussieht, wie viel Abstand ich lassen muss, bevor ich jetzt hier irgendwas baue, was ich mir vorstelle, was dann aber doch nicht funktioniert. Und der hier kommt schon direkt raus. Das ist zu eng. Das ist beim besten Willen zu eng. Bau schneller. Ich geb mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Aber das hier ist, jetzt seht ihr ja wenigstens mal, wie lange die Videos immer brauchen. Das hat ja auch Vorteile. Das hat ja auch Vorteile. Und vor allem, es sind ja immer diese Experimentiersachen, die immer so lange brauchen. Das ist ja heute noch ein relativ zügiger Baufortschritt, nachdem ich ja hier genau gewusst habe, was ich mache. Aber, ja doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Ja, keine Geduld mehr, diese Jugend von heute. So ist es, so ist es. Ja, ich glaube, aber das ist eh diese TikTok-Thematik. Ich hatte ja zwischendurch mal ausprobiert, auf TikTok was zu machen. Habe ich aber abgebrochen, weil die Leute, die von TikTok auf meinen YouTube-Kanal gewechselt sind, haben keine Geduld mehr gehabt. Das war unfassbar. Die waren so ungeduldig. Videos müssen schneller geschnitten werden. Haben nach 2 Minuten, ich habe ja alle möglichen Statistiken von YouTube, haben nach 2 Minuten den Stream beendet und abgebrochen und nicht mehr weitergeschaut, weil die Jugend von heute, wie man so schön sagt, halt einfach. Keine POV, du schreibst eine Nachricht in den Chat und Bob reagiert. Ist das so? Es ist immer zufällig. Ich gucke halt einfach nur kurz auf den Chat drauf und dann, wenn mir was ins Auge springt, lese ich das vor. Ja, jedenfalls die Leute von, also die Jugend von heute ist, glaube ich, so ein bisschen durch TikTok halt einfach keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Ich glaube, das ist das Hauptthema. TikTok ist eine Sache für sich, ja. Ich glaube trotzdem, dass einige, die jetzt hier im Stream sind, auch hin und wieder mal TikTok verwenden. Und sind wir mal ehrlich, TikTok am Klo hat schon was. Aber man muss halt einfach auch wissen, wann genug ist. So, ich muss hier zack rumklicken, muss nur gucken, wie das Bild ist. Deshalb bin ich, wenn ich kurz still bin, dann liegt das daran, dass ich irgendwas einstelle, wo ich gerade noch was gucken möchte. Was sind Abandoned Projects in deiner Lego-Stadt? Ich würde mal vermuten, nur YouTube Shorts, ja gut, okay, YouTube Shorts ist das Gleiche. Ich würde mal vermuten, dass die Kathedrale als Abandoned Project zählt. Lieber Tic-Tac als TikTok, genau. Die aktiv TikTok am Klo, genau. Die TikToks vom Klo posten, so ist es. Das Problem ist, es hat einen riesen Nachteil, wenn man YouTube am Klo schaut und dann das so Seven vs. Wild ist, wo du dann 1 Stunde hängst, ist halt schwierig. Kann man auch gemütlicher schauen, oder? Was meint ihr? Ah, da, jetzt kommen die Dinger rein. Zack. Oh, das sieht nice aus. Das sieht ja viel besser aus, als davor war, aber der muss nochmal raus. Der muss nämlich zuerst hier auf der Seite rein. Sorry, dass ich gerade wieder so konzentriert bin. Und jetzt ist halt die Frage, ob die Lücke zu groß ist. Und ja, die Lücke ist zu groß, das sehe ich schon. Das wird ein Problem werden. Müssen wir mal ein bisschen was umbauen. Ja, Seven vs. Wild, beste Serie, aber selbst am Klo zu lang. Das sehe ich auch so. Irgendwann, kennt ihr das, wenn ihr so lange auf dem Klo seid, dass dann irgendwann anfangen, eure Beine einzuschlafen. Beine taub, ja, steht eh schon im Chat. Ja, Mann. Das ist immer, da weiß man, dass man so zu lange am Klo war. Wenn man sich so vorne abstützt mit den Ellbogen und dann irgendwann die Beine einfach so abgeklemmt sind vom restlichen Blutkreislauf und man irgendwann so feststellt, huch, jetzt war dann genug. TikTok und YouTube und wie auch immer für heute auf dem Klo. Man unterbricht den Blutfluss, ja, das ist das Problem. Leute, einfach noch hier einfach irgendwelche biologischen Analysen. Aber Hörbuch, das kann man ja noch nebenbei machen. Das Problem ist ja,
wenn man dann Hörbuch, da kann man ja auch einfach so andere Dinge dann nach dem Klo nebenbei noch machen. Aber im Videoschauen musst du halt auch noch irgendwie aufs Bild schauen. Und wenn man es in seiner Hand hält, dann ist immer kritisch. So, jetzt Themawechsel. Genug TikTok am Klo. Oh, nein! Der Eimer Einsatz, der ist da gerade da hinten rein. Der ist weg. Also den kriege ich nicht mehr wieder. Der ist aber mal sowas von hier wieder schauen und reingehauen. Der hat sich verabschiedet. Seht ihr hier diese Lücke, die da schon zustande kommt? Ich muss mal rüberklicken kurz. Ja, man sieht es, glaube ich. Wird halt auch wieder belastend werden. Das muss ich auch wieder oben irgendwie übergreifend machen, oder? Ach, da kommt oben eh der Zaun hin. Passt. So. Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt, wo wir gerade die ganze Zeit vom Klo sprechen, auch gleich mal aufs Klo gehen. Wenn ich das Ding fertig habe, dann gehe ich aufs Klo. Weil wir werden jetzt noch hier weiter streamen. Aber dann dürft ihr nicht flüchten. Wenn hier jetzt einfach nur eine schlecht aufgelöste Lego-Stadt vor euch steht, müsst ihr einfach dann kurz durchhalten. Und danach bauen wir dann weiter. Zack. Na. Geht das da rein? Perfekt. Was ich mir zu Weihnachten wünsche, boah, ganz ehrlich, das ist, ich glaube, es belastet mir, was zu schenken, weil Lego habe ich halt null Nerv, dass man mir Lego schenkt, weil ich das halt selbst auswählen muss. Und ja, gut, ja, ich muss halt auch steuerlich absetzen und so Blödsinn, das heißt, es hat null Sinn, mir Lego zu schenken. Und ansonsten, diese ganzen Skigeschichten sind halt zu teuer als Weihnachtsgeschenke. Was würde man mir mit Tourenski schenken? Das Zeug kostet halt unglaublich viel, das ist immer ein bisschen belastend. Ja, ja, wenn ich jetzt aufs Klo gehe, dann schaue ich gleich TikTok, genau, dann bin ich kurz mal 2 Stunden weg. Ja, ihr habt das schon erkannt. Ja, oh, perfekt. Was ich auch Leute denken müssen, wenn ich jetzt gleich... Ja, ich habe aber auch kein OBS oder sowas, ich streame halt auch einfach vom Handy aus. Das heißt, wenn jetzt gleich neue Leute reinkommen, dann sehen die eine schlecht aufgelöste Lego-Stadt und hören Rauschen im Hintergrund und das war's. Und dann nach 5 Minuten eine Klospülung. Nee, so spät hoffentlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Mikrofon muten, genau. Nee, einfach mit aufs Klo nehmen. Aber halt so filmen, dass man nichts sieht. Eieiei, Leute. So, was meint er? Ist das hier zu dicht? Passt das so? Ich glaube, es sieht schon nice aus, aber das hier ist ein bisschen verschoben, sehe ich gerade. Na. Das wird noch ein gutes rumgefriemelt werden hier mit dem Zeug. Oh mein Gott. Ja, es wird noch lustig werden. Ich glaube, ich teile das jetzt auf, dass das nach oben weitergeht. Brauchst eine GoPro, ja, ja. Ey, die Gesprächsthemen heute im Stream sind auch wild. Vielleicht nehme ich den Stream doch lieber offline danach, oder? Ah. Aber ich glaube, Olivgrün ist auch das Richtige. Aber wenn jetzt hier wieder das gleiche Grün wäre, was ich sonst überall verwende, da oben, oder dieses hier etwas hellere Grün, was so günstig ist, ja, es wäre glaube ich, auch nicht so das Wahre. So, mal kurz schauen, wie das aussieht. Wenn jetzt nämlich hier, wo sind die nächsten beiden Dinger? Da. Ja, doch, das passt gut. Das sieht gut aus. Und dann, wenn wir das jetzt erledigt haben, obenrum den Spaß verbinden. Was fehlt da noch? Da fehlen noch zwei Schichten fehlen noch. Das ist ein bisschen schade, weil sonst hätte ich jetzt nämlich einen Brick verwenden können. Das wäre schneller gegangen. Du musst noch irgendwo Akkordeonspieler hin. Gibt es einen Akkordeonspieler aus Lego? Nicht, oder? Oder halt so ein Akkordeon aus Lego? Hä? Sag jetzt bloß. Achso, das war nicht runtergedrückt. Ja, Entwarnung. Fehlalarm. Alles entspannt. Alles entspannt hier. Jetzt werde ich das Ding noch kurz verbinden. Zack. Rüber. Jetzt setze ich dann gleich das Ding drauf. Und wenn wir das erledigt haben, dann werde ich kurz aufs Klo gehen. Und danach geht es dann weiter. Das schaffen wir heute noch fertig zu bauen hier. Muss ich kurz umdrehen, deshalb raschelt. Zack. Achtung. Ja. Und ich habe leider oben nicht das Ding. Das ist halt auch wieder schwierig. Aber nachdem der Stream eh so schlecht aufgelöst ist, sieht man das fast nicht. So, jetzt, ohne dass ich hier die Kamera abräume, weil ich nämlich hier sonst, ne, geht sich das aus? So, Leute, ihr müsst jetzt durchhalten. Wir haben aktuell, so wie viele Zuschauer sind gerade? Sind 2000 Zuschauer. Ich gehe jetzt aufs Klo, bin gleich wieder da
Und dann bin ich mal gespannt, wie viele noch da sind. Wie viele jetzt sich eine schlecht aufgelöste, leere Lego-Stadt anschauen. Und ihr könnt jetzt auch aufs Klo gehen, das passt natürlich perfekt. So, ich bin wieder da. Wie viele haben durchgehalten? Ja, das waren 100 Leute. Das geht ja. Das ist überschaubar. 100 Leute haben es nicht durchgehalten. Aber an Rest von euch, stark. So, jetzt muss ich kurz hier zur Seite. Ah. Ja, so schnell war ich noch nie am Klo. Fast alle. Ja, richtig so. Richtig so. Wir bauen weiter. Jetzt kann ich auch wieder konzentrierter bauen. Das war jetzt... So, ohne TikTok, tatsächlich. Hände gewaschen, ja, ja, natürlich Hände gewaschen. Ich glaube, die sind noch nass, aber ja, bei der Auflösung sieht man eh nichts. Wir haben natürlich wieder keine Handtücher da. Klassiker. Werbepause Ende, genau. Einfach mal kurz den Stream refreshen in der Zwischenzeit für die extra Werbeeinnahmen. Ich glaube, es wird sogar gehen. Aber tut euch das nicht an, dann müsst ihr nochmal Werbung schauen. Das würde mich mal interessieren, jetzt wo wir hier in gemütlicher Runde sind. Verwendet jemand von euch, warte, ich räume hier gleich das Ding um, ich muss kurz umbauen. Bin gleich wieder konzentriert bei euch, aber sonst räume ich gleich den ganzen Stream um hier. Ups. Ja, passt. Ich habe ja so einen Rollstuhl, ja genau, Rollstuhl wahrscheinlich, so einen Schreibtischstuhl. Und da ist halt gefährlich, dass ich euch da abräume. So. Was wollte ich gerade fragen? Ja, genau. YouTube Premium. Verwendet ihr oder nicht? Das würde mich mal echt interessieren, weil demnach zu urteilen, was man an Umsatz macht von YouTube Premium, verwendet das halt keine Sau. Keine Sau. Haben wir die Spülung echt gehört? Das wundert mich. Nee. Ah, okay, passt. Nee, passt. Das ist relativ eindeutig. Ja, ein paar vereinzelte Ja's. Okay. Nee, ich habe nämlich, das Ding ist halt, lohnt sich, glaube ich, dann, wenn man halt kein Spotify hat. Logischerweise, weil du halt YouTube Music dabei hast. Das ist quasi wie Spotify, nur mit ein bisschen schlechteren Playlists. Die muss man sich halt selbst machen. Aber ich glaube halt tatsächlich, also ich meine, gut, ich verwende halt auch so viel YouTube, dass es sich bei mir lohnt. Und obviously als YouTuber kann ich es halt nicht unterstützen, dass man Adblock verwendet. Heißt nicht, dass ich früher nicht auch Adblock installiert habe, aber an der Stelle Kuss, wenn ihr Adblock auf meinem Kanal deaktiviert. Nee, aber so vom Ding her, es hat sich gelohnt. Ich könnte nicht mehr ohne YouTube Premium. Spotify Premium, ja. YouTube Premium, nee. Ja. Also es, sagen wir mal so, es lohnt sich, wenn ihr Spotify nutzt und viel auf YouTube seid. Dann lohnt sich, glaube ich, von Spotify zu wechseln und dann dafür den Aufpreis bei YouTube Premium zu zahlen. Weil es halt, ja, ich finde es halt einfach praktisch. Also dieses Ding, keine Werbung mehr zu haben auf YouTube, macht so einen Unterschied. Boah, ist das hier eng zu bauen. Das ist halt das Problem, weil das hier leicht nach vorne gedingst ist. Eigentlich müsste ich die Stadt so einen Millimeter nach hinten schieben. Das mache ich dann mal, wenn ich nicht live bin, aus Sicherheitsgründen. Ja, stimmt.
hier mit dem Download, das ist natürlich sau praktisch. An sich, wenn man ein gutes Netz hätte, könnte man ja überall YouTube schauen. Also ganz kurz, damit wir alle Nicht-YouTube-Premium-Nutzer mit reinholen ins Gespräch. Wenn man YouTube-Premium hat, kann man sich innerhalb der YouTube-App, die dann auch offline funktioniert, Sachen downloaden und die dann eben offline anschauen. Und vor allem macht YouTube mit diesen Smart-Downloads auch so, dass du quasi eine Handvoll Videovorschläge immer offline parat hast. Was halt praktisch ist, wenn man viel mit der Bahn fährt, wo halt immer Drecks Internet ist, dann kann man nämlich ganz entspannt da sich irgendwelche Videos anschauen, ohne dass man ständig dieses Gelegge hat. Nee, also das finde ich schon, das finde ich tatsächlich ganz praktisch. Und an sich, was ist denn da los? Wieso steht es denn so komisch raus? Oh, ist das das Ding, was dahinter gefallen ist? Das wäre ja katastrophal. Wenn ihr euch erinnern könnt, mir ist gerade eben ein Stein dahinter gefallen. Ich glaube, der hängt da. Hängt der da? Ich weiß es nicht. Ja, ich kümmere mich nach dem Stream drum. Aber ich glaube, da hängt noch irgendwas fest. Ach, das ist ja lästig. Also das ist ja komplett lästig. Naja. Bitte schließe den Riss in der Mauer. Guck mal, das Problem ist, hier sind, ich glaube, das ist der Stein, der dahinter hängt. Ich gebe dir, warte, ich mache mal eben Stream auf, damit ich sehe, was ihr seht. Hier, genau, hier dieser Riss. Ich habe eigentlich obenrum das Ding verbunden. Das heißt, es sollte theoretisch reichen, dass der Riss dicht ist. Aber das Problem, was ich jetzt habe, boah, es ist hier echt ein bisschen komisch zu bauen gerade. Das Problem, was ich habe, ist, dass dahinter ein Stein klemmt. Aber den mache ich jetzt nicht im Stream raus, weil dann wäre hier komplettes Chaos und für Speedbuild wäre es auch nicht gut. Das mache ich danach dann in Ruhe. Und wenn das dann, wenn der Stein da hinten draußen ist, dann glaube ich, ist der Riss besser. Bin mir aber nicht sicher, weil auf der anderen Seite, ich habe ja hier drüben auch einen Riss hinter dem Kutter, aber ich verstehe jetzt nicht wieder alles. Da ist auch ein kleiner Riss. Den habe ich hin und wieder, habe ich hingegen besser zugebaut. Also ich weiß es nicht, woran es liegt. Wir machen direkt hier oben, damit das nämlich stabil ist, den Zaun drüber. Und so arbeiten wir uns jetzt hier einfach die Runde rum, oder? Was meint ihr? So. Head Production sehe ich gerade. Upgrade, aufgeschmierter Polizist, danke dir. Gerade genau wieder in den Chat gewechselt, weil ich da war. So, und die nächste Frage an euch, und danach können wir wieder über irgendwas reden. Hier hinten auch nochmal, oder das noch erweitern. Was meint ihr, wie viel Olivgrün soll hier noch rein? Also ich würde jetzt hier oben das noch so ein bisschen nach hier erweitern, aber bin mir nicht sicher, wie viel ich noch insgesamt reinhauen möchte an Olivgrün. Sieht zwar nice aus, aber ich glaube, übertreiben sollte man auch nicht. So, wir bauen jetzt mal wirklich weiter. Reicht? Passt, reicht. Ist mir auch insofern ganz lieb, weil es halt einfach ewig braucht. Bin ich euch einfach mal ehrlich. So, der dahin. Ja, vereinzeln würde ich nicht machen. Weil es muss immer dann so ein Bereich sein, von dem ausgehend das wächst, damit das gut aussieht, glaube ich. Also zu vereinzeln würde ich das echt nicht machen. Aber ja, das wird schon. Das wird schon. Nein. Na. Matrose ist schief. Ich stelle ihn auf. So, jetzt steht er gerade. Bitte sehr. Wollen wir doch nicht, dass hier irgendwelche Leute in Schieflage geraten, oder? Ach so, vor die Fuge stellen, meinst du? Ja. Hier. Hey, bester Kommentar aus dem Chat. Wo ist der Riss, Leute? Was ist los? Gibt keinen Riss mehr. Ah, das ist mal ein guter Kommentar gewesen, muss ich ja zugeben. Na, so fühle ich das. Und jetzt gibt es auch keine Beschwerden hier mehr im Chat. Ja. Stimmt, wir könnten noch jemanden machen, der da reinpinkelt. Popeye. So, jetzt könnt ihr mal wieder. Ihr könnt mal wieder hier Fragen stellen, Leute. Ich bin jetzt hier. Ah, da ist eine Nachricht von einem Mitglied. Hey, was? Ja, oh, es läuft weiter. Ich finde es echt cool, was du hier machst. Respekt, weiter. Danke dir. Danke dir, danke dir. So, und da fällt mir wieder alles auseinander. Ja, ich lasse diese Efeu-Olivgrün-Dingserei sein, weil das ist mir jetzt auch zu lästig. Stelle ich gerade fest. Das passt für die Ecke hier. Aber jetzt ist dann auch wieder gut. Weil das, da geht schon wieder auseinander, das Zeug.
Das macht's anstrengend gerade. Der Matrose kann betrunken sein, ja, das kann man eigentlich machen. Ob ich jetzt öfter streame, ich weiß es nicht. Ich muss einfach mal gucken, wie es jetzt läuft. Wenn ich Projekte finde, die ich streamen kann, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, hundertprozentig. Aber das ist ja das, was ich gerade eben gemeint habe. Ich kann nicht jedes Startup-Update mitfilmen, weil wenn ich da die Hälfte der Zeit damit verbringe, in meiner Cross-Kiste rumzuwühlen, dann ist das halt nichts, was ich mitstreamen könnte. Muss ich, glaube ich, nicht erklären, warum. Nein, wo ist mein Teiletrainer hin? Teiletrainer, wo bist du? Ah, er versteckt sich. Er versteckt sich. Das ist natürlich fatal. So, hier ist nämlich noch so ein Riss, deshalb habe ich hier gerade mich so lange aufgehalten. Das ist zugebaut, hier kommt wieder der drauf. So, und jetzt machen wir ein letztes Ding hier oben noch hin und dann haben wir da unser Efeu-Geranke und das war's. Mehr mache ich hier nicht mehr hin, weil dann wird es irgendwann nämlich echt zu lästig. Bau das Café von Friends ein. Das Problem ist da wieder so ein Maßstab-Ding. Wenn man jetzt wirklich das von innen macht, das wäre das Interessante, dann würde das halt zu viel Platz schlucken. Das ist das Problem. Bin so gespannt, wohin sich die Stadt im neuen Museum noch entwickelt. Alles scrollt wieder. Bei den ganzen Highlights, die es jetzt schon gibt. Ja, ich bin auch mal gespannt. Das Ding ist, ich weiß ja selbst nicht, wenn ich Projekte starte, ich bekomme das ja alle nicht mit. Ganz oft habe ich das Problem. Ich starte mit einem Ding, bin erst begeistert und dann baue ich und baue ich und baue ich und dann kommt irgendwann die Phase, wo ich feststelle, dass es scheiße aussieht. Und dann, das sind halt Sachen, die ich nicht mit ins Video schneiden kann. Zum Beispiel, wenn ihr wüsstet, wie viele Anläufe ich für die Tram, die jetzt steht, wie viel ich da gebraucht habe. Eieiei. Hat schon ein bisschen gebraucht. Es gibt mittlerweile 8 Cafés von Friends. Was? Von Lego? Vielleicht habe ich auch irgendwas im Chat verpasst. Straßenbahn, U-Bahn. Lukas, willkommen als geschmierter Polizist. Danke dir. Ob ich mit dem Digital Designer arbeite? Überhaupt nicht. Ich baue das alles nur mit Steinen, die ich vor Ort habe. Und ich kann euch sagen, warum. Aktuell ist natürlich das Problem wieder verstärkt. Meine Bestellung bei Lego von Black Friday und vom doppelten VIP-Wochenende ist beides noch nicht losgeschickt worden. Warum ich da bestellt habe, ist halt einfach, weil es da gerade günstig war und gewisse Steine nicht auf Bricklink verfügbar waren. Moment mache ich ja wirklich immer so, dass ich teilweise ergänzend zu Sachen, die ich eh schon hier habe, immer mal wieder Steine nachbestellen. Aber wenn ich jetzt mit Digital Designer arbeiten würde, dann müsste ich Sachen Monate im Vorhinein planen, weil ich dann ja, weil ich die Sachen ja für die Videos brauche. Und dann, sagen wir, ich habe jetzt ein Modell fertig im Digital Designer. Da muss ich erstmal gucken, dass ich die Steine rausfinde, wo es was am günstigsten zu kaufen. Das wird eine Mischung aus Pick a Brick und verschiedene Bricklink Stores werden. Bis die ganzen Sachen da sind, insbesondere wenn da irgendwelche Sondersteine dabei sind. Also, wie heißt es nochmal? Nicht, was war es? Wie heißt es? Bestseller. Bestseller hieß es, genau. Die Bestsellersteine bei Lego. Die Nicht-Bestsellersteine sind ja immer die, die so lange brauchen. Und wenn man dann eben diese besagten Nicht-Bestseller-Steine bestellt, dann braucht das immer ewig. Das Problem habe ich jetzt aktuell beispielsweise mit meiner Pick-a-Brick-Bestellung, mit meiner letzten, die einfach nicht ankommen will und ich bräuchte die eigentlich für die nächsten Videos. Und wenn ich jetzt Sachen designe und darauf warte, dass Bestellungen ankommen, beziehungsweise darauf angewiesen bin, dass die rechtzeitig da sind, boah, Leute, da wär so Land unter bei den Lieferzeiten von Lego, das kann man sowas von vergessen. Graffitis müssen auf die Wand, ja, eigentlich würde das schon echt gut passen hier unten, ihr habt absolut recht. Ich meine, man kann das Thema immer noch irgendwann angehen, wenn man sich so bedruckte Steine hier verholt. Aber jetzt aktuell, ich muss halt, das ist die nächste Sache. Ich bin erstens im Moment noch, ich bin noch am Hadern, ob ich hier irgendwelche Graffitis oder Drucke einbauen möchte. Was ich halt auch schon echt enjoye, ist dieses nur mit Lego irgendwelche Schriftzüge reinbauen, wie in der Westernwelt beispielsweise. Das finde ich eigentlich immer die schönste Herausforderung. Aber es gibt halt so viel mehr Leben und so viel mehr Realismus dazu, wenn man dann irgendwelche bedruckten Schilder mit Straßennamen oder was weiß ich hat. Das wäre schon klasse. Jens Zoo ist jetzt auch ziemlich häufig als Vorschlag gekommen, sehe ich die ganze Zeit. Immer wieder ploppt Zoo auf. Aber Zoo werde ich erstmal nicht angehen. Irgendwann vielleicht, aber
zu, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es viele Leute bauen in ihre Stadt, aber irgendwie reizt mich da nicht so viel dran, an dem Zoo. Ah, der Chat wieder am Start hier. Eine Taurus-Anleitung? Ob es die mittlerweile gibt oder was? Nee, ich bin halt, das ist auch wieder so eine Geschichte. Anleitung bauen schluckt Zeit. Die Zeit fehlt mir dann beim Lego bauen. Das ist immer das Problem. Naja. Siehst du eigentlich auch einen Containerhafen in der neuen Stadt vor? Wenn sich der Platz findet, das Problem ist, also ich weiß es ja nicht, ob ich Container bevorzugen würde über Strand. Ich glaube, das hängt dann einfach davon ab, wenn man das schafft, den Güterbahnhof zu kombinieren mit nochmal einem Hafen, wo dann Güter geladen werden, bin ich dabei, so einen fetten Industriehafen rein, auf jeden Fall. Aber aus aktueller Sicht, glaube ich, würde ich erstmal einen Strand bevorzugen, bevor ich einen Industriehafen oder Güterhafen oder wie auch immer angehe. Na, jetzt habe ich es falsch rum eingebaut hier. Ich bereite die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man das? Nee, ich glaube, man sieht nur so ein bisschen meine Hand hier. Ich bereite hier immer so kleine Stücke vor, die ich dann eben einsetze. Und wenn ich Chat lese, parallel, dann passiert es immer mal wieder, dass ich einfach die Brick Modifieds hier mit dem Mauerwerk umgekehrt vorbereite. Na, ich glaube, ein bisschen schneller wäre ich noch, wenn ich nicht nebenbei streamen würde. Und es ist schon doppelt anstrengend, das muss ich auch dazu sagen. Normalerweise wäre es ja immer so, dass ich jetzt gerade am Musik hören bin, Musik mitsinge oder gerade irgendeinen Film schaue nebenbei, Podcast, Seven vs. Wild, wie auch immer. Und wenn man jetzt parallel dazu, dass man hier konzentriert arbeiten, am Bauen ist, noch redet, merke ich schon teilweise, dass das Bauen darunter leidet. Aber deshalb machen wir ja sowas, was hier so aufgelegt ist. Das passt ja alles. Und der letzte Stream ist, glaube ich, über ein Jahr her oder sowas. Wart ihr beim letzten Stream schon dabei? Vor einem Jahr oder was? Das würde mich mal generell interessieren. Wie viele, weil es sind ja über die letzte Zeit ist ja ziemlich viel, sind ja ziemlich viele neue Leute auf den Kanal gekommen. Aber witzigerweise, ja, sehe ich schon. Sehr gut. Alle schon am Start gewesen. Das ist das, was ich vermutet habe. Der Abstimmung, wir machen mal wieder eine Abstimmung. So. Umfrage starten. So. Beim letzten Stream schon dabei nachgewiesen. Und fragt deine Community. Jetzt aktualisiert der ganze Spaß wieder. So, und jetzt könnt ihr abstimmen. Jetzt bin ich gespannt. Weil ich vermute nämlich, dass diese ganz, ganz krasse Core-Zielgruppe unserer Community, sprich die Museums-Updates verfolgen, die im Stream mit dabei sind, dass da tatsächlich noch nicht so viele neue Leute dazugekommen sind in der letzten Zeit. Was, 50%? Ich hätte es fast mit 70 oder sowas gerechnet. Okay, krass. Habe ich falsch eingeschätzt. Da sind ja doch ein Haufen neuer Leute dabei. Oha, okay. Ist das zu weit, meint ihr, mit dem Efeu-Krempel hier? Na, ich lasse es so. Der bleibt noch. Aber da ist jetzt Ende. Da ist wirklich Ende. Mehr als das baue ich nicht mehr. So. 50-50 oder was? Krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Hauptsache, die Balken sind nicht auf 50-50, aber es steht 250 da. Perfekt. So, und ich will nicht zu viele von diesen Mauerwerksteinen hier reinbauen. Ich werde gleich mal die Kamera ein Stück rumschieben, dann habe ich auch mehr Bewegungsfreiheit. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt mal mache. Obwohl, für euch ist eigentlich gerade die Kameraeinstellung ganz angenehm zu gucken, oder? Hm. Ja, ich lasse noch ein bisschen so stehen, dann greife ich halt hier rum. Blockiere ich da zu viel, wenn ich hier reingreife? Das geht eigentlich auch, oder? Ja, lassen wir so. Da sieht man nämlich wenigstens mal, was ich baue. Ich glaube, das war davor nicht ganz so der Fall. Ich kann leider auch nicht zoomen mit dem Ding. Das wäre natürlich auch krass, dass ich einfach, wenn ich einfach reinzoomen könnte, dann wäre es, glaube ich, auch angenehmer zum Zuschauen. So, ich mache wieder das Chat auf, anstatt mir hier selbst meinen eigenen Stream zuzuschauen. Irgendwie ist es immer witzig, wenn man sowas baut und dann sieht man ein paar Sekunden später mit der Verzögerung, wie das dann gesetzt wird. Nee, da mache ich einen anderen Stein hin. Kenne den Kanal erst seit ein paar Monaten.
Das ist tatsächlich, also ich glaube, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das war plötzlich war so ein Sprung mit den Update-Folgen, wo die Leute dann, wo es einfach wirklich, das war so sprunghaft. Von jetzt auf gleich waren einfach mehr Aufrufe im Schnitt da. Keine Ahnung, woran es liegt. Und auch keine Ahnung, erstmal danke an der Stelle, das letzte Video war random in den Trends. Keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung. So von den Statistiken her war das jetzt nicht so viel besser. Aber auf einmal sehe ich in den Kommentaren, jo, einfach Trends. Ja, YouTube-Algorithmus hat zugeschlagen. Ja, safe. Also manchmal, ich bin jetzt doch schon ein bisschen dabei. Und ich meine ja auch, gerade mit dem englischen Kanal, den YouTube-Algorithmus mittlerweile in einigen Punkten gut nachzuvollziehen und zu verstehen. Aber er belehrt mich jedes Mal oder regelmäßig eines Besseren. Ah. Kommt bald ein Boot? Weiß ich noch nicht, ob ein neues Boot kommt. Aber das Ding ist halt folgendes. Ein leerer Hafen ist so wie leere Straßen. Da fehlt dann halt einfach irgendwas. Und so gesehen müsste ich eigentlich schon das Thema Boot angehen. Aber wenn dann so segelschiffmäßig, glaube ich. So, wir machen hier mal... Ob ich Stein auf Stein kenne? Natürlich kenne ich Stein auf Stein. Du hast schon mal ein paar Mal in echt getroffen. Jetzt hier bei diversen Messen, Lego Store Opening und so weiter und so fort. So, Nacht an alle Leute, die hier sich so verabschieden. Das kann man ja auch mal dazwischendurch drin sein. Na, jetzt geh doch da rein. Das regt mich auf hier. Ich werde nämlich auch langsam müde. Aber das machen wir noch in Ruhe fertig hier. Das machen wir noch ganz in Ruhe fertig. Und vor allem kann mir da niemand vorwerfen, dass ich nicht streamen würde. Oh, ein gelbes U-Boot. Das können wir eigentlich auch machen. Oder nur so diesen oberen Bereich von dem U-Boot, der rausschaut. Das wäre auch cool. Ja, jetzt sieht man, glaube ich, wieder das Problem. Wenn ich jetzt hier das wirklich nur so langweilig grau mache, das ist schon wichtig, hier das Ding drin zu haben, weil sonst ist das langweilig. Sonst ist das einfach langweilig. Und das ist das Problem, wenn hier die untere Dings zu weit raussteht. Ich muss eigentlich die ganze Stadt einmal nach hinten schieben. Oder, na, das halt nach vorne, das wäre die Alternative. Das Ding ist halt auch, ich habe es hier festgeklebt aktuell. Bin seit Folge 20 dabei, wirklich oder was? Das ist ja schon ewig. Also Folge 20 war ja noch Keller und nur Studium und sonst gar nichts. Und dann war irgendwann der Punkt erreicht in Corona, wo ich erstmal meine Mutter überreden musste, dass das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist, das hauptberuflich zu machen. Boah, was da los war. Das war kein einfaches Unterfangen, ich sag's euch. Da habe ich gut Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ich habe es immer noch nicht ganz geschafft, aber ich bin dabei. Ich gebe Mühe. So, das ist immer sehr zufriedenstellend hier oben. Ich drehe mich gerade wieder um, weil ich, falls es hier leise ist, ich muss gerade neue Dinger holen, neue Zäune. Krass, aber hätte ich zwischendurch nicht gedacht, dass wir jetzt doch noch alles fertig hier durchziehen. Muss ich ja uns mal hier loben. Und alle, die vor allem jetzt seit Anfang des Streams am Start sind und immer noch dabei sind, schon mal fettes Respekt für euer Durchhaltevermögen. Nein, wo sind wir gerade bei Nein? Was war? War dem letzten Stream schon dabei? Okay, krass. Umfrage beenden. Waren mehr Leute nicht dabei als dabei? Machen wir Umfrage mal zu. Ich glaube, das ploppt auch immer so auf, wenn man neu in den Stream reinkommt. Tatsächlich. Alle Folgen geschaut von mir. Da hast du dir aber was angetan. Da hast du aber mal wirklich was angetan. Ich glaube, seit der Videostil-Umstellung, wo ich jetzt wirklich auch nur noch ein Video die Woche poste, geht es besser, weil dann halt die Videos auch kompakter sind. Aber früher habe ich ja wirklich viel einfach so gegen die Wand gelabert, sage ich mal. Das war, glaube ich, schon anstrengend zum Zuschauen teilweise. Area 51 als Themenwelt. Oh mein Gott, wäre das geil. Also, wirklich jetzt? Das bringt mich gerade auf Ideen. Area 51 als eigene Themenwelt? Da hätte ich ja mal so richtig Bock drauf. Wo
Boah, jetzt ihr bringt mich noch auf Ideen, Leute. Ich weiß nicht, was mich daran reizt, aber das hätte halt vor allem die Flughafengeschichte abgehakt. Aber man kann halt Geschichten erzählen. Oder wenn wir in der Stadt einen Flughafen einbauen, dann ist das so ein Militärflughafen, wo irgendwelche Aliens geforscht werden. Wo wir so richtig... Ja, mit UFO, natürlich mit UFO. Natürlich mit UFO. Boah, ja, ey, Leute, ihr bringt mich auf Ideen. Aber wenn wir einen Flughafen machen, dann kommt da auf jeden Fall, auch wenn es ein normaler Flughafen ist, kommen da auf jeden Fall irgendwelche illegalen, vergeheimten FBI-Geschichten, ne? Wobei das ist gar nicht FBI, das ist wahrscheinlich eher Secret Service oder sowas. Auf jeden Fall irgendwelche Verschwörungstheorien bezüglich UFOs in der Area 51 kommen dahin. Ja, das ist nice, da habe ich Bock drauf irgendwie. Das ist nämlich auch gutes Storytelling. Ausrufezeichen sehe ich im Chat. Überbaue ich hier irgendwelche Baseplate-Grenzen oder was? Alter, Ausrufezeichen. Hier, von Susi. Die haben mich gerade gerettet. Wirklich. Wo ist die Grenze? Da ist die Grenze. Darunter, hier rein. So. Das hat mich halt wirklich gerettet gerade. Da geht's runter, dahin. Obwohl, das passt eh. Ja. Ja. Leute, das war wirklich die, also jetzt mal wirklich, die Ausrufezeichen haben mich gerade gerettet. Sonst hätte ich jetzt hier wirklich aggressiv Baseplates überbaut. Und jetzt beschwert ihr euch gleich wieder über die Risse, ich sehe schon kommen. Aber es muss sein, Leute, es muss sein. Ein kleines Opfer sind die Risse dafür, dass ich hier, wir stellen wieder Matrosen davor, so machen wir es. Aber glaub mir, das lohnt sich, so ein paar Risse drin zu haben, dafür, dass ich das leicht auseinander zupfen kann. Ja, oder wir machen halt einfach Area 51 in Kombination mit Mondbasis. Würde halt auch einfach unglaublich gut passen, oder? Mit so ein bisschen UFO-Sichtungen und keine Ahnung was allem. Ob es Fortschritte in einer anderen Fläche gibt, kommt dann als Update. Aber aktuell tatsächlich bezüglich Baufortschritt, also Real-Life-Baufortschritt aus dem Museum drüben, ist aktuell zögerlich, oben bei mir im Stadtraum, weil ich nämlich erst die Beleuchtung durchziehen muss. Und die Beleuchtung, ich hoffe, dass es bis nächstes Jahr, also Anfang nächstes Jahr wird es hoffentlich stehen, aber Beleuchtung ist schwieriger als gedacht. Vielleicht poste ich mal irgendwie so ein Shorts oder irgendwie sowas dazu, dass ihr ein kurzes Update bekommt. So viele Risse, ja mein Gott, paar Risse gehören dazu. Aber nächster Zaun, das ist immer zufriedenstellend. Wo ist er? Da ist der Zaun. Und, ach ne, das hat, oh mein Gott, das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Huch. Oh, mein Magen knurrt schon richtig mittlerweile. Jetzt langsam werde ich auch hungrig, muss ich zugeben. So, ich werde mal eben kurz schauen, wie das hier aussieht. Ich muss leider, auch wenn das eine angenehme Perspektive für euch ist, ich weiß, ich muss euch leider ein Stück nach drüben verschieben. Oh, ich kann mich rumdrehen. Sehr angenehm. Und ich darf hier nichts abräumen. Ja, doch, geht aber noch klar, oder? Geht noch klar. Sieht man, glaube ich, noch genug. Passt. So, jetzt haben wir wieder eine andere Perspektive am Start. Und das Ding bauen wir jetzt noch eben fertig rüber und dann haben wir es. Weil jetzt langsam bin ich echt hungrig. Mein Magen von jetzt auf gleich meldet er sich. Ich sag's euch. Nein, im neuen Raum wird nicht alles neu. Also wirklich, das hat ja Gründe, warum ich hier das alles auf Modulen baue. Ganz genau deshalb, damit ich das Ding jetzt so rausnehmen kann, wie es hier steht und drüben wieder aufbaue. Natürlich wird das, heißt es nicht, dass es kein Aufwand wird, das Zeug zu transportieren, ganz im Gegenteil. Aber es heißt zumindest, dass ich nicht von null auf alles neu zusammenschustern muss. Also so schlimm ist es dann zum Glück nicht. Ja, bitte keine Shorts, weil die Abo-Box überschwemmen. Fühle ich so hart den Kommentar. Wirklich, ich deabonniere teilweise schon Kanäle, weil es einfach nur vollgestopft ist mit diesen dämlichen YouTube-Shorts. Da krieg, das wirklich, ich krieg so's Kotzen. Du willst einfach nur entspannt
in deine Abo-Box reingehen, schauen, was sind für Videos da. Und dann ist alles zugemüllt mit YouTube-Shorts. Also wirklich, mittlerweile kotzt mich das auch so an. Man kann das auch nicht ausschalten, sondern du gehst dann in deine Abo-Box rein und kannst nicht sortieren nach, das muss ganz dringend passieren, dass du einen Klick einschalten kannst, zack, alle YouTube-Shorts raus. Das muss YouTube ganz, ganz dringend machen, weil diese Shorts-Geschichte nervt mich auch so hart an. Boah, den Kommentar fühle ich gerade zu 100%. Das ist so lästig. Und das ist auch der Grund, ich sehe ja immer, ja, da bin ich jetzt gespannt, was ihr schätzt, wie viele Aufrufe meiner Videos kommen im Schnitt aus der Abo-Box. Schätzt einfach mal eine Zahl in Prozent. Wie viel Prozent meiner Aufrufe kommen aus der Abo-Box? Und das wird bei anderen YouTubern sehr ähnlich sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. 30, 40, 9, 45, 40, 78, 78, 69, 3 auch dabei, 40, 85, aber Großteil zweistellig. Soll ich euch sagen, wie viele aus der Abo-Box kommen? Sind keine 10%. Sind meistens irgendwas um die 9, irgendwas Prozent. Was halt daran liegt, dass kein Mensch mehr diese dämliche Abo-Box verwendet, weil halt einfach nur zugemüllt ist mit YouTube-Shorts oder sowas. Das ist halt wirklich lästig mittlerweile geworden. Und es kommt halt dazu, du öffnest, das muss man fairerweise auch sagen, auf der einen Seite ist es YouTube Shorts, was die Abo-Box zumüllt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ihr habt meinen Kanal abonniert und öffnet jetzt YouTube. Und dann kommt aber normalerweise die Startseite zuerst. Und wenn YouTube jetzt weiß, ihr guckt jedes Video von mir, dann hauen die euch das Video direkt auf die Startseite, dann müsst ihr das nicht mehr über die Abo-Box schauen. Muss man fairerweise dazu sagen. Aber trotzdem, es ist halt wirklich so, dass ein Bruchteil der Aufrufe nur noch über die Abo-Box kommt. Deshalb, ich meine natürlich, wenn ihr jetzt den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert gerne mal an der Stelle. Aber an sich ist es nicht mehr so wichtig, weil ja jeder immer darauf plädiert, den Kanal zu abonnieren. Die Abo-Box ist nicht mehr wichtig. YouTube weiß mittlerweile auch ohne Abo-Box, was ihr schauen wollt. Ja, Shorts kotzen mich an. Fühle ich zu 100%. Also dieses Shorts-Zeug in der Abo-Box ist so lästig. Ja, ich mache dann extra keinen Shorts. Ich werde extra so eine Minute 5 hochladen, wenn ich euch ein Update zeigen möchte, damit es kein Shorts ist. Ja, ich bin mal gespannt, was die Abo-Box... Ja, ich glaube, natürlich bei uns hier die Zahl, als die jetzt gerade im Chat unterwegs ist, wird mit Sicherheit höher sein, die Abo-Box verwendet, als der random 0815-Zuschauer. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Großteil von euch mich schon abonniert hat, der jetzt gerade auch den Stream schaut. Und das ist jetzt nicht so, weil das ist schon hardcore, sich jetzt hier 3 Stunden reinzuziehen, wie ich in Echtzeit einen Hafen weiterbaue. Ist schon ziemlich hart, muss ich zugeben. Aber genau deshalb glaube ich, dass ihr gerade auch alle Abonnenten vom Kanal seid. Das heißt, von euch wird der Anteil höher sein, der in der Abo-Box unterwegs ist, als der Rest, der so auf YouTube unterwegs ist. Naja, aber trotzdem, also Abo-Box ist tatsächlich was. Bin mal gespannt, wie lange es die überhaupt noch gibt. Weil wird immer unnötiger. Schaut euch Trends an. YouTube-Trends. Mein aktuelles Video ist in den Trends. Oder war in den Trends. Für über 24 Stunden. Das hat null Unterschiede gemacht. Das hat null Unterschiede gemacht. Das ist kein Mensch. Was? Ausrufezeichen. Wo Ausrufezeichen? Nee, ich überbaue nichts. Hier Baseplate-Kante. Oder? Bin ich jetzt... Nee. Nein, ich überbaue nichts. Ungerechtfertigt. Wo? Wo überbaue ich was? Trollt ihr gerade? Trollt ihr mit den Ausrufezeichen? Tobi auch Ausrufezeichen drin. Leute, sag mal ganz kurz. Ihr trollt mit den Ausrufezeichen. Trollt ihr oder nicht? Ich kann es gerade nicht sagen. Ich baue mal hier hinten weiter. Aber nein, hier ist nichts überbaut, oder? Also ganz kurz an alle Leute, die nicht wissen, was gerade los ist. Ach, Zaun ist zu tief.
Oh, ich dachte, ich hätte was überbaut. Danke, schreib das rein. Ich hatte gedacht, das ist ja schnell behoben hier. Zack, Zaun gleiche Höhe. Danke, danke, danke. Ich habe gedacht, ich hätte hier was überbaut und war jetzt komplett lost gerade. Okay, okay. Alles easy. Danke, danke. Der Zaun. Ich habe schon gedacht, jetzt ist keine Ahnung, was los. Eieiei. Schau, das wäre mir alles. Das ist der Vorteil, wenn man im Stream baut. Wenn jetzt hier so 1000 Leute drauf achten, was man macht. Das ist der Riesenvorteil. Ich glaube übrigens, die 1x1er werden sich genau ausgehen bis zum Ende. Aber ganz genau. Das wird zwar eng werden, aber trotzdem. Wird passen. Ich muss nochmal ein paar Steine mir von hinten rausholen. Ja, mir wäre es auch nicht aufgefallen mit dem Zaun, nachdem der auch hier irgendwie hinter diesem Dings war. Da habt ihr aber schon ganz genau drauf geachtet. Aber mal ganz, ganz genau. Ja, ein bisschen Dreck im Untergrund. Ich hatte auch schon drüber nachgedacht, ob man das irgendwie noch auflockern soll. Auch hier hatte ich ja mal über Tan nachgedacht. Aber ich glaube, dann ist das einheitlich besser. Und dann dafür hier so ein bisschen Olivgrün drin. Ich glaube, das kommt schöner. Bin auch mal gespannt, wie jetzt dann das Speedbild danach wird. Ich glaube, man sieht nämlich die Hälfte der Zeit das Handy vom Stream in der Dings drin. Ja, ich muss aber ganz dringend was essen. Du hast absolut recht, Mario. Ich bin so hungrig gerade. Aber so hungrig. Wenn das Ding durch ist, ich werde sofort was essen. Weiß, ich habe sogar hier so guten 5-Euro-Lieferando-Gutschein. Kann sein, dass der heute Abend dran glauben muss. Dorfkirche reicht? Ja, ich glaube auch. Das Problem ist, hat niemand gesehen. Hä? Das ist mir jetzt zum dritten Mal passiert. Wirklich zum dritten Mal hätte ich jetzt fast diesen Zaun zu tief eingebaut. Aber hier, Baseplate-Kante. Wir widmen uns dem letzten finalen Stück. Ich gehe nochmal ein Stück hier zurück, weil ich muss weiter rumkommen. Also einmal kurz wandern. Zack. So, und jetzt können wir dann Endspurt quasi angehen. Oh, hier habe ich eine relativ große Lücke gelassen. Das ist nicht gut. Das ist ja mal gar nicht gut. Boah, auf welches der kommenden Ideas hätte ich mich am meisten freue? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die Ideas-Sets aktuell nicht im Kopf, was da kommt. Überhaupt nicht. Ja, hier, das habe ich, die Teils habe ich einfach überbaut, falls ihr das gemeint habt. Das habe ich einfach überbaut. Hier wird es schwierig werden, das zu verbinden. Das werde ich wahrscheinlich hier rüber machen, mittendrin. Obwohl, das könnte ich direkt mal machen. Weil das Problem ist, hier hört ja der Zaun genau auf. Das heißt, ich kann das Stück nicht nutzen, um das zu verbinden. Bisschen lästig natürlich, aber das kriegen wir schon hin. Das heißt, hier würde ich jetzt so machen. Dann Teiletrenner. Das ist wieder zu tief. Nee, noch, das ist zu tief. Setze ich das so hin und so hin. Und jetzt machen wir darüber. Da, seht ihr das? Jetzt ist die Lücke fast weg. Ich weiß nicht ganz, aber fast. Ja, es sieht ja schon viel besser aus direkt. Jetzt können wir auch den Zaun wieder draufsetzen. Und vor allem können wir... Wo sind sie? Da sind sie. Das Zwischending drauf. Es wird immer besser. Muss man eben ein bisschen neu rumsortieren, weil das Problem ist, mittlerweile sind hier die Steine zu weit weg. Wo ist Umfrage? Was für eine Umfrage denn? Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt ist aber nichts. Jetzt kein Ausrufezeichen diesmal. Weil, okay, Ausrufezeichen, weil ich überbaut habe. Es war extra. Extra überbaut und sehr weit oben überbaut. Keine Sorge, danke für die Ausrufezeichen. Alles extra gemacht. Mach ein Gebäude in New York. Ja, also wenn ich Hochhäuser mache, dann auf jeden Fall New York-Style-Gebäude. Und, oh ja, hier ein Abflussrohr, was rauskommt. Ja, Mann, hier so ein Abflussrohr raus. Wisst ihr was, ich muss ja noch irgendwas für die Update-Folge zu tun haben. Das machen wir nicht mehr im Stream, das mache ich dann für die Update-Folge. Und dann ist aber, das ist ein guter Input. Ja, ja, das finde ich eine sehr, sehr nice Idee. Ob ich noch in den Discord-Talk komme, muss ich gucken. Das Problem ist, wenn wir jetzt ankündigen, dass wir einen Discord-Talk danach haben,
dann werden wir da nicht die Einzigen sein. Oder was wir vielleicht machen können, ist ein Late-Night-Discord-Talk heute. Ich gucke später mal vorbei auf Discord, aber ich muss erst was essen danach. Und wir müssen gucken, dass da nicht mehr allzu viel los ist, weil sonst ist da ordentlich Party in dem Discord-Chat. Wie wäre es mit einer Unfallstelle auf dem Wasser? Was meinst du damit? Ein Bootunfall oder was? Weiß ich jetzt nicht. Oder so ein Öl, was ausgelaufen ist oder sowas. Das können wir natürlich machen. Das ist eine Option. Darüber kann man nachdenken. So, das letzte, was noch übrig. Drittel, nicht mal mehr, Viertel ist vielleicht noch übrig von dem Gesamtding, was wir gemacht haben. Oh, ich sag's dir, das wird ein riesen Speedbild in dem nächsten Video werden. Bin ich mal gespannt. Huch. Ja, lass mal runter. Das ist übrigens das, was mir immer passiert, wenn ich baue. Wenn mir die Steine runterfallen, bleibt einfach unten liegen. Schwimmer im Hafenbecken ist schon ein bisschen gefährlich, oder? Was meint ihr? Schwimmer kommen dann in den Strand rein. Wenn wir das Ding weiter rumziehen, dann kommen da Schwimmer hin. Ja, so. Oh. Mittlerweile muss ich auch zugeben, spüre ich meine Finger wieder, weil ich auch gestern Nacht ewig gebaut habe. Küstenwache würde halt, Alter, Küstenwache würde halt unglaublich gut zu den Felsen passen da drüben. Das habe ich früher immer als, Küstenwache ist tatsächlich so ein Thema aus meiner Kindheit noch damals. Da gab es ja dieses orangefarbene Küstenwachen-Ding. Das fand ich eigentlich immer ganz geil. Würde sich anbieten, oder? Was meint ihr? Würde sich anbieten, eine Küstenwache hier hinzusetzen? Ich muss auch mal gucken, wie das dann aussieht. Deshalb lehne ich mich gerade mal zurück. Yo, das Blau hier ist anders. Das Blau hier ist anders als das da drüben. Ihr werdet es dann im nächsten Video sehen. Das kommt ganz anders. Sind das Farbabweichungen oder ist das Lichteinfallswinkel? Das werden wir dann, oder vielleicht die, ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall, das sieht anders aus, das Blau. Sonst muss ich das ein bisschen durchmischen. Ob es Sinn macht, für mich gebrauchtes Lego zu kaufen? Nee. Macht nur dann Sinn, gebrauchtes Lego macht halt nur dann Sinn, wenn es vorsortiert auf Bricklink ist. Ansonsten macht gebrauchtes, also so Konvolute haben überhaupt keinen Sinn für mich, weil ich halt, oh, ich weiß auch, was die Ausrufezeichen sollen. Ich habe mich schon gewundert. Es tut mir leid, ich habe den Masonry Brick falsch rum eingebaut. So. Na. Gebrauchte Steine machen halt deshalb keinen Sinn für mich, weil ich halt, ihr seht es ja hier gerade, wenn ich jetzt hier einen Konvolut haben würde, wären dann nicht die Steine drin, die ich gerade zufällig für das Hafenbecken brauchen würde. Das ist genau der Grund, warum ich keine Konvolute kaufe. Ich habe zwar mein eigenes Konvolut, aber ja, das verwende ich so, um zu ergänzen. Wenn ich da irgendwann mal feststellen sollte in dem Konvolut, richtige Höhe übrigens, wollte ich nur festhalten, wenn ich irgendwann mal feststellen soll, dass mein Konvolut den Geist aufgibt, im Sinne von, die Steine, die da drin sind, sind eh die Steine, die ich in großen Portionen hier habe, dann werde ich mir irgendwann nochmal was ankaufen, so zusätzlich am Konvolut, wo man einfach rumcrossen kann. Wenn man jetzt weiß, man braucht den und den und den besonderen Stein, den gibt es eigentlich in der Regel in irgendeiner von meinen tausenden Kisten immer. Und das ist halt auch genau der Grund, wofür diese Konvolutgeschichten gut sind, aber für mich als Hauptsteinequelle muss auf jeden Fall irgendwas Vorsortiertes hin. Sonst alles andere hat ja gar keinen Sinn. So, jetzt bauen wir das mal zuerst drauf. Hier zwischen kommt ein neuer Zaun. Ich könnte eigentlich mal mehr Zäune auf einmal vorbereiten. Das wäre auch sinnvoll. So. Wie ich den Übergang von Zaun auf Felswand mache. Ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich eine gute Frage. Doch, ich habe eine Vermutung, wie ich es machen könnte. Aber was gibt es dann? Hey, was gibt es dann im nächsten Stadtupdate? Nein, meine Vermutung ist, dass ich so machen werde. Ich habe hier hinten so eine kleine Lücke. Ich kann es euch am Ende nochmal zeigen.
Ich habe hier hinten ja so eine kleine Lücke offen, wo ich eine Treppe dann noch einbauen werde. Und ich glaube, dass das meine Lösung wird, wie ich es auch dann schaffe, den Zaun enden zu lassen. Aber da muss ich dann auch gucken, das muss ja hier mit so einem Pfeiler enden. Sonst sieht das halt nicht aus. Und wenn ich das dann schaffe, das schön enden zu lassen, dann, ja, dann wird darum auf der anderen Seite die Treppe quasi rumgehen und hier so runterführen, so wie es auf der anderen Seite hier hinten ist. Ist der längste Livestream oder was? Auch länger als Krokodil? Ja, ich habe das auch wieder mal komplett nicht einschätzen können, wie lange ich hier baue. Das Ding ist halt, wenn man redet nebenbei, baut man auch noch mal länger. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich ein bisschen zügiger unterwegs bin, den ganzen Spaß hier aufzubauen. Ich muss auch sagen, und das mag was heißen, ich bin mittlerweile auch fertig, gebe ich zu. Aber nachdem man hier das Ende im Blick hat, die paar Minuten, wo wir das jetzt hier fertig bauen, halte ich noch durch. Das müssen wir auf jeden Fall fertig machen. Wir können ja nicht das hier halb gefinished liegen lassen, oder? Das wäre das unzufriedenstellendste Ende für einen Livestream überhaupt, wenn wir hier das Ding nicht fertig bauen. Also, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie spät haben wir es mittlerweile? 22.36 Uhr. Yo. Also, da muss ich auch feststellen, so Leute, die regelmäßig Livestreamen, die auch teilweise einfach 6, 7, 8 Stunden online sind, könnte ich nicht. Könnte ich hundertprozentig nicht. Das wäre mir schon zu krass. Was mein Lieblingsstein ist, würde fast sagen, jetzt wo ich gerade Mauerwerkstein baue, könnte ich natürlich fast Mauerwerkstein als mein Lieblingsstein betrachten, aber wahrscheinlich, ich überlege gerade, ob ich irgendwas Dramatisches übersehe, Blätterstein finde ich schon sehr geil oder diese abgerundeten 1x2er-Plates. Das könnte wahrscheinlich ein Stein sein, den ich gut finde. Aber es ist, naja, nur aus abgerundeten 1x2er-Steinen machst du halt auch nicht viel. Das kommt dann doch auf die Mischung an, muss man fairerweise zugeben. Oh, ich hoffe, das wackelt nicht, weil ich hier hin und wieder an das Ladekabel rankomme. Qualität nicht gut? Ja, bald 24-Stunden-Stream. Wirklich so. Gleich geht gefühlt Sonne auf. Nee, aber hier, es ist ja auch schon mal ein Fortschritt, dass ich hier mittlerweile das Ende erreiche, weil dann hat man so das Gefühl, dass es auch wirklich jetzt nicht mehr allzu lang dauert, bis ich das Ding abgeschlossen habe. So. Und vor allem könnt ihr dann nächste Folge behaupten, dass ihr euch das ganze Ding in Echtzeit volle Kanne reingezogen habt. Komplett volle Breitseite. Ich werde übrigens, seid mir nicht böse, wenn jetzt gleich der Stream online geht, im Sinne von als Video freigeschaltet wird, dann macht YouTube 3 Milliarden Werbeanzeigen rein, weil YouTube sieht das als 3-Stunden-Video an und knallt euch die Werbung um die Ohren. Wenn ich das heute nicht mehr schaffen sollte, mache ich es morgen, ich muss die Werbeblöcke alle rauslöschen, weil YouTube nämlich automatisch euch da die Werbung um die Ohren knallt. Vergiss Brickstory nicht, den rufen wir gleich noch an, keine Sorge. Wenn das Ding hier oben ist, dann ruf mal Brickstory nochmal an. Der soll auch mittlerweile, glaube ich, angekommen sein. Der fährt aktuell nach Hause fährt er auf jeden Fall, das weiß ich. Zu seiner Oma und morgen besucht er noch irgendwen. Ich glaube, Richtung Hamburg ist er insgesamt unterwegs. Ich glaube, die Tage ist er irgendwann mal in Hamburg und dann, wenn ich wieder nach Innsbruck fahre, kommt der wieder her. Ungeschicktes Timing aktuell. Das war ganz lustig. Gestern Abend ist er nach München gefahren und ist genau in den Zug eingestiegen, aus dem ich ausgestiegen bin. Wir haben im Moment sehr, sehr schlechtes Timing. Genau, wie viel quälen sich noch durch mit mir? Immer noch 1900 Leute fast. Leute, was habt ihr für ein Durchhaltevermögen? Das Gegenteil der TikTok-Community, ich sag's euch. Um nochmal ein bisschen das Thema von gerade eben aufzugreifen. So. Das ist immer schön zufriedenstellend, wenn man mit Brick Modifieds arbeiten kann, also mit diesen großen Steinen hier, weil es halt so viel schneller geht, als wenn man die ganze Zeit mit Plates und diesen Round Plates und keine Ahnung was allem arbeitet.
wie ich den neuen Lego-Store in München finde, ganz ehrlich, jetzt hier so unter uns, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich weiß nicht, ich habe mir mehr drunter vorgestellt. Der war ja anders hochgehypt. Die dicke Brickwand, okay, ich muss dazu sagen, ich mache einen Lego-Store davon abhängig, was die picke Brickwand zu liefern hat. Aber die picke Brickwand ist ja mal so lächerlich, finde ich. Es ist komplett flop. Also ich weiß nicht. Ich war vorher von euch schon einen neuen Lego-Store. Ich finde den echt ein bisschen enttäuschend. Weil das Einzige, was einen Lego-Store interessant macht, ist, wenn man als Schüttgut kleine Steine bekommt. Weil dann kannst du halt nirgendwo, egal ob Pick-a-Brick, Bricklink, auch Alternativhersteller, dann kann niemand mithalten mit dem Preis von Lego, kleinen Lego-Steinen wohlbemerkt, als Schüttware aus der Pick-a-Brick-Wand. Aber wenn das halt Flop ist, natürlich rotiert das auch ein bisschen, aber ich war echt enttäuscht von der Größe der Pick-a-Brick-Wand. Das muss ich mir leider so sagen. Und der nächste Scam, und das werden alle Österreicher fühlen, wieso hat München den dritten Lego-Store und in Österreich gibt es einen Store in Wien? Was soll das denn? Also das ist halt einfach lächerlich. Wirklich, es ist einfach lächerlich. Ich bin dafür, dass Innsbruck einen bekommt. Naja, es macht für mich gar keinen Sinn. Wobei ja wahrscheinlich Lego wird schon wissen, was die machen. Aber ich finde es halt ein bisschen schade. Riemerkarten-Top, ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, nachdem München jetzt drei Lego-Stores hat, kann man jetzt theoretisch sagen, man kombiniert alle von den Pick-a-Brick-Wänden, dann hat man eine riesige, aber die muss halt auch immer hin und her fahren. Gibt zwei in der Nähe von Wien, aber guck mal, das bringt doch auch nichts. Was bringt das denn den Leuten, die in Innsbruck wohnen? Das ist in Wien völlig egal. Wien hat schon einen Lego-Store. Oh, schon wieder zu tief. Ich mache das übrigens nicht, ich mache das wirklich nicht extra. Aber auch wenn Wien 5 Lego-Stores hätte, macht es auch nicht besser. Macht doch in Graz einen Lego-Store. Graz gibt es, glaube ich, keinen, oder? Nee, aber ich glaube, in Graz gibt es keinen. Sonst nehme ich ein bisschen was zurück von dem, was ich gesagt habe. Und Salzburg oder irgendwie sowas. Aber wenn es da keine Lego-Stores gibt... Interessant wäre ein reiner Pick-a-Brick-Store. Ja, Mann. Einfach direkt auf den Lego-Store verzichten, gar keine Sets anbieten und nur Einzelteile. Mich würde auch mal interessieren, wie gut genutzt der Pick-a-Brick-Store aktuell ist. Weil, wenn man Lego vertraut, dann sollte das ja so sein, dass da im Moment viel los ist, weil die ihre Lieferungen nicht abgeschickt bekommen. Sprich, meine Lieferungen zumindest nicht. Aber... Ja, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, was da so die Umsatzzahlen sind, wie viel die, ob sich überhaupt der Pick-a-Brick-Store bei denen lohnt im Vergleich zu dem, was sie sonst so an Umsatz machen. Ob ich ganz alte Lego-Teile-Trenner habe? Yes, habe ich noch irgendwo rumfliegen. Aber die sind halt nicht so praktisch. Muss man fairerweise zugeben, die neuen Teile-Trenner sind besser, weil sie einfach ja, mehr Möglichkeiten bieten. Und dadurch, dass sie nicht hier so nach außen weggehen, sondern so glatt sind, ich hoffe, man hat das jetzt gesehen, sind die halt einfach besser zu verwenden. Weil man dann nämlich zum Beispiel direkt hier ranhebeln kann. Das würde mit den alten nicht gehen. Hier hat man viel, viel engeren Spielraum. Das ist der Riesenvorteil von den Dingern. So, oh, wir sehen, ein Ende ist in Sicht, Leute. Ein Ende ist in Sicht. Meine Laune steigt wieder. Und ich werde auch direkt wieder fitter. Das ist so wie nach Orchesterproben zum Beispiel, bin ich immer hundemüde, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann danach im Gasthaus sitzt und sein erstes Kaltgetränk bestellt hat. Dann bin ich wieder fit. Ich kann so müde sein, wie ich will, aber sobald irgendwas vorbei ist und danach was Positives ansteht, dann bin ich wieder am Start. Gibt es in Österreich noch keinen Blu-ray-Store? Weiß ich gar nicht. Aber es wird wahrscheinlich auch dann wieder aus steuerlichen Gründen und keine Ahnung was haben. Das wird einfach total aufwendig sein für die, wenn die einen Markt von 10% mehr erschließen, aber viel, viel mehr Aufwand zu haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es
kein Bluebrick Store in Österreich geht. Wäre jetzt einfach so mein Guess. Ein Fischer, der ins Wasser fällt. Lustig, wie ich Bier ausspreche. Habe ich jemals gesagt, dass ich trinken würde? Wir wollen auch hier vorbildlich sein. Wobei ich bestimmt schon den einen oder anderen aufhalte, der morgen eigentlich in die Schule sollte, davon frühzeitig ins Bett zu gehen. Deshalb, gleich ist ein Ende in Sicht. Na, halt doch. So. Weißt du, wer dein erster Abonnent war? Ich weiß, wer einer meiner ersten Abonnenten war. Ich weiß, also es muss ja... Ich kann ja nur sehen Leute, die öffentlich abonniert haben. Aber ich weiß noch, wer einer oder der erste Abonnent war, der öffentlich abonniert hat, ja. Aber habe ich noch nicht im Chat gesehen bislang. Glaube ich. Aber der hat letztens erstmal wieder... Oh, wie alt meine durchschnittlichen Zuschauer sind? Schätz mal. Okay. Ich will eine Sache noch überprüfen. Umfrage starten. Alter. Das machen wir jetzt noch. Und jetzt machen wir aus rechtlichen Gründen 13 bis 17. Dann machen wir 18 bis, was machen wir als Dings, 25 oder sowas, ist glaube ich sinnvoll. Option hinzufügen. Ach, come on. Dann machen wir 26 bis, was machen wir, 35 oder sowas. 35, Option hinzufügen. So, wir haben es gleich. Wir machen eine saubere Umfrage draus. Also, ich bitte euch. Dann machen wir 36 bis 50 meinetwegen. Sind nicht alle gleich groß, ich weiß, oh, ich kann nicht mehr machen. Okay, wir machen 26, oh, ich muss ein bisschen was umschichten, ich kann nur vier Optionen hinzufügen, wir haben es gleich. 40, 18 bis 40, ja, das ist auch schon lost, oder? Das kann ich nicht machen. 18 bis 30 machen wir. Und dann machen wir 30 bis 50 und dann machen wir über 50. Über 50. Das sind jetzt die Optionen. Zack. Und wer jetzt unter 13 ist, der muss leider 13 bis 17 ankreuzen. Aber aus YouTube-rechtlichen Gründen dürftet ihr nicht im Stream sein, wenn ihr unter 13 seid. Ja, perfekt. Was sind wieder über 2000 Zuschauer? Was zur Hölle ist denn da los? Woher kommen jetzt auf einmal wieder die ganzen Zuschauer? Wir waren doch gerade eben schon deutlich runter. Vom jetzt Richtung Ende des Streams. Was habe ich an? Habe ich irgendwas? 30 bis 50? Ja, gut, 36 ist schon noch gut weit weg von 50. Ich weiß, ich kann das nachvollziehen, aber ich konnte nur vier Optionen hinzufügen, Leute. Ich habe doch keine andere Wahl. 18 bis 30 tatsächlich größter Abschnitt. Dann ist die YouTube-Statistik doch nicht so verloren, wie ich gedacht habe. Nee, dann scheint die relativ akkurat zu sein. Man weiß halt auch nie, wie viele Leute sich mit irgendwas anmelden, weißt du? Das ist halt einfach der Punkt. Und der Grund, warum ich unter 13 nichts habe, ist, weil theoretisch auf YouTube Leute unter 13 noch nicht eigenständig unterwegs sein dürften. Für die Leute, die hier 10 in den Chat schreiben. Aber alles easy. Habe ich auch kein Problem mit. Und mir ist auch klar, dass 13 bis 17 ein deutlich kleinerer Abschnitt ist als über 50. So, Leute, hier die letzten paar Zäune. Wir haben es dann gleich. Und dann rufen wir noch Brickstory an. Zack. Und geht sich das aus? Oh, das schließt genau ab da hinten. Das ist aber ja mal sehr schön. So. Na, geh doch da rein. Und? Oh, den Rest mache ich dann später noch im Detail. Aber jetzt gehe ich mal als allererstes einen Schritt zurück. Und vor allem, passt mal auf, Leute. Ihr werdet wieder seekrank, es tut mir leid. Aber seht ihr das hier, was wir heute gemacht haben? Ist das nicht krass? Da ist schon mal gut was weitergegangen.
Reifen. Ich lese Reifen im Chat. Ihr habt absolut recht. Ja, Mann. Reifen, um Gottes Willen. Reifen. So. Eieiei, da hätten wir fast das Wichtigste vergessen. So, jetzt aber. Genüsslich. Genüsslich die Reifen aufhängen. Das ist schon ein sehr zufriedenstellender Schritt, muss ich zugeben. Das wäre auch fatal gewesen, den Schritt auszulassen. Oh, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier rüber. So, Reifen sind drauf. Flatheads auf den Zäunen. Ja, das muss ich dann drüben machen. Die Flatheads hatte ich vergessen rauszulegen. Deshalb, so sieht der Spaß aktuell aus. Und jetzt kann ich auch das Kabel hier mal runterziehen. In der Hoffnung, dass ich hier nichts berühre. Ups. Da seid ihr. Alle mal Hallo sagen. Ah, herrlich dreckiges Display. Alle mal in den Chat rein. So, und jetzt. Ich muss mich da wieder reinstellen. Wartet mal kurz. Hier drüben, das war in der Zwischenzeit Arbeitstisch. Und jetzt machen wir euch wieder rein. Und jetzt rufen wir mal Brickstory an. Ich muss hier oben noch Dings stoppen. Oh. Eben hier rausdrehen. So, wir sind gleich am Start, Leute. Wir sind gleich am Start. So. Wie lief Livestream? Er glaubt, dass es schon vorbei ist. Dann rufen wir den mal an. Oh, meine Mutter hat auch angerufen, habe ich vergessen. Perfekt. Dann rufen wir den mal an. Lautsprecher. Der geht safe nicht dran. Sag ich doch. Nee, geht nicht dran. Klassiker. Ich kann es nochmal auf Dings versuchen. Ja, mal schauen, ob da Connecting. Naja, hat das Handy aus oder ist im Funkloch oder keine Ahnung was. Geht nicht dran. Es tut mir leid, Leute. Es geht nicht. Funktioniert nicht. Da müsst ihr Beschwerde bei dem einreichen. Hat nicht funktioniert. So, wir haben jetzt 232 Minuten gestreamt. Das war's halt wirklich komplett. Also, Leute. Ich könnte meine Freundin sein, ja Mann. Passt. Wir sehen uns. Wir besprechen den ganzen Rest, wie das hier weitergeht mit irgendwelchen Dekorationen, weil es doch relativ kahl ist. Mit neuen. Wir sind schon fertig, ja, ist klar. Ich bin fix und fertig, Leute. So, ja, der wird deabonniert. Hier drüben, das kann ich auch noch zeigen, hatte ich euch versprochen. Hier hatte ich eine kleine Lücke eingebaut. Dann werden wir hier eine Treppe runterbauen und werden dann darauf gehen. Auf diesen Steg und das ist dann das Ende hierfür, womit wir dann den Fels irgendwie rummodellieren können. Und hier drüben kommt gar kein Zaun mehr hin. Das heißt, wir werden einfach nur die Treppe runterbauen und das wird einfach, weiß noch nicht, entweder hier schon auf Fels wechseln oder wir überlegen uns was dafür. Das weiß noch nicht. Oder einfach eine gerade Mauer ohne Zaun oder irgendwie sowas. Also, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle neuen Kanalmitglieder. Weil ich hier gerade sehe, ob wir jemanden raiden können, das hätte ich davor einstellen müssen und da ich niemanden einstellen konnte zum Raiden, weil aus meiner Abo-Box niemanden einen Stream eingestellt hatte, kann ich leider niemanden raiden. Wenn es der Held der Steine auf YouTube gestreamt hätte, dann hätte ich zu ihm raiden können, so geht's leider nicht. Also, Leute, macht's gut, ciao, ciao und wir sehen uns dann im Stadtupdate.